Er folgt dir mit dem... Seine Augen folgen dir. Merke ich, dass sie versucht, was zu stehlen? Erstmal nicht. Also kann ich nicht so über den Tisch kurz huschen und das wegnehmen, weil ich bin ja auch sehr liebisch engagiert. Du kannst es versuchen, aber die Augen von ihm folgen dir, das heißt, es ist schwer. Wenn andere explizit auf Minxie gucken, können die auch gleich einen Perception-Check machen. Und wenn nicht, dann zählt immer die Passive Perception und dann vergleiche ich das und dann sage ich euch, ob ihr es mitkriegt oder nicht. Ich sehe ja nur, dass sie mir die Zunge raussteckt und ich äff sie so nach. Also, bevor ihr irgendwas tut, ihr alle kennt diesen Namen und ihr wisst, dass hauptsächlich Nostro Severin, der Vampirfürst, dafür verantwortlich ist, dass Veligrad zugrunde geht, dass Dutzende Dörfer oder die wenigen Städte niedergebrannt werden, Leute aus ihrem Zuhause getrieben werden, das Land verlassen müssen und überall ihren Tod finden. Dieser Mann ist die Ursache aller Probleme, die sich in eurem Land, in eurem Zuhause ausgebreitet haben. Also er meinte mich, mit dem ich soll... Also er wollte mich nicht rauslassen, richtig? Er will dich nicht rauslassen, nein. Okay. Okay, mit was versuche ich das zu klauen? Ich würde am liebsten so ein bisschen unterm Tisch durchlaufen und dann noch kurz vor Schluss zugreifen. Ja, du kannst gerne einen Sleight of Hand Check machen. Und was die Stärke dieses Wesens angeht, um das für die Kenner beschreiben, den Gerüchten nach oder dem, was man sich erzählt in Veligrad, ist diese Kreatur deutlich gefährlicher als ein Beholder. Und für alle, die damit nichts anfangen können, das ist die stärkste Kreatur, von der ihr jemals gehört habt. Ja. Ja, es ist gottähnlich. Werd ich immer noch beobachtet? Ja, die Gnoll-Skelette drehen sich immer mal wieder so ein bisschen nach links, nach rechts. Aber bevor ihr jetzt zu viel macht, lasst mich euch erstmal beschreiben, was als nächstes passiert. Ihr könnt immer noch abwägen, was ihr gleich machen möchtet. Okay. Wonach möchtest du greifen, Minxie? Nach Blüten. Okay. Und nach einem Skalpell. Okay. Du schaffst es innerhalb der kurzen Zeitspanne, deiner Einschätzung nach einem Gegenstand zu greifen. Such dir einen von beiden aus. Ich nehme das Skalpell. Die Blumen! Okay. Ich nehme das alte Kaugummi. Du schnappst dir ein Skalpell. Wo steckst du das hin? In meinen Wuschelkopf. Und packst es in deine Haare. Lilly kriegt das mit, ansonsten deiner Einschätzung nach niemand und du kriegst auch nicht mit, dass Lilly das mitkriegt. Okay. Okay. Und dann kannst du in den Käfig gehen. Meiner Einschätzung nach niemand. Ach du Scheiße, das ist eine Formulierung, die gefällt mir nicht. Herr Severin! Er dreht sich zu dir. Sie erwähnten Forschung, Alchemie, also ich war ja nicht auf sagen wir, Kollegen vorbereitet. Er steht auf und geht ein Stück in deine Richtung. Ja, ich werde euch helfen, eure schwache Hülle hinter euch zu lassen, auf dass ihr wohlgestaltet und zuträglich werdet. Also im Interesse aller Anwesenden würde ich lieber auf den Hüllenwechsel, also vielleicht verzichten. So kapriziös. Glaubt mir, ihr werdet eurer Lage schon noch bewusst. Euer makervolles Verhalten hat hier keinen Sinn. Mit devoter Erlauchtheit, in welche Hülle wollt ihr denn uns transprominieren? Kommt aus Tillions Richtung. Könnt ihr mich größer machen? Kommt aus Tavis Richtung. Ich kann euch größer machen. Es wäre mir eine Wonne, euch größer zu machen. Was heißt Wonne? Oh, beschäftigt euch nicht mit so sinnlosen Fragen. Das müsst ihr nicht wissen. Ja, du drehst dich einfach um, wenn er das sagt? Ja. Okay. Oh, okay, na gut. Hat bei mir jetzt eigentlich einer zugemacht oder habe ich die Tür so einfach hinter mir zugemacht und abgeschlossen ist nicht? Ein Gnoll-Skelett nähert sich kurz darauf und macht die Tür dann zu. Wie sind die Türen geschlossen? Wie sieht das aus mit dem Schloss?
Es gibt ein Schlüsselloch. Und nachdem ihr alle drin seid, seht ihr wieder, wie Nostrum mit seinen Fingern durch die Gegend schwenkt. Und danach hört ihr der Reihe nach bei euch allen. Klick, 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 klick. Außer bei Tilion, da hört man so ein komisches Geräusch. Hm. Aber es scheint keinem aufzufallen. Hm. Kann ich in der Zeit, wo Nostro gerade drüben ist, mit Minxi sprechen? Wollte ich auch fragen. Ihr könnt alle miteinander sprechen. Wenn ihr mit jemandem sprechen möchtet, der auf der entgegengelegenen Seite ist, müsst ihr ein bisschen lauter sprechen. Ihr seid so um die 20 Meter voneinander entfernt. Der Raum ist jetzt nicht riesig oder so. Und wenn ihr direkt mit eurem Zellennachbarn sprechen wollt, müsst ihr flüstern, wenn es keiner hören soll. Ansonsten würde auch jemand auf der anderen Seite des Raumes das so teils mitbekommen. Okay. Kriegen dann trotzdem die Viecher das mit, wenn ich mit ihr rede? Weil die sind ja auch recht nah. Kannst du von ausgehen, ja. Die musst du dir relativ wenig Sorgen machen. Ja, die verstehen wahrscheinlich gar nicht. Ja, bisher haben die auf Sprache nicht wirklich angesprochen. Können wir einen History-Check machen, ob die uns verstehen? Du gehst davon aus, dass sie euch nicht verstehen. Ihr seid schon ein paar Stunden mit denen unterwegs gewesen und jedes Mal, wenn ihr euch miteinander abgesprochen habt oder miteinander gesprochen habt, haben die kaum darauf reagiert. Nur wenn ihr irgendwelche Fluchtversuche oder sonst irgendwas Sketchyes gemacht habt, dann haben die reagiert. Bisher hat euch allgemein fast niemand zurechtgewiesen, wenn ihr miteinander gesprochen habt. Das scheint die nicht wirklich zu kümmern. Ihr geht davon aus, dass ihr euch unterhalten könnt. Solange ihr nicht versucht zu fliehen. Kann ich mich hinsetzen, um noch kleiner zu wirken? Damit man... Ja? Muss ich dafür irgendwas tun? Nee, du setz dich einfach hin. Puck. Tami, setz dich hin. Möchtet ihr miteinander sprechen, Lili und Minxi? Ja, ich würde einmal an den Rand von dem Käfig gehen und rüberflüstern. Hey, Rotschopf, hörst du mich? Hallo, große Ohrenfrau. Du hast gerade was mitgehen lassen, oder? Psst! Sei doch nicht so doof und sag das so laut. Die hören uns doch kein bisschen und die Dinger, die sieht da hier auf dem gelben Wagen sitzt sich mein Schwager vorn. Ich hab was mitgenommen. Was hast du eingesteckt? Halt die Klappe, alter Mann. Nur beitragen. Okay. Benehmt euch nicht so ungebärlich. Ich hab auch was hier in meinem Ausschnitt versteckt. Ich hab einen kleinen Ich leg mich hier auf den Boden. Vielleicht können wir irgendwie versuchen, die Schlösser aufzukriegen. Mann, so einen Ausschnitt hätte ich auch gerne. Da könnte ich dann auch Dolche verstecken. Naja, ich hab noch einen Dietrich dabei. Dietrich? Was in den Haaren? Natürlich, hat ja keiner gefragt von euch Idioten. Was macht Nostros jetzt? Kommt er zu mir gewatschelt? Gute Frage. Flaniert er denn hin? Würfel mal einen D10. Oh, okay. R1D10. Aber wir müssen das unbemerkt machen. Okay, kannst du... Also ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah an den Viechern hier dran. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Kannst du versuchen, dein Schloss aufzukriegen? Ja, aber wir müssen die ganzen bösen Männer loswerden. Ja, das wird etwas schwierig, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit Nostro anlegen sollten, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du sagen, du hast deine Tage und wir zwei müssen... Also so toxisch maskulin wie die Gesellschaft hier ist, ist denen wahrscheinlich so unangenehm. Ihr dürft einfach gehen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Entschuldigen Sie, ich habe meine Tage. Auch immer gut zu sagen, man hat seine Tage unter Vampiren, ne? Oh mein Gott, die Bilder in meinem Kopf. Bitte nicht. Oh mein Gott. Nein. Oh, Twilight Porno. Nostro geht zwischen Dr. Jockel und Tilion auf den Käfig zu, in dem eben noch Minxi stand mit der sich darin befindenden Leiche. Hm. Und dann legt er langsam eine Hand zwischen die hölzernen, nenn es mal, Gitterstäbe. Und spricht etwas. Ach, Sus. Und im nächsten Moment fängt die Leiche an zu brennen. Uff. Danach, es dauert ein paar Sekunden, oder er guckt dabei recht neutral. Er dreht sich sogar in Dr. Jockels und Tillions Richtung. Kein Grund, sich zu erschrecken.
Und natürlich so eine selbstentzündliche Leiche, ganz normal. Nachdem die Leiche komplett, nachdem das Fleisch vom Skelett gebrannt ist, seht ihr, wie er nochmal mit seiner Hand umherschwenkt. Die andere verschwindet dabei in seinem, unter seinem Mantel. Und dann sagt er: Benvar. Lili, du verstehst das. Er spricht auch recht laut. Das ist elfisch und heißt willkommen. Ich spreche auch elfisch, übrigens. Okay. Alle, die elfisch sprechen, verstehen das. Willkommen, elfisch? Oder was? Ja. Was hat er gesagt? Willkommen. Ach, scheiße, ich spreche natürlich keinen Scheiß elfisch, Alter. Willkommen. Ist der Raum jetzt mit Qualm gefüllt durch das Feuer? Nein, der ist durch sowieso schon durch diesen grünen Dampf gefüllt vom Kessel, der auf dem Tisch steht, okay, und blubbert. Und, ja? Er hat die Leiche verbrannt und dann... Ich beschreib's nochmal genau. Er geht zu dem Käfig und schnippst mit einem Finger. Die Leiche fängt an zu brennen und als nur noch das Skelett da ist, Kleidung und Fleisch verbrannt ist, geht eine seiner Hände unter seinen Mantel, die huscht da rein, und mit der anderen gestikuliert er erneut durch die Luft. Spricht dabei elfisch. Benvar. Was so viel heißt wie willkommen. Und beißt sich simultan mit der Hand, die auch die Gestik macht, er führt die kurz zu seinem Mund, in die Hand. Und es fängt an, doll zu bluten. Kann ich einen Arcana-Check würfeln? Ob mir das auch das mit der Hand unter dem Mantel verschwinden lassen und so irgendwas sagt? Klar, mach einen Arcana-Check. Würde ich gerne auch. Ich stehe direkt daneben. Ich zauber ihn auch. Okay. Ihr wisst, dass manche Zauber etwas brauchen. Es kann sein, dass er das rausholt unter seinem Mantel. Und im nächsten Moment seht ihr das auch, als seine Hand wieder aus dem Mantel hervorhuscht und er etwas, was aussieht wie Staub, vielleicht Knochenstaub oder so, auf das Skelett wirft. Und das breitet sich auf dem Skelett aus und gleichzeitig fährt er mit der Hand in so einer ausfahrenden Bewegung von oben nach unten, wie als würde er den Pinsel schwingen, und das Blut befleckt das Skelett. Genauso wie der Knochenstaub oder was auch immer das ist. Und im nächsten Moment hört ihr das Klackern von Knochen. Und ihr seht, wie das Skelett anfängt, sich zu bewegen und aufsteht. Er öffnet die Tür und symbolisiert dem jetzt entstandenen Skelett mit einer Handbewegung, dass es sich zu den anderen stellen soll. Da ist einfach so ein Skelett jetzt entstanden. Ja. Das ist unglücklich. Ach du Scheiße. Wow, ist das beeindruckend! So kann man es auch sagen, ja. Dann dreht er sich zu Minxi. Wohl. Oh. Tschüss. Wohl. Bye, tschüss, have a beautiful time. Tschüss, no. Ja, ich hatte gerade auch einen Doppelklick auf einen anderen Voice-Channel gemacht. Wohl wahr. Wohl wahr. Und bald schon teilt ihr ein ähnliches Schicksal. Wie bald? Also, ehrlich, also vielleicht auch. Also. Er überlegt kurz. Und dann hört ihr plötzlich Armand Xatu, der dazwischen faucht. Ach, zuallererst der Mensch. Er konnte es gar nicht erwarten, Meister. Der Mensch, er konnte es gar nicht erwarten, Meister. Na, wenn ihr das sagt, dann werdet ihr noch etwas Zeit haben, liebe Gnomen. Der Mensch hat Vortritt. Nein, also ich... Ich setze mich hinten in den Käfig. Oh, mein Rücken, aua! Ja, warum so schreien, du bist eh schon alt. Der Vampir an der Tür fängt an zu lachen. Ihm gefällt das richtig, ihn amüsiert das richtig. Und dann tritt Nostro wieder an seinen Schreibtisch. Erneut. Ich würde gern was zaubern. Sure. Ich würde gern Druidcraft benutzen, um zu machen, dass Xatu ganz erbärmlich stinkt. Post du Druidcraft? Okay. Druidcraft hat V und S. Das heißt, du musst etwas sagen und du musst gestikulieren. Ja, das kann würden beides, die mitkriegen. Oder? Kannst du machen, aber da die gerade in deine Richtung gucken, würden die das mitkriegen, dass du das tust. Na gut. Also die gucken alle gerade zu ihm? Zumindest Armand Xatu guckt in seine Richtung. Und Dr. Jockel weiß, dass Leute, die sich mit der Zauberkunst auskennen,
verstehen, dass du einen Zauber wirkst. Erst recht, wenn das ein einfacher Zauber ist. Also du müsstest mit seiner Reaktion rechnen. Die Gnolle gucken mal hin und wieder immer in verschiedenen Richtungen, ja? Die Blicke wandern durch den Raum. Ihr könnt davon ausgehen, dass diese zwei hier mehr so auf die Seite fokussiert sind und die zwei hier mehr so auf Lili und Minxi. Und kann Nostro ich die wandert. Chance nutzen, wenn die gerade nicht in die Richtung schauen, versuchen aus dem Käfig rauszuklettern irgendwie? Kannst du machen, aber das ist, hinter dir ist nichts, der Käfig wäre dann leer, du hast nichts um... Naja, ich habe mich ja schon hingelegt, damit ich nicht so... Ja, aber das, ne? Also es, man würde trotzdem sehen, dass der okay. Käfig dann leer ist. Du bist nicht so klein, wie die Bretter sind ja alle in gewissen Abständen zueinander. Das ist kein dickes Holzbrett, das deinen Körper komplett verdecken würde oder so. Also es wäre auffällig. Kann ich die Ranken einfach so entstehen lassen, auch ohne den Bogen? Mit Ensnaring Strike? Lass mich kurz nachlesen. Ja, du brauchst dafür einfach nur irgendetwas, das du als Waffe benutzen kannst. Also reicht theoretisch auch ein Dolch? Theoretisch ja. Aber hast du vor, das jetzt zu tun? Ja. Nochmal, vor euch steht die wahrscheinlich bedrohlichste Gestalt, von der ihr jemals gehört habt. Und du weißt, dass das, was du vorhast, ein einfacher Zauber ist. Hm. Alleine das, was er bisher gemacht hat, das Skelett entstehen zu lassen, das in Flammen aufgehen zu lassen, die Türen zu öffnen, etc., ist teilweise deutlich höher als das, was ihr magisch versteht. Okay. Du kannst es natürlich trotzdem versuchen. Och nee, du. Lass mal. Okay. Liegen auf dem Boden zufälligerweise kleine Kieselsteine oder andere Art von Steinen, die man werfen kann? Klar. Oh nein. Ja, nur just asking. No, just asking. Frag okay. Den Freund im Käfig. Ja, ja. Mächtigster Vampir auf der Welt. Tabi wirft mit Stein. Ich würde nochmal mit Minxi reden. Und würde mich nochmal hinbeugen und sagen, hey, ich hab... Ja, hast du dir das jetzt mit den Tagen überlegt? Nee, das hab ich... Das sollten wir vielleicht lieber nicht machen, aber ich weiß aus sicheren Quellen, dass eine Truppe hier unterwegs ist, um das Schloss anzugreifen, um die Burg anzugreifen. Wir müssen Nostro irgendwie loswerden aus diesem Raum. Wir können nichts machen in der Zeit, wo er hier ist. Wir sind machtlos gegen ihn. Ja, das weiß ich, aber das ganze Schloss ist wie ein Labyrinth und der kennt sich aus und wir nicht. Wir müssen also gucken, dass wir, wenn wir hier rauskommen, uns irgendwie verstecken können. Ja, das Problem ist, wir müssen erstmal Nostro loswerden. Na, wie werden wir den Alten los? Und während ihr euch unterhaltet, merken alle von euch so langsam, dass diese grünen Dämpfe, die in dem Raum herrschen, stärker und stärker werden. Der blubbernde Topf sorgt dafür, dass sich das immer weiter ausbreitet. Euer Hustreiz verstärkt sich. Und so langsam wird euch auch ein bisschen benommen. Das Feuer macht nichts dagegen. Also da passiert nichts, wenn es in das Feuer kommt. Nein, gar nichts. Okay. Kann ich sagen, was das ist, diese Tinktur? Nicht, wenn du es nicht genau untersuchst und dahin gehst. Aber du hast das Gefühl, dass ihr bald oder du bald dein Bewusstsein verlierst. Und ja? Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal Gast zaubern und das einfach wegpusten von der von unserer Seite des Raums. Na ja, toll. Vielen Dank auch. Wow. Wow. Du machst das nochmal. Und der grüne Dampf verteilt sich eher so auf der rechten Seite. Minxi und Lilly, ich hätte gerne einen Constitution Saving Throw. Con Saving Throw im Charakterbogen oben bei Con auf der rechten Seite dieser Viatnim. Save. Ah. Ja, genau. Easy. Minxi verliert sofort das Bewusstsein. Oh. Easy. Oh nein. Er ist ein alter Mann. Ich schwör dir, das merke ich mir. Ne? Hey, du hörst ein lautes als der grüne Dampf in deine Richtung geschossen kommt. Du noch mehr einatmest, dass ich auch in deinen Poren ausbreite, so ein bisschen in die Nase fliegen und Lilly, während du mit Minxi flüsterst, siehst du plötzlich, wie ihre Augen sich
ihre Pupillen sich in ihren Augen so ein bisschen drehen, ihre sie das Bewusstsein verliert, nochmal mit dem Kopf gegen so ein Holzgitter schlägt und dann puck auf den Boden. Hey, wach auf! Gut, Schopf! Scheiße. Klasse. Und auch Lilly, du hast mit den Dämpfen zu kämpfen. Dein Husten wird stärker. Moment mal, die wissen überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe, oder? Ja, ja, ja. Sieht man das nicht? Ah, ihr hört nur ein lautes aus der anderen Richtung. Ihr wart gerade miteinander beschäftigt. Scheiße. Und wisst nicht genau, woher das kam. Okay. Auch du kämpfst mit deinem Bewusstsein und gehst davon aus, dass du innerhalb der nächsten Minute das Bewusstsein verlierst. Ich würde gerne einen Stein aufheben wollen, wenn ich einen finde. Ja, du hebst einen Stein auf. Ich möchte damit gerne nach dem Doktor werfen. Okay. Gib mir einen Dexterity-Check. Oder mach einfach Sleight of Hand. Passt schon. Ja, einfach Sleight of Hand, ja. Puck. Dr. Jockel von der Seite kommt ein Stein auf. Trifft der mich? Ja. Ist nur ein kleiner Stein. Wie viel Schaden krieg ich? Ein Kieselstein. Du kriegst keinen Schaden. Okay. Wo trifft er mich? An deiner linken Schulter. Ah, oh, mein Arm! Stell dich nicht so an, Opa. Das ist nur ein kleiner Stein. Herr Nostro! Herr Nostro! Oh Gott! Herr Nostro! Er guckt in deine Richtung und er steht auch auf und macht ein paar Schritte auf euch zu. Sie haben hier offensichtlich grundlegende Probleme an der Bausubstanz. Tabi hat Hunger! Ah, wie berückend. So ein Exemplar wie euch hatte ich schon lange nicht mehr. In der Tat, ja. Ein wenig abgründig, aber das macht es nur interessanter. Dann siehst du, wie er seine Hand hochhebt und der Wind, den du in die andere Seite verlagert hast, so ein bisschen langsam wieder auch in eure Richtung geschossen kommt. Und du bist dir sicher, dass Nostro das kontrolliert mit seiner Hand. Ich bewundere euren Versuch. Aber ich kann etwas Ruhe gut gebrauchen. Und breitet sich wieder mehr bei euch aus und dann könnt ihr mir alle einen Con-Safe geben. Okay. Wie geht der Roll? Con-Safe oben bei Con in deinem Charakterbogen. Da ist so eine rechte Zahl, da steht Safe darunter direkt. Da einfach drauf. Oder einfach auf Con klicken, dann fragt er dich, was für eine Art Throw du machen willst. Ja. Das sind die oberen Werte in der Mitte, also Mitte oben. Warte, auf Con klicken und dann Ability Check und Saving Throw. Safe willst du machen. Ja, aber klar. Tabi fällt sofort hin. Tillion auch. Dr. Jockel, du hast noch ein paar Sekunden, 20, 30, verlierst langsam das Bewusstsein. Kannst du noch was sagen, wenn du möchtest? Herr Nostro, Sie aus Versehen haben Sie das Gas jetzt auch in unsere... Ein wirklich veritabel interessantes Wesen. Er macht noch ein paar Schritte auf dich zu. Das Letzte, was du siehst, ist seine Silhouette, die sich dem Käfig nähert. Und dann, während ihr alle langsam bewusstlos werdet, hört ihr noch die Schritte, die langsam auf diesem Steinboden puck, puck, von Nostro getätigt werden, ehe sie leiser und leiser werden und um euch herum alles schwarz wird. Ihr verliert das Bewusstsein. Okay. Ihr fallt in einen benommenen Schlaf. In den nächsten Stunden scheitert ihr aufgrund von fehlender Kraft immerzu daran aufzuwachen. Diese grünen Dämpfe haben euch ordentlich zugesetzt. Immerzu öffnen sich eure Augen kurz für wirklich nur kurze Momente, für träge Momente. Ab und zu seht ihr dabei mit verschwommenem Blick Nostro
Er schreibt etwas in seine Unterlagen, füllt Tränke ab und wirft prüfende Blicke hinter den verhangenen Käfig hier unten rechts. Ihr seht das immer nur so Silhouetten oder schemenhaft. Und dann setzt die Ohnmacht auch schon wieder ein. Das passiert intervallweise. Ihr wacht kurz auf, die Ohnmacht kommt erneut. Ihr wisst dadurch, dass einiges an Zeit vergangen ist, ehe ihr irgendwann richtig wach werdet. Wir wechseln die Map. Wie ist denn das mit Toilettenpausen? Ich wollte auch... Nein! Ich mache normalerweise eine Pause bei Halbzeit, aber wir können die auch vorziehen und jetzt machen. Das wäre ganz nett. Wir machen 5 Minuten Pause. Widoki. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Man muss echt, echt viel überlegen, was man machen könnte, ne? So, Discord hört mich nicht. Richtig gut, klar. Da merkt man direkt den Unterschied zwischen dem Doktor zum Beispiel, der das wahrscheinlich schon jahrelang macht. Man muss echt, echt viel überlegen, welche Chance man nutzen kann. Ein paar Vampire in den Kopf schießen. MCO, dankeschön, Dice, danke, Yoshi, danke, Astarin, danke, Squeezy Teasy, danke, Malorius, danke, Just Freezy, vielen lieben Dank für die 10 Gifte Subs. Und Schnapper, danke. Und Misser, danke. Kann dein Char sterben? Ja, klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel hätte gerade den Stein genommen und wahrscheinlich Richtung Vampir geworfen, also gegen diesen Oberboss-Typ da, hätte getroffen, hätte er mich wahrscheinlich getötet. Wichtig ist immer, Fragen zu stellen, ja. Ich muss reinkommen, Ich sitze hier und höre gespannt zu und versuche mir alles vorzustellen. Und schaue, dass ich irgendwelche Situationen nutzen kann. Zum Beispiel habe ich gerade darauf gewartet, dass vielleicht die Skelette zum Beispiel irgendwie abgelenkt werden oder so, dass ich versuchen kann, aus dem Käfig zu klettern. Dann hätte ich mich wahrscheinlich unter dem Tisch versteckt oder so, weil ich bin ja ein ziemlich kleiner Charakter. Spaß macht das auf jeden Fall. Also ich meine, Breeden, ne? Also Game Master, Alex. Das ist halt... Das ist halt eine unfassbare Stimmung, Alter. Das ist richtig sexy. Mein Char kann nicht hexen, ich bin ein Barb. Ich kann nur draufhauen. Aber wir haben weder Ausrüstung noch irgendwelche Waffen gerade. Ich kann wirklich nur ragen, ich habe einen Wolfstotem. Wieder da. Kann ragen, meine Gruppe buffen dadurch und draufhauen. Und sogar so draufhauen, dass ich auf alles scheiße quasi. Also auf meine Rüstung, auf alles andere. Ja. Wieder da. Ukelu. Hey. So. Alle wieder da? Noch nicht, ne? Mau? So, Juri fehlt noch, oder? Oh. Ich glaube, Mau ist noch nicht wieder da. Also die Stimmung ist unfassbar krass, ne? Ist toll, ne? Es ist unfassbar, ehrlich. Es liegt aber auch echt an diesem Tool, was das schön darstellt. So, normalerweise hätte man ja auch wie Alex dabei redet und oh. Schön.
Auch der Ambient-Sound, das... Das What the fuck? Ach oh, sorry. Du Scheiße. Vielleicht kriegst du deine. Hast du deine Panflöte wieder ausgepackt oder was? Ich habe mich schon mal auf den Weihnachtsmarkt vorbereitet. Hast du auch eine Trommel und so alles da? Am Stab? Ja, da. Sorry. Mal noch kurz die Hunde rauslassen. Was? Ob du auch eine Trommel und das als alles am Stab hast? Würde ich mir eine Trommel holen. Dafür nimmt er seinen Bauch. Also ja. Ich sehe den immer beim Üben. Am Fenster. Ich kann weitergehen, ne? Ich hänge immer am Fenster. Alle ja, da? Ja. Ja, let's go. Hauke auch? Ja. Wundervoll. Böser Opa. Okay. Es ist einiges an Zeit vergangen, als ihr endlich wieder zu eurem Bewusstsein kommt. So richtig. Und dass ihr aufwacht, habt ihr nicht nur der Erholung eures Körpers zu verdanken, sondern ihr seht sofort, dass die grünen Dämpfe nicht mehr im Raum herrschen. Ihr seht auch ein paar Veränderungen. Also ihr schlagt so langsam die Augen auf. Ihr seht, dass der Topf nicht mehr dampfend auf dem Tisch steht. Ihr seht, dass Sonnenlicht hineinscheint. Also es ist mindestens der nächste Tag am Morgen oder Vormittag. Die Sonne scheint hochzustehen und richtig knall reinzuscheinen. Außerdem verdankt ihr, dass ihr aufwacht, einer lautstarken Stimme. Immer wieder hört ihr. Und jetzt, wo ihr das wirklich bewusst hört, habt ihr das Gefühl, als hättet ihr das jetzt schon zum 100. Mal gehört, so in eurem Wachzustand oder so im Halbschlaf noch. Und jetzt das erste Mal so richtig bewusst, richtig laut. Ihr müsst aufwachen! Aufwachen! Ja, ja, 5 Minuten! Bei mir steht nur eine Sache stramm. Was? Ist das eine Stimme, die ich im Kopf vernehme? Irgendwas, was tatsächlich die laut ist? Stimme klingt irgendwie abstrakt, unmenschlich, schrill, seltsam, unwirklich. Aber nicht in deinem Kopf, sondern die hallt durch das Turmzimmer. Jeder kann die hören und die kommt aus dieser Richtung hier, unter diesen Leinen und Decken, unter dem behangenen Käfig. Okay, ich würde mich aufrappeln. Ja, außerdem und seht ihr, dass nur noch 2 von den Gnoll-Skeletten da sind. Alle anderen haben das Zimmer verlassen. Und ihr seht, dass hier oben, zumindest sieht Lili das zuerst, die anderen noch nicht unbedingt. Aber Lili, du siehst zuerst hier oben zwischen diesen Gläsern, die hier stehen. Wir können auch ranzoomen. In einem Glas ist so ein... Das sind wie so Konservengläser und da sind so Organe drin. Und da in der Mitte liegt eine sehr gewöhnliche Trommel, die Amand Xatu wohl zurückgelassen hat. Scheint er vergessen zu haben. Ist okay. Das die gewöhnlichste Trommel, die du dir vorstellen kannst? Ja, die scheint ihn echt nicht beeindruckt zu haben, sodass er die einfach abgestellt hat. Oh, fantastisch. Alright. Und die toten Viecher sind weg, ne? Es sind nur noch 2 Gnoll-Skelette da, der Rest hat das Zimmer verlassen. Ich meine, die auf dem Tisch. Ja, da wurde, ihr seht, dass mehrere Sachen umgebaut wurden, umgestellt wurde. Ihr seht, dass die Leiche, die auf dem Tisch lag, jetzt hier oben in der Ecke liegt. Tabby riecht und sieht das zuerst. Lecker. Und dass der kochende Topf weg ist, dass die kleinen Sturge-Leichen weg sind, ganz genau. Also da. Es wurde etwas aufgeräumt, ja. Ihr dürft roleplayen. Ihr wacht auf. So langsam kommt ihr alle zu euch. Hi. Sind noch alle da? Ich glaube, hier liegt etwas unter einem Tuch neben mir. Ist jemand von uns tot? Alter Mann, nicht. Lebt ihr noch? Alter Mann, lebt ihr noch? Oh, ich, also, ja, mein dich, du Dummkopf. Doch. Es scheint es nicht zu sein, aber ich habe eine Stimme gehört. Ich habe es auch gehört. Ich habe die gleiche Stimme gehört, glaube ich. Hallo? Leben wir jetzt alle noch oder ist jemand tot? Kann man. Ja? Kann man. Der Vampirmann ist weg.
Ja, ich hab's gesehen. Und hier liegt... Ist das nicht die Trommel von vorhin? Hört die nicht einem von uns? Keine Ahnung, das wie sieht unscheinbar aus. Deine? Ich weiß nicht. Ja nicht. Die ist noch größer als du. Das ist meine Trommel. Sieht sie vollkommen gewöhnlich aus? So ziemlich, ja. Vollkommen normal, perfekt. Das ist meine Trommel. Ah, ja, die... Steht da dein Name drauf? Nein, die ist vollkommen gewöhnlich, so wie ich. Dann ist es meine. Können wir es mit den zwei Dingern da aufnehmen? Ja, bestimmt. Okay, dann Showtime, Baby. Ich greife so meine Haare und versuche, mein Schloss zu öffnen. Tabi geht ganz nah ans Gitter und schaut zu. Oh Gott, Entschuldigung, was passiert hier? Entschuldigung, Herr gammelige Skelettenmonstrosität. Entschuldigung. Ja, bitte. Ach so. Reagieren nicht darauf. Die bleiben einfach stehen, wie so Statuen. Sind die, gucken die überhaupt oder gucken die nur nach vorne oder sowas? Die gucken nach vorne und ab und zu, so alle 30 Sekunden, dreht sich der Kopf mal so langsam nach links und wieder nach rechts. Ich würde in der Zeit auch versuchen, mit meinem Dolch das Schloss irgendwie aufzubekommen. Okay. Ja, aber mach das nicht kaputt. Gib mir einen Sleight of Hand Check auf Disadvantage. Das heißt, du würfelst Sleight of Hand, dann gehst du auf die Zahl und klickst auf das Minus. Ach so, auf Minus? Mhm. Okay. Minxi und Lilly machen sich daran, ihr Schloss zu öffnen. Und beiden gelingt es. Minxi etwas schneller als Lilly. Okay, ich gehe nicht direkt raus, sondern... Nee, ich würde auch nur ein bisschen so an die Tür gehen. Minxi, die Schlösser sind tatsächlich so leicht zu knacken. Das würde nicht jeder schaffen, aber dass das nicht die einzige Art... Ja, aber für dich, dir fällt es leicht. Und gleichzeitig vielleicht ein bisschen besorgniserregend, weil das kein gutes Gefängnis ist. Also, wenn das alles ist, um euch hier zu halten, wäre das viel zu leicht. Kann Tillion gehen? Sorry? Ja, du? Sorry. Tillion würde versuchen, kann er sehen, was in diesem Käfig ist? Ist da jemand? Ist das... Du siehst eine Art rote Hand mit ungewöhnlich langen Fingernägeln, die versucht, unter dieser Leinendecke etwas zu erblicken. Du siehst ein Auge, das immer mal so ein bisschen hervorlugt. Und du hörst dann gleichzeitig: Es ist Tag. Wir müssen die Sonne nutzen. Wer seid ihr? Und die Stimme klingt sehr verängstigt und auch irgendwie verwirrt. Das ist der Opa, der zaubert wieder. Ich weiß, wer... Er kann die Frage nicht so wirklich beantworten. Gleich werbe ich den nächsten Stein. Tillion hat immer noch... Ist der Stofffetzen immer noch zwischen dem Schloss? Ja. Kann er die Tür einfach aufdrücken? Ja. Tillion geht zur Tür und versucht, sie aufzudrücken. Der Stofffetzen, der so leicht ist, drückt aber die Tür bereits auf, sodass er sich ein bisschen zurückhält, damit die nicht auffällt. So, dass er sie so ein bisschen... Damit er kein Aussehen erweckt. So. Oh, fuck. Okay. Die Viecher haben nichts mitbekommen davon, oder? Dass wir das wäre die nächste Frage. Nee, die bleiben erstmal nur stehen. Okay. Und die scheinen sich auch überhaupt nicht daran zu stören, dass ihr sprecht. Ich würde gerne erfragen, ob es die Möglichkeit gibt, dass beide den Blick aus der Mitte des Raumes legen und nach rechts und nach links gucken. Also, dass der nach rechts, dass der nach rechts von mir aus guckt und dass der hier nach links guckt und sie beide sozusagen in diesem Augenblick einen toten Winkel in der Mitte haben. Ist das möglich? Also sie... Diesen Moment würde ich abwarten. Sie wechseln immer mal wieder so die Richtung mit ihren Köpfen. Besonders wenn Leute laut... Die reagieren gar nicht, ne? Wenn wir reden. Die reagieren nicht darauf, was ihr sagt, aber wenn ihr lange und laut redet, gucken die in eure Richtung für einen Moment. Oh, meine Tür ist ja offen, da kann ich ja ausbrechen und alle gammeligen Skelettotzen umbringen. Haben wir auf der linken Seite gesehen, wie... Reagieren die da drauf? Ja, beide Skelette gucken in deine Richtung. Oh. Okay, never mind. Hab ich den... Also die... Oh, was ist denn das? Eine Waffe auf dem Fußboden? Er versucht auszubrechen, der Opa. Und Tabi zeigt mit dem Finger zum Doktor. Er versucht auszubrechen. Gucken beide auf Dr. Jockel. Okay, in dem Moment, wo beide aus diesem... in dem Moment, wo beide hier einen Fokus drauflegen, würde ich gerne... was nehme ich jetzt?
würde ich gerne Silent Image wirken. Und ich würde die Ablenkung nutzen, um Nostros Severin zu erscheinen zu lassen, im toten Winkel dieses Raumes. Der taucht hier einfach auf. Und da er eine stumme Illusion ist, hat er seine Hand erhoben, diesen beiden Kreaturen entsprechend so ein bisschen leger, und zeigt auf die Tür. Und ich warte, also ich poste erstmal den Spell. Und ich mache ihn hier hin. So, hier. Zack. Und da taucht er jetzt auf. Okay. Und er signalisiert mit seiner Hand so eine Wischbewegung. Also er signalisiert, sie sollen gehen. Und das erstmal vollkommen stumm. Und ich mache natürlich, ich greife an meine Kette um meinem Hals, die ich unter meiner Tunika trage, und konzentriere mich kurz und sage: Illusion erscheine. Und er sollte dann da auftauchen. Du brauchst ein Instrument als Spellcasting Vogel. Scheiße, ich kann nicht mein Dings nehmen. Kannst du damit Musik machen? Ah, leider nicht, nein. Ich glaube, dann ist durch. Ich greife meine Nasenflöte. Ich glaube, ich knall. Ich hab nicht einmal den. Ach, verdammt, warum habe ich nicht meine absolut gewöhnliche Trommel bei mir? Aber du kannst doch pfeifen, oder? Ich pfeife eine. Du brauchst einen materiellen Instrumentgegenstand für deinen. Um diese M-Komponente zu ersetzen. Ich öffne die Fiole an der Kette meines Halses, die zu einem Drittel mit einer dickflüssigen Substanz gefüllt ist, und pfeife in einem bestimmten Winkel auf diese Fiole, und es macht so ein Geräusch, und dann taucht er auf. Okay. Wir noch Performance. Okay. Und sag Performance, mir noch, was du hast. Ja, weil ich gerade was. Ui. Nee, ui, nice. Okay. Es klappt, es gelingt dir. Die Illusion von Nostro taucht plötzlich auf. Direkt vor Lilly und vor Minxie. Wow. Ach du Scheiße. Wenn sich jemand von euch nicht mit Zauberei auskennt, ist das eventuell etwas erschreckend. Gerade weil ihr auch in dem Moment das Schloss aufknackt. Also, das könnte auch ein Sicherheitsmechanismus sein. Aber ich kenn mich ja aus. Also, ich kann mir schon denken, dass ja, das also, ich erkläre das auch nicht. Der taucht halt erstmal einfach auf. Und er steht mit dem Rücken zu euch oder so leicht angeschrägt. Und er signalisiert diesen beiden Knochennollen halt, dass sie gehen sollen. Dass sie verschwinden sollen. Aber er macht kein Geräusch. Von ihm geht keinerlei Geräusch aus. Er ist nur so, geht. Ich durchschaue, was das ist, ne? Also, ist die Frage, ob wir das jetzt wissen oder eher nicht. Also ich würde sagen, ich habe ja mitgekriegt, dass er zaubert quasi. Du kannst einen Arcana-Check machen, Jocke. Was darf ich machen, Entschuldige? Einen Arcana-Check darfst du machen. Ja, du weißt was. Du weißt, dass er mittels seiner Musik Magie benutzt. Okay, dann würde ich gerne in dem Moment, als er die Hand bewegt Richtung Tür, mit einem Windstoß die Tür aufstoßen. Ja. Okay. Das sind einfach die OGs am Start hier. Du stößt die Tür auf. Und Lilly und Minxie, wollt ihr noch irgendwie darauf reagieren? Nee, ich weiß ja nicht, dass das ein Zauber ist, und gehe erstmal davon aus, dass das jetzt der echte ist und der halt krasser Typ ist und deswegen aus dem Nichts auftaucht. Also wie gesagt, kann ich mir denken, dass es Zauberei ist, wenn der einfach so auftaucht, und ich kenne mich ja auch mit Zauberei aus. Ja klar, es ist auf jeden Fall für dich Zauberei. Du weißt nur nicht, dass es nur eine Illusion ist. Also es könnte auch einfach Nostro sein, der sich auf magische Art und Weise vor dir materialisiert. Okay. Mhm. Also der taucht plötzlich einfach auf. Halt die Tür zu. Ich habe den Daumen im Mund. Ich bin so useless. Also die Performance der anderen drei trägt ja eigentlich zur Glaubwürdigkeit. Ja, genau, wollte gerade sagen, das ist ja nur gut. Er taucht einfach auf vor Lilly und Minxie. Nichts machen. Ich halte den Atem an.
Und er dreht sich nicht zu euch um, er spricht auch nicht, sondern er gestikuliert einfach nur zur gleichzeitig aufgehenden Tür, die von einem Windstoß aufgehauen wird. Die Gnoll-Skelette drehen sich dann abrupt erstmal zur Tür und dann zur Illusion von Nostro. Wow, also wenn ich ein Gnoll-Skelett wäre, ich würde rausgehen. Ihr hört kurz, wie die Skelette so einen Schritt nach vorne machen, ihr hört das Klackern der Knochen. Dann gucken die sich kurz gegenseitig an und gehen raus. Ich wink noch. Oh, hell yeah. Die sind weg, sie sind einfach abgehauen. Ja, ich würde gerne einen Windzug machen, um die Tür wieder zuzumachen, oder machen die zu? Ja, die machen die Tür zu. Okay. Oh, da war wieder Vogel. Der Vogel, ja, der fliegt vor dem Fenster. Das sind wir. Wir sind Tag und Nacht aktiv. Okay, in dem Moment, wo die Tür aufgeht, Tür zugeht, öffnet Tillion seinen Käfig, weil der einfach nur so blockiert ist. Und geht raus und sagt, der ist nicht echt. Aber der ist nicht echt. Der ist nicht echt. Ich habe ihn nicht echt entstehen lassen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich gehe einfach so raus. Versucht mal durch ihn durchzugehen. Er ist nicht echt. Wow, okay. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, dann Showtime. Psst, aber nicht so laut. Kann mich jemand befreien? Ich gehe zu den beiden Kerkern hin und Tillion macht einen abschätzenden Blick und versucht herauszufinden, wer von beiden Nützlichern ist. Was findet Tillion heraus? Der ist schon fast tot, nimm mich, ich bin noch jung. Ja, ein valides Argument. Und er geht zu dem Käfig hin. Ich möchte Druidcast craften. Und zwar möchte ich gerne machen, dass Tabby ganz armselig stinkt. Was fuchtest du da mit deinen Händen rum, alter Mann? Ja, okay, Tillion geht zu... Nee, ich muss nicht? Es ja auch sagen. Geh ruhig zu okay, sagen. Okay, okay. Hättest du eh machen können, ich stink sowieso. Und ich versuche, versuche erstmal, ohne ein Werkzeug dieses Schloss zu öffnen. Ich gehe direkt mit währenddessen sammle ich hier Blüten ein, Skorpionsgift, Papier, ich scheiß auf die, ne? Und während Tillion an der Tür rumfuchtelt, berühre ich ganz sanft seine Hand. Okay. Guck ihn tief in die Augen. Also, alright. Minxie geht zum Tisch und ihr hört plötzlich, wie sie Sachen einpackt. Und Lilly tritt zu Dr. Jockel. Sagst du was? Hey, alter Mann, ich glaube, du willst auch raus, oder? Also ich, wenn es keine Umstände, Dr. Jockel, also ja. Ja, ich mach mal. Also ich rüttel so an der Tür, und merke so, ach, verdammt. Okay, los, befrei mich. Ich hole jemanden, der sich mit Werkzeug auskennt. Ich drehe mich um und laufe direkt in links rein. Ey! Lass doch auf! Oh Gott, du bist auch aus Stein. So ein paar Kräuter und das, was sie alles zwischen ihren Armen hält, breiten sich einfach auf dem Boden aus. Hey, Leute, ich hab dich nicht gesehen. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich die Trommel noch hätte looten wollen. Ja, das ist zu spät. Aber kannst du unserem steinigen kleinen Gnoll-Freund vielleicht helfen? Ich krieg die Tür nicht auf. Nein. Ja klar, lass mal den Profi ran. Ja, aber bist du denn? Ich bin Minxie, deine Heldin. Kann ich, kurze ich so Frage. Die Tür auf mit zwei. Kann ich das bewegen? Oder ist das jetzt auf diesen Korridor, in dem es steht, beschränkt? Du kannst es bewegen. Okay. Ich würde dann auch in der Zeit den Käfig aufmachen mit dem Dolch. Ist okay. Meine Tür jetzt auf, ja, ne? Ja, ist sie. Noch nicht. Ihr dürft mir beide einen. Minxie, du darfst mir einen Thief-Tools-Check geben. Und Lily, du darfst mir wieder einen Slider-Fan-Check geben auf Disadvantage. Okay. Ihr beide schafft es, die Türen eures Gegenübers zu öffnen. Sodass Tabby und Dr. Jockel beide raustreten können. Dankeschön. Kein Problem. Wollen wir uns mal angucken, was da unten im Käfig ist oder woher die Stimme kommt? Tillion sammelt seine Trommel ein. Ja. Besitzt er seine Trommel nun? Ich geh mal hin. Ja, du hast deine Trommel. Liegt die Feder noch auf dem Schreibtisch? Also ich beschreibe kurz das Szenario, bewegt euch noch nicht so viel und dann achtet darauf, dass ihr nacheinander, miteinander Sachen macht. Also zuallererst, vieles wurde weggeräumt, aber Zutaten wie abgefüllte Tränke, leere Tränke, Reagenzgläser, große Kolben etc. sind alle noch da.
Die Tische machen allgemein so den Eindruck, als ob das eine Art Labor oder ein alchemistischer Fundort wäre, sage ich mal. Die ganzen Zutaten, Skorpionsschwänze, Blüten, Nadeln, Knochensäge, Schlangenzähne, liegt auch alles noch da, aber sortierter als vorher. Bei den Schriftrollen und Büchern auf dem Schreibtisch an sich liegt nur noch das Buch. Die Schriftrollen wurden mitgenommen. Ach so, dann habe ich die gar nicht einsammeln können. Du kannst nur das Buch einsammeln. Okay, dann habe ich das Buch vorne eingesammelt, statt die Rollen. Okay. Ich möchte gerne die Feder, wenn die da ist. Ich möchte wissen, ob die Feder noch da ist. Ich möchte die gerne klauen. Du also steckst eine Feder ein. Meine Feder, Tami, geht zum Schreibtisch, glittert auf den Stuhl und sucht verzweifelt die wunderschöne Feder. Und hat sie gefunden und steckt sie ein. Da sitzt meine Feder! Ich würde dem Duplikat von Nostros befehlen, auf der Innenseite des Raumes vor der Tür zu stehen. Und da geht er hin. Aber er guckt nicht in den Raum, sondern an die Tür. Das ist ganz awkward. Okay. Dürfen wir jetzt quasi hinlaufen, wo wir möchten? Ihr dürft hinlaufen, wo ihr möchtet. Okay. Im besten Fall ist, wenn ihr das, was ihr macht, einfach roleplayt. Also statt zu sagen, ja, steck die Feder ein, sagst du, oh, was für eine tolle Feder. Und achtet einfach darauf, dass ihr euch ausreden lasst und jeder entsprechend zu Wort kommt. Oh, was für ein toller Zauberstab. Nein, ihr hört mir zu. Ich laufe nach oben zu der blutbefleckten Decke. Ich guck, was drunter ist. Tyrion würde mit seiner Trommel, die er gefunden hat, in den Richtung Lilly gehen, zu diesem Käfig. Nur für mein Verständnis, ich habe doch jetzt auch Skorpionsschwanz und Blüten eingesammelt, oder? Ja, klar, du kannst mehrere Sachen einsammeln. Okay, sonst würde ich das noch tun. Ne? Da sind auch mehrere abgefüllte Fläschchen mit unterschiedlichsten Inhalten. Ich würde gerne. Hallo, ist derjenige noch da? Hallo? Ich mach mal hier die Decke von dem Käfig runter, das stört irgendwie ein bisschen. Und reißt die Leinen runter. Und plötzlich steht für euch kein Mensch, kein Elf, kein Gnom, sondern eine abstrakte, fast schon erschreckende oder ekelerregende Kreatur. Oh, hoppala, also... Hey. Ihr seht große, lange Flügel, rote Haut mit langen, scharfen Fingerzähnen und Papa? Nägeln. Ihr seht einen komischen, buschigen Kopf oder Hinterkopf. Nee, doch und mal einen spitz zulaufenden vorderen Teil des Schädels, der ähnlich wie bei den Sturges, diesen kleinen Parasiten, diese mückenartigen Blutsauger, die ihr vorhin gesehen habt, aussieht. Siskel? Don't tell me. So aus. Don't fucking tell me. Okay. Ich weiß nicht, wo... Oh! Was ist das? Oh mein Gott. Hast du Mücken? Okay. Was? Sorry, ist ich bin das? Befangen. Ich bin befangen. Aber getrunken. Da geht irgendwo was ab. Was? Oder wer seid ihr? In dem Moment, wo du die Leinen runterreißt und ein bisschen Sonnenlicht auf seinen Körper scheint und er sich selbst sieht und begutachtet, fällt er erschrocken auf den Boden. Platzseite, Mann. Wie jemand, der vollkommen vor... Als hätte er den Teufel selbst gesehen. So richtig angsterfüllt. Robbt er auf seinem Hintern nach hinten in den Käfig. Rammt mit seinem Rücken so gegen die hintersten... gegen das hinterste Käfigteil. Begutachtet seine eigenen Klauen. Und ist völlig fassungslos und voller Angst. Kann man essen? Wer seid ihr? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, er kann sich anscheinend an nichts erinnern. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so eine Kreatur, die vorhin da auch verbrannt wurde, oder nicht? Kann man's essen? Lassen Sie mich doch mal da nach vorn. Das ist mein Fachgebiet. Also ich... Faszinierend. Ich würde mir das gerne mal ansehen. Mache einen Arcana-Check. Okay.
Abhängig von dem, was du bisher hier gesehen hast, ist dir sofort klar, dass das wahrscheinlich das Ergebnis einer der erwähnten Experimente von Nostro ist. Du hast die Leiche und die Sturge-Leichen im Kopf und du hast die ganzen Werkzeuge gesehen und das scheint ein Ergebnis zu sein. Also Dr. Joppel, ich lege so ein bisschen meine Pfeife an die Lippen. Man merkt, dass jetzt kommen wir in das Gefilde, wo ich mich ein bisschen wohler fühle. Faszinierend. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die letzten Momente, in denen ihr nun, sagen wir, weniger so wart? Ich weiß nicht. Und er packt sich selber mit seinen klauenartigen Händen an den Schädel, wie ein Mensch es tun würde, wenn er versucht zu überlegen. Greift richtig in sein Gesicht rein. Ich weiß nicht. Ich würde gerne Informationen teilen. Mhm. Kann ich das einfach erpähen, ja? Einfach roleplayen. Ja. Ich weiß, was es ist. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Damals im Zirkus hat jemand davon geredet. Ein Tierverkäufer. Ja, Tabi kommt aus dem Zirkus. Ne? Und? Der Tierverkäufer im Zirkus hat mir damals erzählt, dass Nostro sein Armee erweitern will und dass er angeblich starke Monster miteinander verbindet, um die perfekte Kreation zu bekommen. Er hat mir auch erzählt, dass davon einige ein Bewusstsein entwickelt haben und intelligent geworden sind. Den Rest habe ich vergessen. Okay. Dann ist das hier ein Stooge und ein... Vielleicht ein Mensch? Man kann es essen. Ein Menschen-Stooge. Steht nicht irgendwas Stench. Im Buch? War noch mein Buch, oder nicht? Das Buch... Ist das Buch noch da? Heb mich hoch, ich gehe hoch. Also... Er muss das mitgenommen haben. Vielleicht habe ich das. Ich probiere mal verschiedene Sprachen durch, um mit der Kreatur zu sprechen. Also ich würde gerne Druidic, Common, Elvish, Celestial und Abyssal probieren. Okay. Immer noch mit sich selbst beschäftigt. Völlig fassungslos. Merkst du, dass sie nicht so wirklich auf euch fokussiert ist? Auf ihre Hände starrt oder so, aber sie reagiert auch nicht auf das, was du auf einer anderen Sprache sagst. Schau doch mal bitte im Buch nach, ob da irgendetwas steht. Ich hol das Buch raus. Ja. Ich will's mit meiner Feder kitzeln. Also, wahrscheinlich ist das ja elfisch. Alles ist in elfisch, ja. Gesagt, ne? Komplett in Elfisch. Ja, dann würde ich Lilly so hinhalten. Hier, aber nicht anfassen. Aber ich muss das... Das ist mein Buch! Du kriegst es wieder! Nein, theoretisch gehört das Buch diesem irren Vampir, der supermächtig ist. Ja. Nimm nicht auf, als dann sperre ich dich wieder ein. Du kriegst es wieder. Ich will es mir nur kurz angucken, okay? Ich möchte nur kurz erwähnen, dass ich die Zauberaktion durchgeführt habe. Und er stellt sich so stolz hin, so. Und in dem Moment kommt so ein leichter Windzug von vorne, so. Ja, das war sehr klasse, aber ist mir auch eigentlich egal, wer das Buch liest, aber wir sollten wirklich mal nachschauen. Wir sollten es kitzeln mit meiner Feder. Ich kann kein Elfisch. Ich kann das so hin, weil ich ja kleiner bin, als ob ich so eine Buchstütze wäre. Ich krieg das so auf meinen Kopf halb. Kitzeln! Kleiner Mann, wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Tabi. Und Tabi ist mein Name, meine Freundin nämlich Tabi. Okay, Tabi. Wie bist du hergekommen? Wurdest du auch eingefangen? Ich wurde eingefangen. Verdammt nochmal. Dieser hässliche Gnoll hat mich an einem Fuß hochgezogen und mich gefesselt. Ich unterhalte mich einfach über die Gefangennahmesituation mit Tabi, während Lilly versucht, wahrscheinlich das Buch zu lesen. Und wie ist dein Name? Ich will halt jetzt nicht unterbrechen. Ihr könnt das der Reihe nach machen. Das passiert quasi zeitgleich, aber wir arbeiten es der Reihe nach ab. Also, ich helfe euch mal. Also, Tillion und Tabi fangen ein Gespräch an, aber wir gehen erst zu Lilly und zu Minxie. Ja, ich würde dann mal versuchen, das Buch durchzulesen. Verstehe es ja auch. Und schau mal, was da drin steht. Okay. Du blätterst so ein bisschen durch und relativ schnell fällt dir auf oder wird dir klar, dass das Tagebuch von Nostro das Tagebuch eines Forschers ist. Du siehst diverse Zutaten, die kreuz und quer miteinander verbunden und ausprobiert wurden, um neue Tränke, Gifte
und Kreaturen zu erzeugen. Und dann ist auch eine riesige Liste mit Tieren, die gefangen wurden und mit weiteren Versuchsobjekten. Am meisten hat er mit Menschen herum experimentiert. Okay. Also, okay, das ist auf jeden Fall ein Tagebuch hier. Oh mein Gott, hier stehen so verstörende Dinge drin. Könnt ihr vielleicht genauer, also... Ja, also hier steht auf jeden Fall, dass er viel mit Menschen experimentiert hat. Der letzte Eintrag verrät dir, dass sein neuestes Experiment erfolgreich war. Und dann steht da noch groß, Bewusstsein, Fragezeichen. Ey, alter Mann, vielleicht kannst du da auch was lesen. Also in der, vielleicht in der Tat. Also ja, nicht so nah. Also das letzte Experiment scheint wohl erfolgreich gewesen zu sein. Und hier steht Bewusstsein. Also ich glaube, damit ist dieses Wesen gemeint, oder nicht? Stehen hier irgendwo Namen vielleicht? Ich... Gibt es Namen in dem Buch? Diverse Kreaturen werden aufgelistet, aber nicht Namen von Menschen oder so. Also Vor- oder Nachname, wenn du das meinst. Tabi, fällt gerade noch etwas ein. Nein, dann müssen wir ihn selber. Leute, hört mir zu. Der Tierverkäufer hat noch etwas gesagt. Tabi, ist es wieder eingefallen. Anscheinend sollen die Kreaturen ziemlich intelligent sein und ein oder zwei sind da schon von der Burg von geflüchtet, weil sie diesen dreckigen Vampiren stehen wollten. Auch ist dieses schlau? Exemplar scheint... Und währenddessen, ja, ich würde versuchen, die Tür zu öffnen. Oh mein Gott. Auch abgeschlossen. Also ich mach's schon sichtbar. Alle sehen, dass ich an der Tür bin. Sicher, dass wir das machen sollten? Nein, lass es uns erst kitzeln. Soll ich den rausholen? Also ich bin mir doch verhältnismäßig, aber... Also... Hallo, hallo! Ich richte mich nochmal an die Kreatur. Herr Charin? Ist das mein Name? Ich vermute, um nicht Benedikt Charin? Ich weiß nicht. Wer ist Benedikt Charin? Benedikt? Nun, also ich, meine neuen Wege, also ich, vor kurzem, um nicht zu sagen jüngst, in aller kürzester, nicht lange Vergangenheit, ist mir zu Ohren gekommen, dass sich in diesem Schloss eines meiner Vorbilder befindet. Der große Magier Benedikt Charin. Oh, eine der großen Hoffnungen des Untergrunds. Und dabei klopfe ich mir so stolz auf die linke Schulter. Oh, ich bin noch wehtut von dem Steinwurf. Okay, ich glaube, ich weiß auch, wer das ist. Okay, also ist der nützlich, oder was? Ja, dann raus mit der Sprache. Also wir haben ihn gesucht, also... Wer ist denn wer? Benny, bist du's? Also, naja, ihr müsst wissen, ich bin Vampirjägerin. Und es hat schon einen Grund, wieso ich hier bin. Und ich hatte das vorhin schon zum Rotschopf gesagt. Aber ein Trupp ist hier unterwegs. Hier ins Schloss, zur Burg. Und Was? Die sollten tatsächlich schon auf dem Weg sein hierhin. Und wir wollten eigentlich auch diesen Magier finden. Und ich wusste nur, dass er mit B anfängt. Ich wusste seinen Namen nicht. Und aber ich war eins der Familie. Wenn es sich um Herrn Charin handelt, ich müsste vorher noch mit ihm... Herr Charin, nicht... Tabi, tritt gegen den Käfig. Total erschrocken. Was tut ihr denn? Krabbelt er auf die andere Seite des Käfigs. Nach Autogramm kannst du doch später noch fragen. Wir müssen hier raus. Lassen Sie Tabi stehen vor noch raus. Tabi steht vor dem Käfig. Hilfe. Tabi, komm doch mal hier rüber. Tabi watschelt zu dem Halbling, dessen Name er nicht weiß. Also ich votiere, und dabei heb ich die Hand, für Los, halt mich hoch, ich will auf den Tisch. Ja, ich wäre auch dafür. Ich gebe Scheiß das... auf Demokratie und stopp. Mach das während Stopp, ganz okay. kurz. Während das passiert, würde ich Tabi hochheben, wenn ich das kann, und auf den Tisch stellen. Der ist doch nur 20 Zentimeter kleiner als du.
Ich würde ihm eine Räuberleiter machen. Braucht ihr Hilfe, oder? Nein. Ich würde nur... Also, wie groß ist Tabi? 69 Zentimeter. Okay, ja, du kannst einfach hochheben. Okay, dann hebe ich ihn hoch und stelle ihn auf den Tisch. Puck. That's all. Ja, schau dich ein bisschen um, während die da das Zeug... Das Kind, das man im Bällebad abgibt. Wir spielen, Tabi. So, jetzt kann ich endlich mal was sehen hier. Tisch voller giftiger Tinkturen ist. Ja, Tabi, pass nur auf mit den... Hier, Tabi, wird das schon in der Sprengkammer. Was soll schon passieren? Was ist denn das hier? Ach du, Entschuldigung. Also da sind mehrere Sachen. Du siehst rote Flaschen, blaue Flaschen, orangene Flaschen. Also der Inhalt ist jeweils flüssig und in der Farbe, die ich beschrieben habe. Mehrere Säckchen, eigentlich alles mögliche und das, was ich zuvor beschrieben habe. Sag einfach Bescheid, falls du irgendwas nimmst und daran nuckelst. Ich? Ja. Okay. Okay, ich scheiß auf Demokratie und Abstimmungskram. Ich mach hier einfach auf. Nein, bist du verrückt? Komm raus, Benny. Benny. Und sie öffnet das Schloss. Es klingt und die Tür fällt auf. Ihr seht, wie die Kreatur besorgt einmal in die Runde blickt. So nach dem Motto, kann ich wirklich rauskommen? Nochmal zu Tabi guckt und sich sehr unsicher. Ich stell mich mal hier hin. Komm zu Mama. Tillion macht so eine Bewegung so mit den Händen so. Hä? Hä? Ja, ja. Mama. Die sind hier alle irre. Ja, komm zu Mama. Bang dich rauszukommen. Seid ihr meine Mutter? Ja, das mach dir keine nicht. Sorgen. Ich verstehe nicht ganz. Alles bestens. Wenn er sich falsch bewegt, spring ich auch vom Tisch auf ihn drauf. Ja, glaub mir, das machst du nicht. Bist du ein Freund oder ein Feind? Ich weiß nicht. Ich will euch nichts Böses. Tut dir was weh? Was ist mit mir geschehen? Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Ich vermute, um ehrlich zu sein, dass mit euch Experimente durch, also eine Art Verwandlung, Kreuzung... Übelst, also unumkehrbar. Wer? Natur. Wer oder was bin ich? Mückenmensch. Du bist der Mothman. Du bist Mückenmensch. Und dann hört ihr eine Art einsetzendes Wimmern. Oh. Oh, jetzt lass den Arm. Du bist, was du sein möchtest. Du bist Benny, aber wir haben jetzt keine Zeit zum Heulen. Wir müssen hier raus. Woher willst du wissen, wie der heißt? Wir müssen wirklich gehen. Weil ich seine Mama bin. Er okay, muss Schäden also, hinterlassen haben, so wie der aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Trupp hier schon vielleicht sogar bei der Burg angekommen ist. Ihr also, seid Vampirjäger? Wirklich? Ja, also eigentlich sollte ich mit der Truppe zusammen hierher, aber gerade als ich mich auf den Weg gemacht habe, wurde ich leider geschnappt und hierher gezogen. Aber die anderen sollten eigentlich nicht gefangen worden sein. Also bist du nicht gut in deinem Beruf. Tillion wird skeptisch und sagt, wie heißt der Anführer der Vampirjäger? Der Anführer? Du meinst Athasius? Vielleicht. Und er leuchtet, ihr seid wirklich Vampirjäger? Ja, natürlich. Oh. Okay. Oh, woher kennst du Athasius? Ich wusste nur, dass die Vampirjäger in der Gegend umher sind, der... Nun, ich bin ziemlich viel rumgekommen, der... Der Zustand der umliegenden Dörfer und überall ist verheerend. Ja. Ich bin zwar jetzt nicht diesem Vampir begegnet, aber ich habe von ihm gehört. Und das ist alles nicht wirklich gut. Die Leute fliehen, sogar der König überlegt... das Land Veligrad zu verlassen. Ja. Und wir sollten es ihm gleich tun, darum ab! Und er geht Richtung... Stopp! Warte, jemand muss mir helfen! Kreatur Kleidung? Nur einmal, dass ich ein bisschen mehr beschreibe, jetzt wo die draußen ist. Also, was kriege ich an Hinweisen, was ich da vor mir habe? Du siehst keine Kleidung, nein. Du siehst die Kreatur sich selber so ein bisschen von der Stoffdecke einfach so um den Torso. Ja. Also, hat ein Schamgefühl anscheinend.
Und hat sich selber so ein Stück Decke um den unteren Teil seines Körpers gewickelt. Habe ich Kleidung, die ich teilen kann? Also eine Decke, so habe ich irgendwie eine Jacke unten ein Hemd an, dann würde ich meine Jacke abgeben. Okay. Ja, ich würde meine Jacke abgeben und die der Kreatur überlegen. Nehmt das, also ich. Folgt mir, ich passe auf euch auf. Also, vielleicht, also. Der alte Mann zieht sich aus. Ist in dem Raum noch irgendetwas von unseren Sachen und in der Truhe zu sehen? Die wir ganz am Anfang gesehen haben. Die Truhe selber ist nicht da, also nein. Okay, könnt ihr euch an die Truhe erinnern vielleicht? Wir sollten unsere Sachen suchen und verschwinden. Ja, die Illusion ist übrigens jetzt weg. Warten vor der Tür nicht die Kreaturen? Also, Minxi, was ist denn vor dem Fenster? Wir brauchen Waffen. Ja, ich will gucken, wie weit wir oben sind und so. Keiner hört mich. Wir brauchen irgendwas, womit wir uns wehren können. Wir brauchen Waffen. Ja, wir sollten unsere Waffen wieder beschaffen. Dann durchsucht den Raum. Vielleicht finden wir was Nützliches. Ich schaue auf dem Tisch nach. Tabi verkündet, dass er auf dem Tisch nachguckt und ihr euch umsuchen sollt, umschauen sollt nach Waffen. Minxi möchte einen Blick aus dem Fenster werfen, ist aber zu klein und bräuchte etwas, wo sie sich draufstellen kann oder Hilfe. Kann mir mal jemand zur Hand gehen kurz? Ja, Warte, Tabi, kommt! Zentimeter. Okay, Tabi, bleibt oben. Ich würde Minxi einfach hochheben, und sodass sie aus dem Fenster gucken kann. Hier, kannst du was sehen? Ich beug mich weiter vor, warte. Hier nicht runterfallen! Oh, das geht ja tief. Oh! Ja. Wir sind am Arsch, ich sag's dir ehrlich. Okay. Durch die Höhe des Turms hast du einen guten Ausblick. Die Sonne scheint froh, munter, hoch am Himmel stehen hinein. Doch das, was du siehst, sieht nicht ansatzweise so aus, wie man sich eine Burg normalerweise im klassischen Sinne vorstellt oder wie ihr die kennt. Vor dir tut sich ein eher abstraktes Bild an Gemäuer auf. Überall ragen weitere Türme in unterschiedlichen Größen nach oben. Das ganze Mauerwerk wirkt sehr verwinkelt, sodass es unglaublich leicht sein wird, sich zu verirren. Außerdem siehst du keine Fledermäuse mehr am Himmel. Der scheint frei zu sein. Okay, ich sehe, dass es wohl gerade Tag ist und der Himmel ist frei, aber nach unten hin sind überall Türme und alles ist verwinkelt, wie so ein Labyrinth. Ah, natürlich. Benedikt, sagte dir nicht etwas darüber, dass wir den Tag... Entschuldige, sag du erst. Wie weit sind wir oben? Hast du das auch gesagt? Hoch. Nee. Sehr hoch. Okay. Mindestens 200 Minxis. Wir sind 200 Minxis hoch! Okay. 30 Zentimeter? Opa, du wolltest was sagen. Benedikt, sagte dir nicht, wir müssen den Tag nutzen. Bei Nacht kommen sie raus. Das Sonnenlicht schadet ihnen. Natürlich, es sind Vampire. Wer kommt nachts raus? Vampire? Ja. Antwort. Okay. Tabi. Was ist mit den Knollen? Tabi. Ja. Helf mir. Ich hilf ihm runter? Nein, ich will das trinken. Nein! Ja, oh Gott! Das solltest du vielleicht nicht trinken. Ich bin lecker, mir nicht sicher. Aber naja. Oh mein Gott. Ich habe vorhin im Raum geguckt. Hier ist nichts mehr an Waffen da. Wir sollten vielleicht ihn zeitnah verlassen und uns draußen umsehen. Ich denke, die Knolle könnten weg sein. Aber ich bin vorhin auf einem Stuhl geklettert. Wir können die Stuhlbeine nehmen zum Draufhauen. Das funktioniert. Vertrau mir. Lass es uns wenigstens versuchen. Ich haue damit drauf. Dann helfe ich Tabi runter vom Tisch und er geht zu einem Stuhl und bricht ihn kaputt. Dann holt euch mal irgendwas Waffenähnliches. Ich habe ja noch meinen Dolch. Gibt's in der Zwischenzeit die Frage, ob ich... Also ich suche hier irgendwo so einen Mörsel-Hammer-Dingsbums, um Blüten kaputt zu machen. So klein zu machen. So Alchemiekram. Gibt es. Okay, dann würde ich gerne meine Blüten ein bisschen zerstäuben und in meinen Beutel tun. Okay. Da steht übrigens 420 drauf. Ich würde gerne versuchen, dem Stuhl die Beine abzureißen. Dass wir so Knüppel haben. Mach mal das Latex-Check. Bitte, liebe Gott. Boah, du bist relativ stark, holy shit.
Ja. Für eine 4? Also für seine Größe hat er dicke Muskeln. Es ist sehr anstrengend. Der Stuhl ist aus super gutem Holz. Aus Mahagoni-Holz. Ich helfe ihm auch. Oh mein Gott! Nabi, das ist feinstes Mahagoni. Es dauert eine Weile, aber irgendwann... Ich stelle mich daneben und kommentiere nur. Ja doch, wirklich feines Mahagoni. Ein von 4 habe ich. Okay, ich helfe dir beim nächsten. Und ich Mahagoni-Holz. Würde auch versuchen, mir einen Knüppel zu nehmen, weil ich ja auch auf dem Schwerpfad oder so. Ah, okay, ihr bricht den einfach auseinander. Okay. Wir sollten jetzt vielleicht vor die Tür schauen. Los, der Opa braucht auch noch einen Knüppel, der ist kommt schon in alt. Der Mitte, wirkt in dem Raum noch irgendwas besonders auffällig, was wir übersehen haben könnten? Also ich. Also, ja, besonders auffällig ist dieses Kästchen ist hier. Benedikt. Okay. Mit verschiedenen Fläschchen. Rot, orange, blau. Und die meisten, die hier sind, sind grün und rot. Jedes Fläschchen oder viele Fläschchen sind gefüllt. Ihr seht auch mehrere leere und unter diesen Reagenzgläsern und Kolbenapparaten hier, da ist quasi so ein Ventil dran, man könnte ein Fläschchen drunter stellen, das wieder auffüllen, etc. Ich würde nochmal nach diesen 3 Flaschen, die hier stehen, gucken und sie rausnehmen und sagen, was ist das? Und sie inspizieren. Arcana-Check. Das kann jeder, der in Alchemie oder Zauberkunst bewandt ist, auch machen. Ich komme da eh nicht dran. Dann mache ich das auch mal. Ui. Au. Okay. Wie genau möchtest du die inspizieren? Möchtest du die öffnen auch? Oder ich möchte sie erstmal die Konsistenz der Flüssigkeit ergründen, ob irgendwelche Stückchen drin sind. Immer ganz wichtige Informationen. Und kurz mal den guten alten Kenner-Zuwedler-Duftöffner machen. Ja. Diejenigen von euch, die besonders mit Alchemie und so bewandt sind, dürfen auch auf Advantage würfeln, wenn ihr möchtet. Fächerprobe nennt man es übrigens. Fächerprobe. Die Fächerprobe. Sorry, was? Was können wir machen? Diejenigen, die sehr in Alchemie bewandt sind und sich mit sowas auskönnen, mit Kräutern, mit Tränken etc., dürfen auf Advantage würfeln. Also auf das Plus. Also Plus. Okay. Wie geht das mit dem Plus? Einfach bei dem Wert recht. Uff. Also ihr... Ich hab's selbst gemacht. Fühlt euch wie zu Hause, ha? Huh? Ja. Also die meisten von euch haben tatsächlich einen Drang zur Alchemie und mit dieser Fächerprobe, du verteilst auch so ein bisschen den Geruch. Ja, ich wedel das so ein bisschen den Leuten zu, wenn sie kommen und so, was das ist. Was sticken ja so, Opa? Ich glaube ja, das ist... Was ist das? Es handelt sich um verschiedenste Tränke. Der Grüne zum Beispiel hat eine beißende, stinkende, chemische Flüssigkeit. Das ist Säure. Oh. Ich glaube, das ist für Sie. Und ich halte das Minx hin. Das scheint Säure zu sein. Dankeschön. Die rote Flüssigkeit, das ist kein Heiltrank oder so, auch wenn es erstmal vom Optischen einem Heiltrank ähnelt. Auch da ist mehr so ein säuerlicher, beißender Geruch, dass du davon ausgehen kannst oder ihr davon ausgehen könnt, dass wenn man das trinkt, was Schlechtes passiert. Vielleicht Gift oder ähnliches für eure Körper. Das scheint Gift zu sein. Vielleicht brauchen wir das noch und das Letzte. Das sollten wir aufbewahren. Ja, ich packe es ein, das Rote. Okay. Mhm. Zumindest für eure Körper, ne? Die blaue Flüssigkeit. Minxi, du erkennst das. Alle anderen sind sich unsicher, das scheint selten zu sein. Aber Minxi hat den richtigen Riecher. Das ist ein besonderer Trank, der hier gebraut wurde. Du glaubst, dass wenn man den blauen Trank trinkt, man sein eigenes Alter verjüngern kann? Oh! Halleluja! Gib ihm mir! Ihr wisst das nicht. Nee, das weiß nur du. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte ein... Oh, das ist ein Schlumpfentrank. Das ist, Da wird man ganz blau von. Das ist eigentlich wie Alkohol. Ich würde den sonst auch mitnehmen. Ich weiß, wie man den anwenden kann. Ich möchte einen Inside-Check machen. Ich weiß doch eh, was das ist, oder? Mit dem Wurf und meinem Wert. Nein, tatsächlich nicht. Der ist sehr selten. Also das wäre mir aber jetzt nicht bekannt, dass es sowas gibt. Ich mache einen Inside-Check auf die Lüge. Okay. Minxi, mach mal einen Deception-Check. Verdammt! Das klingt plausibel, was sie dir erzählt. Schlumpfentrank, ganz klar. Besonders unter Gnomen, sehr beliebt. Und was? Ich reiche ihr so den blauen Trank. Ich sag noch so, ein Kenner, ich sehe schon. Mhm.
Und dann ist da noch die orange Flüssigkeit. Hatten wir die nicht schon? Nee, ihr hattet die rote und die grüne. Ah, okay, die orange. So. Und die orange ist euch auch allen klar. Wenn man das trinkt... Oh, warte, einem von euch... Ich muss kurz gucken, wer... Ist das besonders klar, glaube ich. Oh. Nee. Okay, euch allen ist klar, dass das eine Potion of Enlarge Reduce ist. Wenn man diesen Trank zu sich nimmt, verändert sich die eigene Größe. Ich glaube, du meintest mit Schlumpfentrank den. Es ist, es ist nur Enlarge. Man wird dadurch größer. Oder? Nee, das ist ein XXL-Trank. Klassischer XXL-Trank. Okay, das heißt, damit wird man größer und ich denke, das ist gut für den Kleinsten von uns. Und ich würde diesen orangen Trank einstecken. Nein, ich würde den Tabby geben. Okay. Ich habe jetzt die rote Flasche. Minx hat die blaue und die grüne. Mhm. Tabby hat die orangene. Und ja, der Doktor der Alchemie hat keine. Der Doktor der Alchemie hat leider weniger erkannt, was die blaue Flasche ist. Für so drei Goldtage gebe ich dir meinen Trank, Opa. Du wolltest mir etwas geben. Ja, hier, die orangene. Damit, wenn du das trinkst, wenn du kämpfst, und Tabby setzt wirst du größer. Nein! Nicht jetzt! Ach so, okay. Wenn du kämpfst. Ja. Wie lange hält denn der Kram? Wenn ich kämpfe. Also, weiß man das? Dankeschön. Ja, da kann euch der Doktor der Alchemie helfen, der weiß das. Herr Doktor, Sie sind ja auch Experte für den Schlumpfentrank. Ich müsste ihn mal sehen. Also, hier bin ich. Also... Oh, guck mal, Tabby hat auch einen Trank. Guck mal, Tabby, Opa. Zeig mal den Trank. Frag mal, wie lange der hält. Und Tabby hält den Trank hin. Opa, Doktor Jockel, du weißt, dass das für eine Minute anhält, die Zustandsveränderung, dass man größer wird. Eine Vergrößerung. Ich würde schätzen, etwa eine Minute. Oh, das sind so und so und so viele Sekunden. Vermutlich. Hältst du Hände hoch, oder? Ja. Okay, ja, ja. Okay, spiel ich nächstes Mal aus. Und Tabby hält seine Hände hoch und zeigt seine Finger. Okay, ich fahre mit der Hand so vom Boden hoch bis zu deinem Kopf ungefähr und sag, das sind so viele Sekunden. Oh, das ist eine Menge. Aber Tabby, benutz ihn bitte nicht jetzt. Nicht jetzt benutzen, Tabby. Aber Tabby hat Durst. Ja, aber das ist nicht zum Trinken. Das ist zum Trinken, aber nicht zum Trinken, wie du meinst. Okay. Psst, psst, psst. Tabby, so tut den Trank in... Aber ja. Hosentasche. Ist das hier unten in dann auch eigentlich Säure, weil es ja auch grün ist? Oder ist das was anderes auf dem Tisch? Genau, das ist auch so eine Art Säure. Leute, hier ist irgendwie noch mehr. Wollen wir das nicht auch mitnehmen? Wollen wir das nicht noch irgendwie nutzen? Du bist die Einzige, die keinen Trank bekommen hat. Also, da kann man bestimmt gut mitwerfen. Was? Opa, hol dir einen Trank vom Tisch. Ich meine, wenn es ewig hier steht, können wir es doch auch mitnehmen, oder nicht? Guck mal, da kann man Sachen befüllen. Da stehen ja auch nicht, steck 5 ein. Da stehen ja eh super viele. Da stehen super viele. Ja. Ja, dann würde ich auch ein paar einstecken von den Getränken. Okay. Ihr müsst das nicht notieren, ich mach das für euch. Okay. Gabi hat einen Trank. Ich streck Mings. Mal meine Knochenstopsnase raus. Wohin gehen wir? Von dem Gift würde ich dann auch was mitnehmen, also von beiden Tischen. Mhm, okay. Snow, nur mal so unter uns. Ich weiß, dass es keinen Schlumpfentrank gibt. Ne? Ich weiß, dass es Quatsch ist. Sowas kann durchaus existieren. Es gibt Tränke, die dich schrumpfen lassen, doch. Ja, aber war der Trank nicht für das Alter da? Hast du vorhin. Der erste? Du hast einen 10 gegen die 17. Hast recht. Okay. Ja. Aber der Trank vorhin war doch für das Alter, oder? Dass man jünger werden kann. Richtig. Genau, aber sie hat uns alle angelogen. Lüge, Trank bringt, und du hast ihn nicht durchschaut, genau. Ja, richtig. Ja, keiner von uns leider. Okay. Ich verstehe jetzt gar nicht, was er gegen mich. Bring mich jetzt erst zu. Was? Scheiß Rogues wieder, ey. Diebische kleine Finger, ey. So, dann seht ihr. Ich guck mal. Mit meiner
Knollstupsnase. Wo wollt ihr hin? Wir wollen hier raus. Wir würden... Was sehe ich da? Habe ich jetzt da diesen Holzbein vom Stuhl in der Hand? Ja, ich ja, auch. Ne? Ich habe auch so einen Knüppel in der Hand. Okay, wir haben beide einen Knüppel. Wir haben beide den Knüppel in der Hand. Barry. Und? Ja, was ist... Was ist ja, da draußen? Draußen? Also, ich sehe... Nichts. Fragezeichen. DM überlegt. Na, sag doch, was du siehst. Die Tür und du siehst... Wirf mal einen D100. Oh Gott. Einfach /R, Leerzeichen, ein D100. /R, Freizeichen, genau. Du siehst tatsächlich niemanden. Du bist so klein, lass Tabi mal gucken. Platz da. Lass Platz. Ich schubs ihn so ein bisschen. Hör auf, mich zu schubsen. Hey, hey, hey. Wir wollen doch nur hier raus. Dann okay, da ist keiner. Raus. Nach dir, Tabi. Ich hab Bauchschmerzen. Okay, Leute, ich mach den Anfang. Vorsicht, es könnte irgendjemand an der Decke hängen oder so. Ich würde dann einmal aus dem Raum rausgehen. Mhm. Lilly macht einen Schritt auf die Wendeltreppe zu und befindest dich in so einer relativ engen Stein-Wendeltreppe. Okay, geht die nach unten? Ja. Die geht nach unten, ja. Und in dem Moment, wo du den ersten Fuß darauf setzt, hörst du plötzlich, und das hört ihr alle, laute Geräusche. Was hören wir? Welche Art von Geräusch? Ihr hört weit entfernte, dumpfe Geräusche. Wirklich unglaublich weit entfernt. Als würde das irgendwo auf einem Hof in der Burg oder vor und hinter mehreren Mauern passieren. Es klingt so wie ein Schmiedehammer. Der Anfang eines Kampfes. Ihr hört, wie Metall auf Stein oder auf Knochen knallt. Ihr hört ein, zwei wilde, aufgeweckte Rufe. Okay, ich glaube, mein Trupp ist da. Also ich hör Kämpfe. Dann sollten wir uns unbedingt auf den Staub machen. Los! Lasst mich zuerst, ich bin der Kleinste, mich sieht keiner. Du hast doch Bauchschmerzen, bleib zurück. Ja, also. Lasst ihn zuerst, ist der, also... Ich würde dann weiter runtergehen. Was wolltest du sagen, Opa? Ja, ich würde Lilly hinterhergehen. Ihr geht die Wendeltreppe langsam runter. Ich würde aber schleichen dabei, also das ist ja. Nicht... Ich renne da jetzt nicht runter, sondern ist ein überlegter Schritt und auch mal gucken, was so... Ob ein Lichtschein kommt von der Fackel oder sowas. Genau. Hm? Ihr geht vorsichtig runter. Ihr könnt alle einen Stealth-Check machen. Ja, viel Glück. Oh. Ich hätte euch das schon sagen können, dass ein Stealth-Check bei mir nichts wert. Okay. Gabi ist klein. Lilly geht vor, dann kommt Tilion, richtig? Ja. Okay. Dr. Jockel, bist du der Letzte oder bist du zwischen? Ja, ich würde auf jeden Fall als Letzter gehen. Okay. Der Reihe nach geht ihr langsam runter. Minxie und Tabi sind so unglaublich leise und muss mal kurz was nachgucken. Okay, ihr seid so unglaublich leise, dass selbst die vor euch kurz verwirrt sind und sich umdrehen müssen, um zu realisieren, dass ihr ihnen folgt. Als und dann seht ihr sie so aus dem Schatten kommen, diese kleinen Gnome, wie sie sich nähern. Und direkt danach hört ihr ein lautes Poltern, als Dr. Jockel auf die Gnome fällt. Oh, Opas Hüft ist gebrochen. Können wir den nicht zurücklassen? Wer hat denn hier was liegen lassen? Ich. Das waren deine haarigen Füße, Opa. Zusammen nicht so laut. Könnt ihr Dr. Jockel aufhalten oder fangen, sodass er nicht weiter runterfällt. Und auch die Kreatur hinter dir, diese seltsame Kreatur, die euch folgt. Dr. Jockel hält dich so ein bisschen am Kragen, oder nicht am Kragen, sondern an der Rückseite deines Stoffes, so am Rücken, sodass du nicht komplett auf den Boden fällst. Ihr glaubt, dass ihr als Gruppe noch recht leise seid. Oh, danke, danke. Okay, jetzt bitte leise. Vorsichtig. Und wir gehen wahrscheinlich weiter. Seid bloß vorsichtig. Lilly, kannst du was sehen? Ich sehe noch nichts, nein. Ihr... Ja? Nee, alles gut. Ihr geht vorsichtig. Lilly voran. Sie führt euch. Und Lilly... Ganz unten, nachdem ihr eine ganze Weile diese Treppe herabgestiegen seid,
siehst du den Korridor, den ihr auch schon bei eurer Ankunft entlang gegangen seid. Es ist ein weiter Korridor, sehr weitläufig und führt in verschiedenste Abzweigungen, weitere Korridore etc. rein. Hier und da wahrscheinlich eine größere Halle, ein größerer Raum. Und wenn ihr... Jetzt müsst ihr mir sagen, wo ihr hin wollt. Wollt ihr euch in den Korridoren zurechtfinden und versuchen, einen Ausgang zu finden? Oder? Oder sucht ihr einen ganz bestimmten Raum? Ah, okay. Okay, Leute, pst. Bleibt mal kurz stehen. So, hier ist ein Riesenkorridor. Hier sind überall Gänge. Ich weiß aber nicht, wo die hinführen. Ich kenne mich hier leider überhaupt nicht aus. Herr Doktor, wisst ihr noch, welchen Weg wir gekommen sind? Also, erinnere ich mich? Du darfst einen Intelligence-Check machen und Lili, du darfst einen Survival-Check machen. Nice. Okay, nice. Oh, gut. Lili, instinktiv hast du den richtigen Weg vor Augen. Obwohl hier alles sehr verwirrend und abstrakt gebaut ist, erinnerst du dich gut daran, wie ihr hierher gekommen seid. Du glaubst, du kannst den Ausgang einigermaßen finden. Du hast einen guten Orientierungssinn. Und Dr. Jockel, auch du hast ein ungefähres Verständnis davon. Du guckst so aus so einem Fenster, ne? Aus so einer Öffnung zwischen den Mauern im ersten Korridor, wo ihr rauskommt. Du guckst auf die große Burg unter euch, vor euch, auf die ganzen Mauern und Türme, die sich da auftun. Hast ein ungefähres Verständnis dafür, Kombinationsgabe, wo man ungefähr lang gehen müsste, um runterzukommen. Okay. Bevor also, wenn mich nicht alles täuscht, zeigt mit meiner Pfeife so in die Richtung, ist es doch hier wieder, also. Bevor wir den reinen Fluchtweg nehmen, ich hatte eine Menge Ausrüstung dabei. Das wäre mir schon ziemlich wichtig. Die Frage ist, wollen wir das suchen? Ja. Also mir persönlich wäre das jetzt überhaupt nicht wichtig, muss ich gestehen. Also... Okay. Ja, dann gute Reise, Doktor. Doch, wir suchen. Auf Bayern. Los. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Komm schon, Mutter, ich kann nicht beschützen. Ich bin super stark. Doktor, wollt ihr wirklich alleine? Ich meine... Doktor, wir müssen wirklich zusammenbleiben. Hey, und wir sollten wirklich unsere Sachen suchen, sonst haben wir keine Chance. Doktor. Wirklich? Entschuldigung, also ich, aber welche Sachen, welche Chance? Sind Sie sich der Situation nicht bewusst? Und während ihr euch unterhaltet, werden die Geräusche um euch herum lauter. Woher? Mittlerweile klingt es schon, also außerhalb von euch, zwischen durch mehrere Wände hindurch. Es klingt so, als ob die Kampfräusche sich schon ins Innere der Burg verlagert haben. Und wer auch immer dabei hat, soll aus sich schnell einen Weg in die Burg hinein beschaffen. Aber ihr hört das doch, wir müssen uns verteidigen können. Also ich sag jetzt mal so, ich bin, wissen viele nicht, aber ich bin eine Diebin. Und, naja, ehrlich? Also, ja. Ich war schockiert. Entschuldigung. Ich wollte das jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber ich habe da so eine Info. Dabei habe ich euch doch erst fünfmal was stehen sehen in den letzten 20 Minuten. Also ich habe die Info, dass hier alles kreuz und quer gebaut wurde und das einfach keinen Sinn hat, wie das gebaut wurde. Überall Korridore, die dann irgendwie vom Ausgang wieder wegführen und dann wieder nach oben und nach unten in andere Türme. Und das sieht alles aus, als hätte irgendeiner schlechte Laune gehabt und deswegen den ganzen Kram so gebaut. Auf jeden Fall sollten wir nicht denken, nur weil wir jetzt denken, da ist der Ausgang, dass da auch wirklich der Ausgang ist. Wir sollten lieber uns vorbereiten auf unseren Todeskampf. Und dann müssen wir uns in die Freiheit schnetzeln. Das heißt... Let's go! Ich hab nicht zugehört. Wenn ihr sagt, es geht da lang, kann es sein, dass genau die richtige Entscheidung ist, nicht da lang zu gehen, weil wir da in eine potenzielle Kampfsituation kommen und der Doktor zuerst stirbt, oder? Mann, du bist schlauer, als du aussiehst. Wir können den Opa als Ablenkungsmanöver benutzen. Genau, Herr Doktor, gehen Sie ruhig weiter. wir gehen in diese Richtung. Ich hab doch gesagt, ja, gute Reise. Haben Sie eben Kampf gesagt? Ja, wir wollen den Kampf ausweichen, aber da vorne, hören Sie doch, das Geschnetzel. Ich glaube, wir gehen hier links. Hervorragend! Mir nach, Benedikt! Nein, Mortenmann, bleib bei uns! Haben wir irgendeinen Hinweis, wo vielleicht die Waffen sein könnten? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Hinweise in den Korridoren, wo
irgendwie so ein Raum ist oder so? Keine Ahnung. Die Gnolle, die Kiste geschleppt haben, haben sich irgendwann, während ihr nach oben gegangen seid, von euch entfernt. Ach so, aber sie sind eine Weile bei uns geblieben. Ja, sie sind eine Weile bei euch geblieben und dann haben sie sich entfernt und das könnten jetzt überall sein. Ihr könnt ein paar Räume ausschließen am Anfang, durch die, an denen ihr vorbeigegangen seid, aber es würde, ihr seid euch sicher, dass es eine Weile dauern würde, das zu suchen und ihr mehrere Türen und Räume öffnen müsstet. Okay, dann macht es, würde es jetzt erstmal unter Angesichts der Tatsache der Information von Minks keinen wirklichen Sinn machen, weil das eh wie ein Labyrinth ist, gezielt danach zu suchen? Ja. Okay. Okay. Minks hat recht. Vielleicht folgen wir unserer Intention zu gehen und vielleicht stolpern wir über die Sachen, aber wenn das ein Labyrinth ist... Lass uns erstmal den Weg zurückgehen, soweit wir es noch wissen und gucken, wo wir rausgehen können. Gute Idee. Folgen Lilly wir der Vampirjägerin. Lilly geht voran. Und ihr alle folgt. Wo ist denn der Opa hin? Ich gehe voran. Naja, der Doktor ist auf jeden Fall ein bisschen vorgelaufen, ja. Okay. Dr. Jockel geht voran. Ja. Dicht dahinter Lilly. Und zusammen weist ihr den richtigen Weg. Alle anderen folgen. Auch die Kreatur, die ihr befreit habt, folgt euch. Benedikt. Benny. Ja. Folgt wir euch. Nennen ihn los, nennen Benny. Wir ihn mal Benesses Gildikt. Nee, ist mir zu hoch. Scheint anfänglich noch ein bisschen Probleme zu haben, zu laufen. Stolpert über die eigenen abstrakten Beine und großen Klauen. Fängt sich aber immer wieder und zapfelt euch hinterher. Flüstert immer zu. Ich will hier raus. Das machst du ganz toll. Nicht so laut, Mottenmann. Ganz toll. Das sind seine ersten Schritte. Nicht so laut. Und wird dann leiser. Und ihr geht eine ganze Weile. Könnt euch aber gut orientieren, dank euren zwei Führern. Und plötzlich, während ihr so durch die Korridore geht, wir wechseln die Map. Oh. Benedikt, halt mich fest. Halt mich, Benedikt, halt mich. Halt mich, Benny. So, ich mach die Map für euch startklar. Also die Ambiente-Musik ist insane. Das ist total geil. Das Ambiente wird sich jetzt wechseln. Vorsicht. Okay. Bam. Ui. Bam. Okay. Okay. Wow. Aus welcher Richtung kommen wir? Von unten. Okay. Und plötzlich hört ihr laute Schritte. Irgendetwas oder jemand scheint sich eurem Korridor zu nähern. Oh, scheiße, hört ihr das? Aus welcher Richtung? Um die Ecke links. Von hier. Oh nein! Ich kann nicht... Schnell an die linke Seite! Ui. Es klingt wie das Klappern von Rüstungen. Lilly, dir kommt dieses Rüstungsklappern sehr bekannt vor. Du hast das schon häufig gehört. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Opa. Okay, ich kenne das von meinem Trupp, oder? Ja. Ah. Leute, nein, ich weiß, wer das ist, glaube ich. Ihr müsst keine Angst haben, das hört sich an wie mein Trupp. Lüge! Kann es sein, dass sie es bis hierher geschafft haben? Du gibst die ganze Zeit an mit deinem Trupp und wo ist der jetzt? Ja, da kommt er ja gerade. Ich caste in dem Moment, wo ich hier rüber gehe, mit meiner Cantrip, meiner Illusion, mit meiner Trommel, mache ich so ein leichtes, vibrierendes Geräusch. Und auf der gegenüberliegenden Seite, hier, taucht ein Wächter auf, der so eine Gnom oder so ein Skelettgnom, der einfach nur Wache steht. Okay. Der taucht hier einfach auf und der macht nichts. Der ist auch wirklich. Ich weiß nicht, wie viel. Wie lange der bleibt. Ich glaube nur 5 Minuten. Nee, eine Minute bleibt er da. Um von uns abzulenken. Schnell an die andere Seite. Und dann steht er da. Ich guck kurz um die Ecke, okay? Bleibt einfach dort. Ich würde mich gern unter der Couch verstecken. Ja? Ihr könnt euch verstecken hier. Ja, und ich hinter der Couch. Ich bin ja auch als... Opa, mach den Rock hoch. Ich versteck mich drunter. Ihr... Ich trage überhaupt keinen Rock. Verschwinde, du kleiner Perversling. Lauft an die Seite. Haltet euch dicht an der Wand.
diese kleine Skelettillusion taucht auf und steht da jetzt. Minxie huscht unter das Sofa und Lilly macht einen Schritt nach vorn. Und du siehst Leute, die dir sehr bekannt vorkommen. Die tragen Plattenrüstung. Ui. Und das ist dein Trupp, Lilly. White Knights. Das sind alles Vampirjäger. Ich traue der Sache nicht. Okay, ich gehe einen Schritt näher. Oh mein Gott, ihr habt es hierher geschafft? Na klar. Ein etwas älterer Mann in Plattenrüstung kommt nach vorn. Und du kennst den. Das ist die rechte Hand von Athasius. Du kannst ihn ansprechen. Graf Radov? Ich habe eine Frage. Lilly! Ui. Ja, was ist deine Frage? Der Mottenmann fehlt. Achso, ja, den ziehe ich gleich noch auf. Okay. Der Mottenmann fehlt. Ja, stimmt, der fehlt wirklich. Du meinst Benny. An der Decke. Hängt so. Da ist er. Benny, wo warst du? Geh weg von der Lampe. Lilly, euch geht es gut? Ja, relativ. Oh mein Fall. Fucking, willst du Entschuldigung. Entschuldigung? Nee, alles gut. Ich habe ihn nicht erkannt. Ein etwas älterer, gut gebauter Mann, muskulös, mit Plattenrüstung und Kampferfahrung, kein vernarbtes Gesicht, aber Kampferfahrung ins Gesicht geschrieben, kommt dir entgegen. Pack dich mit einer Hand erleichternd auf die Schulter und grinst zufrieden. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ja, ich auch. Ich hab euch verloren. Ich wusste nicht, wo ihr seid und ich wurde leider gefangen genommen. Gut, dass ihr es hierher geschafft habt. Wir wollten euch befreien. Aber wenn ihr schon frei seid, dann müssen wir nur noch Benedikt finden. Den hab ich gefunden. Wartet! Na klar. Er macht einen Schritt nach vorn und zieht ein Langschwert. Hinter euch ist ein Skelett. Geht zur Seite. Nein. In dem Moment, wo Tillion das hört, schnippst er mit dem Finger. Und das schnippst er mit dem Finger und trommelt kurz so. Und das verschwindet. Mehrere Soldaten ziehen ihre Waffe, rennen dahin und plötzlich verschwindet das. Entschuldigung, es war zur Ablenkung gedacht, aber nicht von euch. Ich war nicht alleine gefangen. Ich war mit, denen hier gefangen. Und wir haben uns befreit zusammen. Keine Angst, das sind Verbündete. Wow, habt ihr gehört, wie sie den hier gesagt hat? Das hätte ihr nicht geholfen. Ja, die tut so, als ob sie die ganze Arbeit gemacht hätte. Nur weil sie eine Vampirjägerin ist, ja. Opa, da vorne geht einiges ab. Ich bin eine hübsche Elfe und alle meine Freunde kommen mich retten. Genau, und die haben alle Plattenrüstung an. Was soll denn? Ich würde sonst auch. Benny, komm, ich glaube, das ist unser Ticket nach draußen. Also, Benedikt haben wir gefunden, aber es ist nicht mehr Benedikt. Und jetzt siehst du, wie er hier plötzlich einen Schritt nach vorne macht. Der Graf vor dir spricht dich an. Was soll das bedeuten? Der Magier, der jetzt neben dem Graf vorantritt, zieht auch ein Schwert und es fängt sofort an, blau zu leuchten, so blaue Flammengüll. Was auch immer das ist, wir müssen es vernichten. Und er macht einen Schritt auf die Kreatur zu. Wartet, wir haben ihn gefunden, er war mit uns eingekerkert. Und er wird von allen Benedikt genannt. Oder Benny. Geht zur Seite. Wir müssen es töten. Warum denn? Warum wollt ihr es töten? Es ist Benedikt. Hat er immer noch das blau leuchtende Schwert in der Hand? Hat er ja. Und Lilly, du erkennst den Mann. Das ist Jarur. Ein starker Magier. Quasi die rechte Hand der rechten Hand. Okay. Der rechte kleine Finger. Lilly, ihr müsst verstehen. Es ist kein, was auch immer es mal war. Wir müssen es von dieser Erde tilgen. Aber es hat ein Bewusstsein. Es kann sprechen. Es ist nämlich intelligent auch. Mach einen Persuasion-Check. Ich? Ja. Du versuchst, ihn zu überzeugen. Oh mein Gott. Das ist besser als wir. Es wurden schon schlimmere Persuasion-Checks geworfen. Lilly. Er macht ein paar Schritte auf dich zu. Mit seiner freien Hand packt er dir auf die linke Schulter. Ich verstehe deine Sorge, aber wir können keine Ausnahmen machen. Veligrad hat schon genug gelitten. Wer weiß, was diese Kreatur wird, wenn sie frei wird? Wer weiß, wann und wie sie das erste Mal tötet? Wir müssen ihn jetzt töten.
Aber was, wenn er uns verspricht, niemanden zu töten, sondern nur irgendwie so Ratten auslutscht und so? Das Versprechen dieser Kreatur ist nichts wert. Halt, warum? Stopp, jetzt rede ich. Ich bin seine Mutter. Ich hab ihn aus dem Käfig geholt. Und jetzt kommt da so ein komischer Magier-Fuzzi und denkt, der kann mir ein einziges Kind nehmen, oder was? Lilly, Graf Moldark, wir müssen sie auch töten, wenn sie mit ihm verwandt ist. Oh ja. Gott! Nein, um Gottes Willen! Also das ist der Punkt, an dem ich wenig einen Schritt zurück. Also das ist... Gut, das ist jetzt schnell eskaliert. Stopp, Mr. Magier! Von Benny gibt's noch zwei andere, die von der Burg geflüchtet sind, weil sie diesen dummen Vampir nicht gehorchen und dienen wollen. Benny führt nichts Schlechtes im Schilde. Das ist ein guter Junge. Graf, wie sollen wir entscheiden? Und Jarur guckt Moldark an, der euch einschätzend der Reihe nach anguckt. Oh Gott, ich sehe immer dieses Gesicht von ihm, von Tabby mit so. Ich kenne euch nicht. Ich fange an, Schnick, Schnack, Schnuck mit der Hand aus. Ich heb mein Holzbein. Aber ich vertraue euch. Ihr sagt, er wird niemanden verletzen. Und er guckt dich an, Lilly. Ja. Seid ihr euch wirklich sicher? Naja, ich bin für ihn verantwortlich. Im Notfall regel ich das wohl. Ja, Ruhe. Lass die Kreatur am Leben. Allerdings schlage ich vor, dass wir sie mitnehmen. Wer weiß, was sie sonst noch bei euch tut. Wir können besser auf sie aufpassen. Ich würde gerne einen Inside-Check würfeln. Inside? Was macht das? Jemand einen Einfluss überprüfen. Wissen, ob der lügt. Ich möchte wissen, ob die in Wirklichkeit die Kreatur umbringen möchten. Nein, er wirkt ehrenvoll und das, was er sagt, kommt ihr wahr vor. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich glaube, Benedikt ist auf jeden Fall sicherer bei Ihnen. Hat nicht jedes Lebewesen, ob seiner vielseitigen Ausprägung, ein Recht auf Freiheit? Außer Tauben. Tauben sind die Plage. Dem stimme ich zu. Das ist nicht Benedikt. Benedikt ist viel zu mächtig. Sie würden niemals an ihm herum experimentieren. Sicher? Weiß ich nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Benedikt also ist oder war. Das kann nicht sein. Kreatur, kann sich nicht komm näher. Erinnern. Und sie macht ein paar Schritte nach vorne. Ihr seht, wie Jarul, der Magier, nach vorne geht und eine Hand auf sein Fell, auf sein Kopffell anlegt und den Kopf so ein bisschen untersucht. Hör auf, Benny zu streicheln. Das ist nicht Benedikt. Benedikt hat ein Tattoo. Ich sehe hier nichts. Keine Überreste davon. Also ich möchte eure fachkundige Meinung nicht in Frage stellen, aber ich sehe nicht mal mehr Haut. Also... Hier runter ist Haut. Guckt unter dem Fell. Nee, danke. Mach die ruhig alleine. Er hat ja drei Beine. Nicht Benedikt. Na dann müssen wir Benedikt finden. Ja. Aber wenn wir machen uns aus dem Staub, ja, klar. Ihr wenn das nicht Benny ist, wer ist das dann? Ich weiß es nicht. Okay, dann tötet's. Oh Gott! Nein. Wir werden es nicht töten. Tabby. Meine Entscheidung steht. Lilly. Ja. Wurde einer von euch gebissen? Und die Augen des Grafen ziehen sich ernst zusammen. Und du siehst, dass seine Hand Richtung Schwertknauf geht. Nein, nein, nein. Keiner wurde gebissen. Gut. Dann müsst ihr entkommen. Okay. Leute. Und ihr seht plötzlich, wie zwei Soldaten nach vorne kommen und von ihrem Rücken große Koffer, wie so Gitarrenkoffer oder so, auf den Boden scheppern. Rums. Das sind Waffenkisten. Wir wissen, dass hier viele Gefangene sind. Ich hoffe, ihr könnt damit umgehen. Ja. Klar. Natürlich. Die Soldaten öffnen die Kisten und ihr findet eigentlich alles. Ihr findet Schwerter, Äxte, Säbel, Dolche, Rüstungen aus Metall und aus Leder. Ihr findet außerdem Musikinstrumente,
Und Zweige. Und Zweige? Ja. Wie Holz? Ja, ein paar von euch gucken vielleicht verwirrt und einer der Soldaten spricht. Falls ein Barde oder ein Naturmagier unter euch ist. Also ich würde mir so einen Zweig, also... Ich gehe hin und nehme mir einen Zweig. Dann komm her, Opa. Papier. Ist da ein Bogen drin? Was für ein... mit dem Zweig so durch die Luft. Da ist ein Bogen drin, ja. Ihr könnt euch komplett aus... Okay, ich nehme ein Kurzschwert mit und alle Instrumente, die darin sind. Mhm. Ihr müsst nicht alle sagen, was ihr habt. Ihr nehmt euch einfach Gear. Okay. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr grob ausgestattet seid. Oh, okay. Alle Instrumente. Dann kann ich ja mein Holzbein wegschmeißen. Meine Lieblingslaute ist dabei. Hört mal. Oh. Toll. Super. Wundervoll. Oh, da freue ich mich aber. Ich schmeiß das mal weg. Ich nehme noch zwei Korken aus der Kiste, die genau in meine Ohren passen. Okay. Der Soldat nickt dir zu. Für den Fall, dass ein Bade dabei ist und für den Fall, dass ihr ihn nicht mögt. Was? Ist da auch Papier drin? Wer mag den Baden nicht? Wofür braucht ihr Papier? Und Jahul, der Magier, kramt etwas in seinen Täschchen und gibt dir ein Stück Papier. Naja, ich bin... Sag mal, Leute! Eine kleine Trommel! Nehmt es einfach. Oh, Tabi fängt an zu tanzen. Eine kleine Trommel! Check, check. Mach weiter. Können wir uns konzentrieren aufs... Töten? Naja. Ich denke, wir drehen uns zu Tilion um. Er hat so ein Fußgängerzonen-Ein-Mann-Band-Set. Guck mal, Leute! Eine Flöte! Füße, eine Mundharmonika um Kinn. Toll! Laut! Entschuldigung. Aber es ist wirklich alles dabei, was ich brauche. Entschuldigung. Lilly. Ja. Du bist so cool. Mein Trupp wird weiter Gefangene retten. Die anderen Vampirjäger sind überall verteilt und versuchen, in andere Türme vorzubrechen. Seid ihr aus einem Turm gekommen? Wir sind aus einem Turm gekommen, ja? Ich hatte recht. Vorne. Hinter uns. Sehr gut. Wir werden weiterlaufen. Gab es noch andere Türme in eurer Nähe, aus der ihr gekommen seid? Wissen wir das? Ja, da waren noch andere Abzweigungen, ja. Ach so, andere Abzweigungen, ja. Überall im Korridor sind Abzweigungen. Ich denke mal, dass die wahrscheinlich alle zu Türmen führen. Lilly, traut ihr euch zu, diese Leute hier zu retten? Ja, klar. Ja, klar. Moment, von welchen Leuten reden wir? Mein Bauchgefühl, ich hätte jetzt... Dann hört mir zu. Ich und meine Leute werden andere Gefangene suchen. Habt ihr irgendwo Nostro gesehen? Tatsächlich, ja. Nostro war bei uns. Wisst ihr, wo er ist? Da vorne! Nee, leider nicht. Der hat uns irgendwann verlassen. Nein, da liegt ein Stein im Lichtraum. Tabi. Er ist ein einfacher Gnome. Ich verstehe schon. Ja, wir auf jeden Fall wissen wir es nicht. Wir werden das ganze Schloss auf den Kopf stellen, wenn wir müssen. Bei Tag haben sie keine Chance. Solange die Sonne hoch am Himmel steht, werden sie nicht aus ihren Sarkophagen rauskommen. Perfekt. Mein Stein. Okay, wir werden dann, sie finden dann viel Erfolg. Und du musst die Gefangenen evakuieren. Mach ich. Nimm das. Und er kramt an seinem Gurt und er gibt dir einen silbernen Pflock. Du weißt, was das ist? Das ist ein Vampirfäller. Mhm. Das ist eine Art magischer Pflock. Normalerweise, wenn du einen Pflock ins Herz eines Vampirs treibst, wird er nicht einfach so sterben, es sei denn, er ist noch nicht mächtig genug. Es kommt ganz darauf an, wie stark der ist. Aber diese Art Pflock kann deutlich mächtigere töten, weil der mit Magie verstärkt ist. Du rammst den einfach in die Brust und dann haust du auf das stumpfe Ende, die Rückkante. Und dann bohrt er sich weiter ins Fleisch hinein. Okay. Du hast nur einen Versuch. Genialer Mechanismus. Hör zu. Wenn dir das nicht gelingt, klappt es nicht mehr. Er zerstört sich selbst unter dem enormen Druck, mit dem er sich reinbohrt. Du hast also nur einen Versuch. Okay. Gut. Ich vertraue dir. Du kannst mir vertrauen. Okay, ich nehme an, er hat nicht noch so einen. Es ist der Einzige. Den anderen brauchen wir selbst. Okay. Jahul dreht sich in eure Richtung. Ihr müsst nur den nächsten Korridor links, dann wieder links. Dann öffnet sich ein Gang in eine große Halle mit Stufen.
Ihr habt schon ein gutes Stück hinter euch gebracht. Wirklich sehr gut. Da sind unsere Jäger. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Folgt einfach den Geräuschen, solange die Sonne scheint. Kann alles klar, ich bin unterwegs. Alles klar. Links und wieder links und dann die Halle. Ja. Genau. Rechts, dann links, geradeaus. Okay, Tabi, du gehst bitte nicht vor. Eine Sache noch. Mach's gut, Viech, dass nicht Benny ist. Ja. Hat irgendjemand von euch Forschungsunterlagen von Nostro? Wir haben ein Buch gefunden. Der hat alles mitgenommen. Nee. Ganz also, wir haben ein Buch gefunden. Ein Tagebuch, ja. Es ist in Elfisch? Gib mir das Buch. Was gibst du uns dafür? Das hab ich tatsächlich gerade, oder? Minx, sie hat es mir doch gegeben, damit ich da lesen kann. Nee, ich glaube, sie hat es hochgehalten, damit sie es nicht anfasst. Ah, okay. Gib mir das Buch. Minx, gib es ihm einfach, bitte. Na! Los, Minxi, gib ihm das Buch. Er hat uns Ausrüstung gegeben. Ich hab doch gar kein Buch mehr. Das liegt doch noch da drüben. Nee, wir haben doch Ausrüstung bekommen, Minxi. Gib's ihm bitte einfach. Wir haben doch gar nichts. Wir können doch gar nichts damit anfangen. Das stimmt, du kannst es nicht mehr lesen. Okay, Lilly, wenn du mir deinen Dolch gibst. Ich will also diesen Flock haben. Nee, den Flock. Dann kriegt ihr das Buch. Minxi, die schauen schon böse. Und der Opa ist auch schon weg, ne, da hinten. Beeilt euch! Minxi, wir müssen uns beeilen, komm schon. Los! Hol so langsam das Buch raus. Du hast doch was gut bei mir, okay? Ja, rettest du mich nochmal dann, oder? Weil du die Retterin bist. Ich kann dich nochmal hochheben, damit du aus dem Fenster gucken kannst. Ja. Ich kann dir ein Bein stellen. Nächstes Mal hältst du ihn nicht mehr fest. Die Zeit rennt gegen uns. Ich hol das Buch raus. Und halt ihm das so hin und als er es greifen will, zieh es nochmal weg. Ja, Ruhe versucht es zu greifen. Du ziehst es weg. Was soll das? Jetzt will ich Magier verarschen. Ein Feuerball bildet sich in seiner linken Hand. Ich gehe zu dieser random Wache hin. Nur fürs Protokoll. Also ich bin nicht mit denen unter. Also. Ja, verstehe ich. Ich kenne sie gar nicht und jetzt wollen sie meine Besitztümer haben. Tabi versucht, Minxi das Buch aus der Hand zu reißen. Du hast uns doch vorhin gesagt, dass du ein Dieb bist. Die Unterlagen sind wichtig. Für Minxi, was? Für den Krieg. Okay, hier. Mein Name ist Minxi Mondstaub und ihr müsst dran denken, dass ich uns alle gerettet habe, weil ich dir das Buch gegeben habe, mächtiger Magier. Ja. Schreib das in deine Aufzeichnungen. Und deine Nase ist so groß wie deine Minxi. Lügen. Wir müssen jetzt weiter. Rennt und entkommt. Okay. So, das ist der Entkommen-Part. Ja, das Rennen. Also ich. Es ist ja wirklich eine schwierige Situation gewesen. Was passiert jetzt mit Benny? Die Kreatur bleibt bei uns. Okay. Entschuldigung. Ciao, Benny. Na gut. Ich verstehe doch nicht so ganz, was passiert, aber ich danke euch, Fremde. Nein. Mach's gut, alte Hecke. Ich wünsche mir, dass ihr sicher aus dem Schloss entkommt. Ich habe das Gefühl, Benny wollte uns noch was sagen, aber ich konnte nicht. Scheiße! Passt auf euch auf! Danke! Tschüss, Benny! Mama ist stolz auf dich! Bring sie lebend hier raus, Billy. Ich versuch's. Und du? Und des Grafen Hand geht auf die Schulter von der Kreatur. Mach ja keine Dummheiten. Explosionsgeräusche. Und dann passiert dir nichts. Und schutzsuchend stellt er sich dann quasi hinter den Graf. Und dann seht ihr, wie die Truppen weiter ins Burginnere verschwinden. Nein, deine Freunde hauen ab, laufen besser nach. Ich habe noch nie eine Vampirjägerin getroffen, nur von ihr gehört. Tillian Honigtopf. Der eine Vampirjägerin kennt. Toll. Ihr rennt weiter. Okay. Ihr lauft für ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ihr folgt der Wegbeschreibung. Ja. Und lauft noch eine ganze Weile. Draußen aus den, also links und rechts sind immer so Fenster um euch herum. Ihr könnt eure Token ein bisschen zurückbewegen. Oder warte, nein, ich mach's anders. Passt so. Ihr rennt weiter.
Ihr folgt den nächsten Korridoren, ihr folgt der Wegbeschreibung, ihr legt einiges an Weg hinter euch. Das Schlachtgetümmel, die Kampfgeräusche werden immer lauter. Der Trupp, der euch entgegengekommen ist, verschwindet und ansonsten kommt euch für die nächsten 10 bis 15 Minuten erstmal keiner mehr entgegen. Und dann plötzlich passiert etwas, während ihr lauft und euch unterhaltet und den Ausgang sucht. Plötzlich hört ihr von draußen eine Art laute Eruption. Unglaublich laut. Oh, oh. Gefolgt von weiteren, die sich wie ein wütender, unkontrollierter Blitzsturm anhören. Gleichzeitig wird es um euch herum abrupt dunkel. Die eben noch durch die Fenster scheinenden Sonnenstrahlen werden blasser und blasser, ehe sie einem grünen Licht weichen. Ich wechsle die Map. Oh no. Oh yeah! Ich kann nicht sehen! Ja. Stimmt. Einer von euch müsste tatsächlich eine Fackel anmachen, weil es jetzt wieder dunkel wird. Hallo! Haben wir die bei den Geräten? Hier hängen überall welche an der, alles klar. In Fackelhalterung an der Wand. Wer möchte eine anmachen? Ich würde mir eine nehmen. Okay. Oh, ganz schön schnell dunkel geworden. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Das scheint von draußen zu kommen. Und von draußen kommt auch grünes, schimmerndes Licht hinein in euren Korridor. Durch die Fenster? Der Soldat ist nicht bei euch. So. Oh, oh, verdammt, da war doch gerade noch jemand. Dem habe ich gerade am Knie gepackt, der ist dunkel. Ich suche meinen Trupp. Und er muss sprinten weiter. Ich auch. Ich gehe zum Fenster und schau, was draußen los ist. Oh. Okay. Du schaust aus dem Fenster. Und jetzt habe ich was ganz Besonderes für euch. Frage, ist der ganze Korridor jetzt beleuchtet? Durch die eine Fackel? Ja, durch jedes Fenster schimmert grünes Licht. Okay. Und die noch dunklen Ecken werden durch die Fackel, die Tilion trägt, beleuchtet. Darf ich kurz anmerken, dass ich meine Dolche gezogen habe die ganze Zeit? Also in jeder Hand ein? Ja, ihr könnt eure Waffen gezogen haben, ist kein Problem. Okay, ich zieh meinen Ast. Fackel. Ich habe nur die Fackel. Was? Ich brauche nur einen Ast. Ich hab nur einen Ast. Hört mir jetzt genau zu. Also ich habe Axt verstanden. Lilly geht auf das Fenster zu und ihr alle seht, wie sie sich langsam dem Fenster nähert. Das, was draußen passiert, ist unglaublich laut. So etwas habt ihr noch nie wahrgenommen oder gehört. Es klingt wie so eine Art magische Eruptionen. Du gehst auf das Fenster zu, du legst eine Hand auf den kalten Stein und du blickst nach draußen auf die Spitze eines weiteren Turms. Und da siehst du Folgendes. Oh mein Gott! Oh. Okay. Was zur Hölle? Etwas verdeckt die Sonne. Auf der Spitze des Turmes steht eine Gestalt in langem Mantel. Seine komplette Kleidung und weißen Haare flattern so stark, als würde er im Epizentrum eines Sturmes stehen. Die Arme sind weit nach oben Richtung Himmel ausgestreckt. An ihnen schießen grüne, seltsame, fast astrale Strahlen hinauf und sammeln sich über der Turmspitze, winden sich umeinander, verschmelzen miteinander und formen eine riesige Sphäre aus Dunkelheit, die größer und größer wird und droht, die gesamte Burg in Finsternis zu hüllen. Ich kann nicht sehen. Ich glaube, wir haben ein Problem, Leute. Die guckt Untertreibung des an. Jahrtausends. Ja, aus der Ferne hört ihr Eldritch Blast. Plötzlich hört ihr überall um euch herum aus den tiefsten der Burg und von anderen Türmen aus das Kreischen mehrerer Wesen. Es klingt schrill und gierig. Gleichzeitig seht ihr aus dem Inneren des Turms, auf dem Nostro selber, ihr erkennt ihn, steht, unzählige geflügelte Wesen aufsteigen. Und über der Burg sich mit ihren Flügeln ausbreiten und in alle Richtungen ausschwärmen. Manche davon sind geflügelte Köpfe, manche sind Fledermäuse und manche sind einfach nur brennende Schädel. What the fuck? Im nächsten Moment erschreckst du dich extrem, Lilly, als plötzlich einer dieser Schädel direkt vor dir vorbeifliegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich den bitte nochmal vorbeifliegen sehen? Ich will auch nochmal den Schädel sehen. Er fliegt nochmal vorbei. Direkt am Fenster. Oh Gott. Was? Oh, überall fliegen die oben. Oh mein Gott. Ihr habt das doch gesehen, oder? So gut. Da ist doch gerade ein Kopf vorbeigeflogen. Diese Tauben, die werden immer größer. Bist du sicher? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gesehen habe.
Stehen wir gerade alle am Fenster? Ja, jetzt ja, wahrscheinlich schon. Ja. Oh gut. Ja, okay. Ja, ich kann nichts sehen. Ich reagiere da nicht drauf. Das war ja großartig. Ich heb dich hoch, Tabi, und so, dass du auch was sehen kannst. Los, jemand muss mich hochheben. Was Hox, ist mit mir? Du bist mir was schuldig. Du hebst mich jetzt immer ich hoch, wenn ich hoch beide hoch. Hoch. Oh. In dir habe ich kein Buch mehr, du dummer Hexe. Was ist gerade am Fenster vorbeigeflogen? Okay, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, was ist vorbeigeflogen? Nichts, das war, da war das, absolut nichts Besorgniserregendes. Alles gut, Tabi. Wir müssen da hingehen und den schubsen, Tabi. Gut, oh, wer ist der Typ da vorne? Ja, den müssen wir schubsen, dass der aufhört. Das sollten wir nicht tun. Leute, glaubt ihr... Ich hab noch einen Stein. Soll ich ihn werfen? Ich kann den Flock mit meinem Bogen schießen? Nein. Hm. Ja, du musst doch hinten draufdrücken, hat er gesagt. Ich finde die Idee gesagt. Mit Tabi und dem muss Stein besser. Und plötzlich fliegt einer der grünen leuchtenden Schädel. Oh mein Gott, ich hab mir in die Hose gemacht. Ist okay, Tabi, ist sofort hier weg, wir müssen sofort hier weg. Also ich würde sonst auch lieber nach Hause, also... Und dann fällt euch plötzlich noch etwas auf. Während ihr alle am Fenster stehen, seht ihr, wie auf einem anderen Mauerstück, quasi parallel zu euch verlaufend, aber etwas weiter unten, ein euch vertrauter Vampir entlangläuft. Oh. Ihr seht Armand Xatu. Er läuft auf einem Mauerstück, das ungefähr parallel zu eurem Gang verläuft, aber halt deutlich niedriger. Ihr schaut quasi von oben auf das Mauerwerk. Der Vampir zieht einen glatzköpfigen Mann mit Tattoo hinter sich her. In voller Eile. Das bin ich! Oh, ich sehe nichts. Oh, scheiße. Stimmt. Als würde er ihn verschleppen wollen. Der Zauberer. Er zieht ihn mit solcher Wucht, dass der Gefangene anfängt laut zu schreien. Blut tropft an scharfen Fingernägeln, die sich in das Fleisch gebohrt haben, auf den Boden. Ihr glaubt, dass ihr ihn einholen könntet. Wir müssen einen daher. Okay, wir müssen. Ihr glaubt, dass ihr ihn einholen könntet. Allerdings. Ich möchte den Vampir auf den Kopf spucken. So weit, oder? Er ist ein bisschen weit weg. Ihr erkennt Folgendes: Er entfernt sich von eurem eigentlichen Ziel. Und Lilly und Dr. Jockel können schlussfolgern, dass ihr euch an einem Scheidepunkt befindet. Entweder ihr rennt den Weg weiter und nehmt den linken Gang, um in die große Halle zu den Vampirjägern zu gelangen, laut des Grafen Beschreibung, und die Freiheit. In die Freiheit zu entkommen. Oder ihr lauft rechts entlang und Armand Xatu und dem glatzköpfig Tätowierten hinterher. Entgegen der Freiheit. Was sagt unsere Vampirjäger-Anführerin? Hört mir zu, wir müssen hinterher. Es bringt uns nichts rauszulaufen. Wir werden trotzdem verfolgt. Wir werden wahrscheinlich trotzdem getötet. Ihr seht, was da passiert draußen, oder? Wir brauchen Benedikt. Benedikt ist so ein großer Magier. Er kann uns helfen, aber nicht, wenn er tot ist. Aber ich kenne Benedikt gar nicht. Warum soll ich dem helfen? Das sieht was, wenn ich tot nicht so bin? Groß aus. Naja, du hast gehört, was für ein großer Magier er ist, oder? Dafür musst du ihn nicht kennen. Hä? Aber Lilly, wenn der so ein großer Magier ist, warum müssen wir den dann retten? Naja, weil er gerade nicht wirklich viel machen kann, wie du es vielleicht siehst. Mings, du solltest wissen, dass die kleinsten Dinge oft die wichtigsten sind. Ich wollte gerade nur Bestätigung haben, dass wir wichtiger das mal meine Freundin. So. Lilly, du machst die Sage. Was empfiehlst du? Wir sollen hinterher? Ich denke schon. Wie gesagt, es bringt uns nichts abzuhauen. Aber am Ende ist es eure Entscheidung, ob ihr mir folgt oder nicht. Ich will wissen, was Opa dazu sagt. Also ich habe auch zu Hause sonst noch ein Bett und das verhältnismäßig aber schon wesentlich angenehmer als... Weißt du, ob dein Zuhause noch existiert? Nach dem, was also, draußen vorgeht? Ich sag mal so, ich lasse es drauf ankommen. Aber du kennst ihn doch auch. Annie, du wolltest doch ein Autogramm haben. Das ist doch dein Vorbild. Also Benedikt, in der Tat, ich Autogramm nicht direkt, aber ich... Stimmt, Opa. Und ihr habt mich überzeugt. Du hast ich kann sehr gut erzählt, malen. Ich könnte von euch ein Bild malen, wenn ihr mir 7 Stunden gebt. Opa hat vorhin erzählt, dass Benedikt sein Vorbild ist, oder war? Ja. Na gut, vielleicht bringt er dir geheime Zaubersprüche bei, wenn wir ihn retten. Ich hoffe, er kann einen geheimen Zauberspruch aufheben, aber das tut nun nichts zur Sache. Nun gut, die Kleinen zuerst.
Dann lasst uns ihm hinterher. Los! Los, Zendaya! Schmeiß mich den Korridor entlang! Wirf mich! Wirf mich! Also, ja, ihr entscheidet euch dazu, den beiden zu folgen? Ja. Ja, oder? Ja. Ich denke schon. Let's go. Okay. Ihr lauft denen hinterher. Ihr folgt dem Korridor. Er lauft ein Stück. Ihr folgt Treppenstufen und mehreren kleineren Korridoren, den rechten Gang, haltet euch in die richtige, an die richtige Richtung, sodass ihr 15 Minuten später oder sogar schneller, 2-3 Minuten später an der Stelle ankommt, an der die beiden gerade langgelaufen sind. Dann seht ihr aus der Ferne noch, wie der Vampir den alten Mann in einer Art kleineren Turm, eine Art Wachturm oder so einsperrt. Also er geht da einfach mit ihm rein, hinter ihm macht er die Tür zu und die beiden scheinen da drin zu sein. Ihr könnt das Mauerstück dahinter sehen und seht, dass die noch nicht rausgekommen sind. Also die müssen sich eigentlich noch da drin befinden und ihr nähert euch diesem Turm. Wir wechseln die Map. Und wir machen uns kampfbereit wahrscheinlich alle. Ne? Wir alle kampfbereit. Ja, die Waffen haben wir ja eh schon alle in der Hand, ne? Ja. Zählt es, welche Rüstung wir uns vorhin für uns selber ausgesucht haben? Also ob Leder. Ja, du hast einfach deine Rüstung genommen. Ja, aber man durfte ja wählen zwischen Leder und. Weil es war Leder und schwere Rüstung drin, ne? Du brauchst keine. Ich brauch keine. Du brauchst keine. Du bist ein Stein. Oh, ui, ui. Ist das ein verfluchter Drache? Der ist nicht. Oh. Okay. Welcher Drache? Der ist existiert nicht. Es ist wieder dunkel, aber wir hatten noch vorhin eine Fackel. Ja, ich bin die Fackel. Also ich brenne, nicht weil ich brenne, sondern bloß, weil ich die Fackel. Los, Freunde, zünde die an. Okay. Ihr seid noch ein bisschen entfernt, aber das hier ist quasi dieser Turm, wo die beiden drinstehen. Ihr lauft auf das Mauerstück zu und ihr wisst, die beiden sind da drin. In dem Moment, wo ihr euch nähert, hört ihr auch von drinnen bereits wieder Xatus Stimme. Er spricht laut: Du wirst niemals entkommen. Und dann ein lautes Bruck, als wenn jemand geschlagen wird. Wir müssen uns beeilen. Dieser Unmensch, ich muss mit Benedikt reden, ich brauche Rat. Und ich versuche die Tür zu öffnen. Wir müssen da rein. Ja, wir müssen rein. Okay, also ihr wollt einfach die Tür öffnen. Ich beschreibe euch den Turm noch ein bisschen genauer. Mhm. Folgendes. Oberhalb des Daches weht Rauch aus einem großen Kamin und links und rechts an den Turmseiten, also quasi hier um die Ecke, seht ihr Balkone, die mit dem Turm verbunden sind. Okay, ich glaube, wir sollten nicht einfach reinlaufen. Okay, ich halte inne. Ich halte inne. Kann mich jemand hochheben, dann schaue ich durchs Schlüsselloch. Okay, wir haben einen Zugang übers Dach. Tilion zeigt auf den Rauch. Wir haben einen über die Ecke und auf den Balkon und über die andere auch. Das heißt, wir könnten von 3 Seiten, 4 Seiten angreifen. Können wir da irgendwie hoch? Ich kann jemanden. Nein, wir könnten jemanden hochhelfen. Schmeiß mich! Werf mich hoch! Lass uns. Ich bin leichter als die Dicke. Wer ist. Das glaube ich nicht. Was willst du denn oben machen? Ich schau dich den. Vielleicht erstmal reingucken. Lass mich doch durchs Schlüsselloch gucken. Triple-Salto. Ich bin Profi da drin. Okay, ich entscheide mich für die grazilere Version. Dr. Jockel, wollen Sie da hoch? Und von innen hört ihr erneut ein. Oh Gott. Okay, du hebst Minxie hoch und ich nehm Tabby, okay? Oh, Tabby, los! Ich helfe Minxie. Ich möchte da durchs Schloss gucken, durch dieses Schlüsselloch. Wenn's willst möglich du nicht ist. Nach oben? Ach, du willst mich hoch? Nee, er will nur nach oben. Oh mein Gott. Versuch. Leg mir mal selber einen Wisdom Saving Throw auf. Muss ich irgendwas würfeln eigentlich, um da hochzukommen? Ist egal. Nein, ihr könnt euch gegenseitig hochhelfen. Also wenn jemand auf das Dach möchte, ist das kein Problem. Okay, dann bin ich. Möchte auch aufs Dach. Dann los, also mir wird hochgeholt. Na los. Hm? Ich kann nicht, muss Dings machen. Ich helfe dir. Okay. So. Oh mein Gott. Oh, sorry, warte. Du bist auf dem Dach. Du bist auf dem Dach. So. Okay. Jetzt hab ich nicht mehr. Ich hab mich verloren. Hab ich es auf dem Dach? Guck mich von oben. Oh mein Nein, Gott. Beweg dich nicht nach oben. Wie weit hast du mich da geschmissen? Da ist ein Porter. Beweg dich nicht nach oben. Ja, ja. Da ist eine Portstelle für, falls wenn man reingeht. Ist dir gut, Tobi? Ich bin oben. Okay. Wollt ihr mal reingucken von oben? Ja. Ich
möchte, ich schaue rein und frag mich, was ich sehe. Ich bin ja auch oben, ich gucke auch mit rein. Also oben ist ein spitz zulaufendes Dach und da unten ist ein Kamin. Du siehst Balkone, auf die könntest du springen, ja, und du könntest rein theoretisch durch den Kamin springen. Geht über die Balkone rechts und links. Ja, geht auf die Balkone und schaut, was dort ist. Okay, dann gehe ich auf den rechten Balkon. Ich lass mich deinen Token bewegen. Ja, ja. Ich guck lang. Du bewegst dich auf den rechten Balkon. Du siehst eine Glastür. Und auf der Innenseite siehst du das Innere eines Wachturms. Du siehst mehrere Rüstungen und Waffen, die nebeneinander liegen. Unsere Waffen vielleicht? Möglicherweise ist da auch eure Truhe dabei. Das ist egal, wir haben noch Waffen. Und dann siehst du den Vampir, wie er den älteren Herren nochmal schlägt. Du wirst niemals entkommen. Niemals. Diesmal spritzt etwas Blut auf den Boden. Zuhälterschelle. Hast du ein Problem? Geh weiter. Tabby geht auf die rechte Seite des Balkons und schaut, ob er jemanden davon erzählen kann, was er gesehen hat. Durch die Glastür. Aber... Also er ruft das wahrscheinlich einfach. Ja. Und du siehst jemanden, dass er ihm sehr schwer zusetzt. Ihr müsst handeln. Okay. Mings, über den Balkon! Du hast 10 Sekunden und dann gehen wir rein! Ich gehe oben durch den... Wir müssen rein! Schornstein! Okay, alles klar. 10! Ich zähle runter und lehne mich so ein bisschen mit Anlauf an die Tür, damit ich einfach durchrennen kann. Aber du musst doch vorher die Tür oder so eintreten, oder? Naja, ich würde einfach ich laufe entweder gegen die Tür und passiert nichts. Ja. Das ist, was okay, ich kommen sehe. Links, ja, möchtest du durch den Kamin oder durch den linken Balkon? Durch den Kamin, wenn ich halt okay, nicht jetzt sehe, und ich dass da drunter dann, direkt Feuer ich, ist. Ich würde versuchen, so, auf der rechten Seite... Soll ich auch noch hoch? Dann kann ich durch den anderen Kamin. Ihr müsst mir nur hochhelfen. Ich helfe hier hoch. Balkon meinst du, oder? Meinst du Balkon, okay. Ja. Den Balkon, ja. Okay, Lili klettert auf den Balkon links, ja? Doktor, wollen wir die Tür kurz versuchen aufzumachen? Irgendwie ist sie. Also ich würde sonst einfach die Klinke mal vielleicht... Oh, die Klinke, ja, natürlich. Stimmt. Ist da eine Klinke? Da ist eine Klinke, ja. Okay, dann warte ich darauf, bis alle in Stellung sind. Kann ich auf den Balkon meiner drauf Seite, von mir? Yes. Ist auf meiner Seite auch eine Klinke an der Tür? Naja, ist eine Glastür, kann ich einhauen. Das ist eine Glasschiebetür, ja, könnt ihr einfach aufschieben oder kaputt hauen. Okay, ich hau kaputt. Eine Sekunde noch. Wenn der Doktor nach der Klinke greift, merkst du, dass meine Hand ein bisschen zittert. Mehr als eben noch. Alles gut, alter Mann. Minxi? Ja? Brauchst du noch Unterstützung da oben? Ich hätte noch jemanden für dich. Nee, ich bin Einzelkämpferin. Sicher? Sicher. Passt du überhaupt durch den Kamin? Erneut. Ein okay. Schlag. Wir müssen. Dann los. Wir müssen uns beeilen. 2, 1 und die Tür geht auf. Und rein. Ich gehe durchs Fenster. Möchtet ihr die Balkontür aufschieben oder einfach durch? Ich will da einfach durch. Ich schieb die einfach auf. Kurz. Ich renne da einfach durch. Okay. Und Tillion macht oben die Tür auf? Ich mache von oben die Tür auf, genau. Okay. Ich ziehe euch auf die richtige Map. Der Reihe nach. Ja, ist gut. Oh Gott. Voll cool. Voll krass. So. Die Tür ist auf. Okay. Links, rechts können wir noch nicht rein, ne? Das ist eine Mauer halt. Also du musst uns, glaube ich, ziehen. Da, ich habe es gar nicht gecheckt, okay. Ihr müsstet jetzt alle hier genau sehen, was passiert. Ja. Ich sehe da nicht wirklich gerade. Kann sie schon rein? Also könnt ihr schon... Nee, reinlaufen können wir selber nicht. Was siehst du denn? Da ist so ein Schatten. Also genau da ist halt... Achso, an der Stelle hier siehst du nichts? Nee. Ja, das ist normal. Das ist okay. Die Insel. Also hier ist der Kamin, genau, der Schornstein, der hier steht. Und da kannst du nicht durchgucken. Okay. Okay. Also, folgendes passiert. Tillion und Dr. Jockel marschieren einfach durch die Tür rein, die nicht abgeschlossen ist. Auf der rechten Seite, Tabby, Athletics Check. Bitte, lieber Gott. Sehr gut. Schlägt Tabby die Glastür einfach kaputt. Bam! Die Splitter
und Glassplitter aus und es klirrt laut. Ach so. Der Vampir guckt unglaublich irritiert und auf der linken Seite kannst du die Tür einfach aufschieben. Im nächsten Moment hört ihr ein als eine Gnomin plötzlich hinter dem Vampir auf dem Boden aufschlägt. Und hey, ich hab gar nicht gewürfelt. Ich mach dann Salto nach unten, elegant. Mach einen Acrobatics-Check. Du machst kein Salto. okay. Du zwängst dich in den Kamin, fällst runter, landest auf den Knien und kannst einen Purzelbaum machen und grazil wieder auf die Beine springen. Tada! Was zur Hölle ist denn jetzt los? Run Initiative. Let's go! Wie ging das nochmal? Rechtsklick auf seinen Avatar, ne? Und dann auf die Schwerter mit dem Schild, oder? Ne, erstmal. Nein, warte, Lori, dich dann. Also, man muss sagen, ja. Genau, das ist das. Ui. Du kannst einfach in deinem Charaktersheet oben links auf Inni drücken. Auf Inni? Inni. Oh genau. Oh mein Gott. Oh no. Oh mein Gott. Und dann könnt ihr einen Rechtsklick machen auf die Schwerter oben rechts und habt so ein kleines Fenster, das ihr dann bewegen könnt. Das ist die Angriffsreihenfolge. Ah. Ah, okay. Oh Gott, Alter. Tabi hat heute wirklich... Oh, das sieht man bei dir gar nicht. Voll gut. Ich bin auf jeden Fall der Letzte, der angreift. Nutze Info. Ja. Das ist nicht schlimm. Ich raff das nicht mit dem Schachter. Oben rechts, neben dem Chatting. Ja. Danke. Okay. Lilly, warte, 28? 28 ist sie bei mir nicht. Ja, 14. Achso, das ist was anderes. Okay. 28, Inni? Jawohl. 14. Du bist zuerst dran. Du siehst, wie Aman Xatu, der Vampir, sich irritiert in alle Richtungen umschaut. Was passiert hier? Und wie der glatzköpfige Mann auf allen Vieren schmerzleidend auf dem Boden rollt. Okay. Also dem geht's richtig schlecht, dem Zauberer. Er ist nicht tödlich verwundet oder so. Wenn man ihm die Chance geben würde, könnte er sich wieder aufrappeln. Okay. Okay, ich würde direkt meinen Drachen beschwören, weil ich mir jetzt denke, okay, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Unterstützung und schreie, Akando, wir brauchen dich jetzt und beschwöre damit dann meinen Drachen. Ja. Wohin? Es wird ein Drache beschworen. What? Ja. So, Akando wird zu, in der Nähe, ja genau so, hier so in die Nähe. Ich dachte, Akando wird zu Akandovius. Holy shit! Der sieht ja cool aus. Der materialisiert sich einfach. Aus dem Nichts. Wie groß ist der? Der ist 1,40. Ah, so ein handlicher. Der kann auch nicht fliegen. Eine Handtasche. Sagt der 92 Zentimeter Typ. Hey, Entschuldigung, ich komme aus einem ganz großen Charakter. Für mich ist das alles neu. Er so, taucht neben dem Vampir auf. Genau. Kann ich jetzt noch. Das war jetzt, glaube ich, auch schon mein Ich kann jetzt nicht nochmal angreifen, oder? Nein, aber du kannst ihm einen Befehl geben mit deiner Bonus-Action. Okay. Attacke! Akando, greif ihn an! Los! Und ich befehle ihm, dass er direkt den Vampir auch angreift. Mhm. Beid, ne? Ja. Schöner Treffer. Okay. Möchtest du das selbst beschreiben oder soll ich es beschreiben? Das du triffst, also Akando trifft. Da kannst du beschreiben. Okay. Du siehst, ihr seht, wie Lilly da steht, diesen Drachen beschwört und plötzlich 24. rennt er auf den Vampir zu. Das Maul zieht sich auf und er schnappt nach dem Bein. Ach. Und trifft ihn. Du darfst auf Damage klicken. Ja. Nice. Sehr gut. Gut gemacht, Akando. Akando möchte ein Stück Fleisch rausbeißen, kämpft aber mit dem Fleisch, guckt dich dann so ein bisschen irritiert an, lässt auch los nach dem Biss und die Stelle blutet leicht. Aber vor allem dir, Lilly, wird klar, spätestens jetzt, dieser Vampir ist älter und mächtiger als der Durchschnitt und nicht so leicht zu verletzen oder zu töten. Du könntest dich noch bewegen, glaube ich. Ja, wie ist das denn? Sind wir noch oben? Ja, ne? Nee, auf dem Balkon bist du auf der gleichen Höhe. Ja, aber
Die hat doch die Tür aufgemacht und ich habe sie quasi eingetreten. Auf dem Balkon, du machst die Tür auf und du kannst quasi ins Innere treten, so. Okay. Dass du in dem Zimmer bist. Ich kann nicht rein, ne? Nicht bewegen, Curtis. Ja, ja, jetzt ja. Ist nicht nur. Nee, das war ich. Das hat er ja schon gemacht. Also. Ach so, ich ja schon gemacht, genau. Sorry. Ich gehe aber hier hinten hin. Mhm. Du kannst die Info auch teilen, die ich dir gegeben habe, ne? Ach so, ja. Okay, Leute, passt auf. Das ist kein normaler Vampir. Der ist auf jeden Fall schon älter. Scheiße, Mann, es gibt normale Vampire! Es gibt ältere! Denk an dieses. Du kannst ihm nicht mal Fleisch rausbeißen. Also, das muss schon was heißen. Denk an diesen silbernen Pfahl, den wir bekommen haben. Ja! Was? Welcher Pfahl? Nix! Das geht dich nicht an! Ihr Sterblichen! Ihr könnt mich nicht töten! Ihr närrischen Idioten! Und im nächsten Moment, während Minx immer noch da steht mit ihrer Tada-Pose, dreht sich Tatu in deine Richtung, Minxi. Dankeschön. Und beugt sich nach unten. Kommt. Ich brauche von dir einen. Nee, was ist deine Armor-Class? Leder. Was ist die Zahl in der. Da steht eine Zahl, genau, in diesem 15. Schild. Ihr seht, wie Aman Xatu sich nach unten beugt. Und Minxi packt, richtig hochhebt, so dass du jetzt mit dem Rücken an seine Brust gepresst bist quasi. Seine. Ah? Nee, ich konnte das gerade nicht einordnen, was er macht. Er packt sie, gibt sie an sich ran, trägt sie und mit seinen Fangzähnen nähert er sich deinem Hals. Kann ich eine Reaction benutzen? Für immer. Den Fall, dass da jetzt hier Schaden ausgeübt wird, würde ich Cutting Words benutzen für ihn. Ja, du siehst, wie sein Maul sich öffnet und die Fangzähne sich ihrem Hals nähern. Ja, also ich benutze Cutting Words, als ich sehe, dass hier irgendwelche blutsaugermäßigen Dinge gemacht werden. When a creature that you can see within 60 feet of you make an attack roll or an ability check or damage roll, you can use your reaction to expend one of your Bardic Inspirations, rolling a Bardic Inspiration die and subtracting the number rolled from the creature's roll. Also ich kann jetzt sozusagen, was roll ich denn da? Du rollst einen Bardic die. Ja, warte mal, wo ein D6. Roll? Ein D6 ist das. Ja, und das muss er dann abziehen bei seinem Versuch, sie anzugreifen. Oh verdammt. Ganz kurz, und du darfst das noch roleplayen. Und ich sehe das, also Tillian sieht das, dass er da mit seinen Fangzähnen rumfummelt. Und greift in seine Rüstung und holt so eine Panflöte raus und spielt den braunen Ton. Der ist ganz außen. Und was ist das denn? Seine Zähne fangen an, so ein bisschen zu verfaulen. Also so werden so leicht schwarz. Und er kriegt so ganz üble Karies. Oh. Verschreckt lässt der Minx sie fallen. Sehr gut, Tillion. Und beißt sie nicht. Sofort dreht er sich fauchend zu Tillion. Glaubt ihr wirklich, dass das euch weiterhilft? Ja. Nun, vielleicht für den Moment. Aber am Ende des Tages seid ihr nur Sterbliche. Ich habe schon Hunderte, aber Dutzende wie euch aufgehalten, die alle dachten, dass sie fliehen können. Und er fängt an zu grinsen. Und dann ist Tillion dran. Okay. Let's see. Wurde jetzt kein Angriff ausgeübt, ne? So wie ich das jetzt verstanden habe. Er hat versucht anzugreifen und hat es nicht geschafft. Okay. Ich zeige mit meinem. Also erstmal gehe ich ein bisschen in den Raum rein und gehe so in diese Richtung. Also ich teile mich so ein bisschen auf. Ich gehe in den Raum rein. Was hole ich denn raus? Ich hole eine große gewöhnliche Trommel aus meiner Tasche und dazu einen Schlagstock, einen Trommelstock und überdenke kurz die Situation, packe die Trommel wieder weg und hole eine viel kleinere Trommel aus der Tasche heraus und fange an, auf der herumzuschlagen. Und baue Spannung auf und zeige dann mit dem Trommelarm auf ihn
und sage: Mögest du eine Wurzelbehandlung bekommen ohne Betäubung? Und, zaubere Vicious Mockery. Jetzt muss er einen DC Wisdom Saving Throw machen. Er failed. Und er kriegt einen Schaden, aber das ist nicht so schlimm, denn er hat beim nächsten Angriff Disadvantage. Oh, ich meine teuren Zähne. So, also er hat beim nächsten Angriff Disadvantage und mit als Bonus-Attack benutze ich Bardic Inspiration. Bardic Inspiration und 5 auf Minx. Also ich zeige dann noch... Oh, die können die selber würfeln, wenn sie möchten. Also die 5 kannst du ignorieren. Kann ich ignorieren, die rollen das selber. Mhm. Aber ich trommel dann weiter und sage: Minx, schlitz ihn auf, los! Und du kannst sozusagen jetzt bei deinem nächsten Roll... Ein oder Ability Check kannst du einen D6 draufballern. Genau, kannst du einen D6 draufballern. Inspiriert von Tilion. Okay. Okay. So. Und also dann gehe ich. Ich verstecke mich aber dann zwischen den Stühlen. Okay, er versteckt sich zwischen den Türen, Stühlen und spielt weiter auf seiner Trommel. Minxi. Der Magier, der da noch ist, der ist wieder zusammengekauert, der gefesselt. Der versucht langsam aufzustehen. Er hat Handfesseln und ein komisches kupfernes Halsband, das er trägt. Wie so eine Art Ring. Er stellt sich langsam auf und atmet schwer und dann sagt er: Ihr könnt ihn nicht verletzen. Und seine Stimme leidet wirklich. Was vielleicht auch an dem Halsband oder diesem Gold- oder Kupferring liegt, den er trägt. Ihr könnt ihn nicht verletzen. Ist das mit einem Schloss irgendwie versiegelt, oder? Ja. Okay. Wo guckt der Vampir hin? Zu dir, Tilion, zum Drachen. Der guckt immer mal so ein bisschen in die Runde. Okay, dann würde ich versuchen, dem Vampir meinen Blütenstaub ins Gesicht zu werfen. Habe ich den? Ja, hast du. Aber du müsstest ein bisschen weglaufen, damit du nicht auch was einatmest. Okay. Dann würde ich Abstand nehmen und dann in seine Richtung werfen. In die Augen. Wo willst du dich hinstellen? Links oder rechts von ihm? Näher an den Magier, hier so die Richtung. Mhm, okay. Nach rechts, ja. Gib mir einen Dexter, warte mal. Hast du schon öfter mit solchen Säckchen geworfen? Ja, das ist quasi meine Spezialität. Okay, gib mir einen Dex Charity Check. Ein Safe oder was? Dex Charity Check, ganz normal, einfach die linke Zahl. Gezahlt. Kannst du auch Sleight of Hand nehmen, da kommt das gleiche bei raus. Oh. Why? Aber du kannst den D6 oben drauf werfeln. Du kannst noch einen D6 crit werfen. Crit Run ist Crit Run, also. Ja, es ist halt trotzdem, genau, es hat trotzdem kritischer Misserfolg. Aber gab's da nicht sowas mit, dass man nochmal würfeln darf? Du bist Halbling, du darfst nochmal würfeln. Nein, sie ist Gnomen, sie kann das nicht. Scheiße. Du darfst nicht nochmal würfeln, du hast keinen Vorteil. No. Du ziehst das Pulver und du möchtest es in seine Richtung werfen. Ja. Er kriegt das mit. Und in dem Moment, wo es sich aus deinen Händen löst, schlägt er es mit einer Hand instinktiv in dein Gesicht. Ui. Und die Kräuter, diese staubige Substanz, breitet sich bei dir aus. Wie so Sporen. Gib mir mal einen Constitution Saving Throw. 10. Oh, Glück gehabt. Okay. Du hast schon öfter mit Giften und Ähnlichem hantiert. Du weißt genau, wie du dich verhalten musst. Du hältst die Luft an, drehst dich in die andere Richtung, damit nichts in deine Nasenporen kommt, und wartest. Das Pulver beeinflusst dich nicht. Möchtest du noch was machen? Ich würde gerne versuchen, während ich mich wegdrehe, die Fesseln von dem Magier zu lösen. Das Werfen war deine Action. Du kannst die nicht mehr lösen. Du kannst dich noch bewegen. Ansonsten erstmal nicht. Okay, dann würde ich mich gerne hinter diesen Magier von dem Vampir wegbewegen. Okay, du bewegst dich ein bisschen weg. Right. Dr. Jockel.
Ich bin dran. Ja. Oh nein! Diese Musik! Doch nicht diese Musik! Und ich fange also an zu zittern. Doktor, also ich fange an, mich zusammenzukauen und am ganzen Körper zu zittern. Keine Trommeln! Trommeln in der Dunkelheit! Und ich caste, verständlicherweise, verwandle ich mich. Ich möchte Wild Shape casten. In was? Ich möchte zu Mr. Breit werden. Dr. Jockel und Mr. Breit? Oh mein Gott. Ich gebe mir Mühe, es laut zu machen, aber ich muss ein bisschen leiser sein. Ja, Mr. Breit. Also meine Haut bricht auf. Überall kommen Muskeln aus mir raus. Ich versuche dagegen anzukämpfen. Nein, Mr. Breit. Mr. Breit. Und der Gorilla steht sofort da und fängt an, wild zu atmen. Überall an ihm hängen noch so Fetzen von meiner zerrissenen Kleidung. Geil. Um seinen Hals hängen zwei kleine Fiolen mit einer Tinktur. Ansonsten quasi einfach nur riesiger Gorilla. Und Mr. Breit stürzt sich sofort auf diesen Vampir. Ja, alter Schwede. Ich möchte den greifen und einfach mit dem Kopf zuerst auf den Boden schlagen. Okay, du möchtest ihn fixieren oder möchtest du ihn verletzen? Ich gehe mal davon aus, ich bin mindestens eine Klasse, eher zwei größer als er, richtig? Ja. Du okay, bist eine Klasse größer. Okay, ich würde ihn fixieren mit beiden Händen und anfangen, ihn zu zerquetschen. Okay. Gib mir einen Athletics-Check. Okay. Du darfst ihn gerne auf Advantage machen. Wow. Nimm die 22. Das ist schon stark. Mr. Breit. Beschreib mir, wie du ihn fixierst. Es gelingt dir. Okay, Mr. Breit holt mit den Händen von oben so aus und schlägt die quasi zusammen. Die Druckwelle, also wirklich die Ohren vom Drachen flattern so irgendwie so. Und man hört das Trommelfell so leicht vibrieren in dem Moment, als die Hände zusammenschlagen. Der Vampir, also man hört ihn noch kurz mit seiner komischen, möchte gern tiefen Stimme und dann ist nur so ein. Als ich zu seinem Oberkörper greife und anfange zuzudrücken. Drückst du ihn auf den Boden? Nee, ich drück nur zusammen. Also einfach zwischen deinen Händen so. Ja, genau. Ich habe so seinen Oberkörper gegriffen und beide Hände greifen um ihn und fangen an zusammenzudrücken mit aller Kraft. Und der Gorilla ist halt, das ist nur Hass in den Augen von dem Gorilla. Die wurde sein Lebensraum genommen, ey. Ist neu. Brot. Mr. Breit, Alter. Möchtest du noch was tun, dich bewegen? Fucking Ich kann mich bewegen? Du kannst dich bewegen, du hast noch dein ganzes Movement, du kannst ihn mit dir ziehen, aber jedes Movement ist Difficult Terrain, also doppelt Movement, wenn du mit dir schlagst. Ich rufe zu dem Affen. Zu der Vampirjägerin, wegen dem Ding. Mr. Breit! Und fang an, ihn so durch den Raum zu drücken. Also ist halt wirklich so, Mr. Breit ist die, keine Ahnung, keine kontrollierte Kreatur, sondern drückt halt diesen Drachen so beiseite, drückt diesen Magier so beiseite und fängt an, über diesen Tresen wegzugehen. Also der Körper von dem Typen wird auch so an der Kante so lang geschliffen. Ja, du kannst dich bis ungefähr neben den Tisch stellen. Ja. Okay, dann stelle ich mich bis hier. Du kannst dich bis hier sogar, wenn du möchtest. Okay. Und riesig. Er packt den Vampir einfach und hebt ihn hoch und geht in deine Richtung, Lilly. Lass mich sofort los! Tabi. Das bin ich. Ich habe meine gezückte Großaxt bei mir und möchte gerne. Also, ich muss in den Nahkampf, klar, ne? Ich gehe in den Nahkampf, ich laufe in den Nahkampf. Aha. Wie viel Movement hat Tabi? 25 Fuß. Also kann er doch hier hinkommen, ja. Oder? Ja. Dann geh da hin mit deinem Dings. Und bei dem Anblick des großen Affens und des kleinen Affens hinter mir drehe ich komplett durch und würde gerne ragen. So richtig. Okay. Tabi rastet richtig. Von vorne und hinten wird er angeschrien. Was soll denn das?
Das war Ware! Ich krasse aus! Tabby identifiziert sich quasi mit dem Affe. Und ich rage rum. Und eskaliere komplett. Du kannst ja nochmal, ich glaube, du kannst Rage auf deinem Charakter-Dings drücken und einfach in den Chat posten. Ja, ja, das hatte ich jetzt vor. Genau. Rage ist ziemlich viel zu lesen, aber im Prinzip macht das, dass alle um mich herum bis zu einem bestimmten, oder um den Mob, quasi um den Boss jetzt herum, dass ich die buffe, wenn sie Damage machen. Ja, richtig? Durch dein Wolf-Totem, das kannst du auch genau, nochmal posten. Ja, Wolf-Totem. Oh, krass. Ich habe nämlich ein Wolf-Totem dabei. Du bist das quasi, du bist die Verkörperung eines Anführers. Genau. Das hier? Oder ich mach schon. Okay, nice, dann mache ich eins wieder raus. Das ist ja meine Action jetzt gewesen, richtig? Also ich stehe quasi davor, sehe den Affe, sehe alles in Rage mit dem Affe. Rage ist deine Bonus-Action, du hast noch deine Action, du könntest angreifen. Ach ja, dann hau ich den jetzt. Und Tavi raged komplett, identifiziert sich mit dem Affe. Der Affe hält ihn dir so hin. Möchtest du auf deine Verteidigung scheißen und einfach draufzimmern? Ja, klar, komplett. Okay, dann Reckless. Ja, Reckless. Dann noch Reckless. Ich scheiße auf meine Verteidigung, die bei so weit 13 ist. Und er heilt rein. Du darfst ein Weapon-Attack. Ich hebe meine große Angst komplett außer Kontrolle. Und schlag damit zu. Wird mit der Großaxt zuschlagen. Ja. Mach's. Du hast sogar Advantage, ne? Ich kann nochmal, ne? Ja. Auf das Plus. Okay. Du triffst. Auf Damage, ne? Yep. Ui. Willst du selber beschreiben, wie du die Axt, wo du die reinhaust? Tabby schwingt seine Axt und trifft den Vampir Nähe seines Bauchnabels, weil Tabby ja klein ist. Mit voller Wucht. Und du hinterlässt eine kleinere Wunde als dir lieb ist, obwohl du schon ordentlich zuschlägst. Vielleicht rasierst du sogar schon ein Stück Bauchnabel ab, der dann einfach durch die Luft fliegt. Oder den Weg des Glücks, ne? Man weiß ja nie. Ja. Okay. Mit solchen Tricks könnt ihr mich nicht aufhalten. Und er guckt euch richtig herab. Ein bisschen doller, als der anfängt zu reden. Das hilft euch trotzdem nicht. Das werden wir ja noch sehen. Und Lilly, du weißt auch, dass wenn man mächtige Vampire tötet, die sich meistens in Luft auflösen oder irgendwie anders entkommen, irgendwo anders wieder neu formen, da seid ihr euch noch nicht so ganz sicher. Aber das wissen Vampirjäger, dass die echt schwer endgültig zu töten sind. Mhm. Okay, Lilly ist dran jetzt, ne? Yes. Ja, ich war der Letzte. Genau. Ich richte mich an Benedikt, an den Magier und spreche mit ihm. Benedikt, bist du's? Ja! Okay. Ja. Hast du irgendwelche Informationen über den Vampir? Und ihr blickt in dieses gequälte Gesicht einer Person, die schon seit langer Zeit in Gefangenschaft gehalten wird. Ein gebrochener Blick, aber mit so einem Funken Hoffnung in dem Moment, wo ihr da seid. Was ist nochmal? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Hast du irgendwelche Informationen, die uns helfen? Ihr könnt ihn nicht mit normalen Mitteln aufhalten. Okay. Das dachte ich mir schon. Wir haben einen Flock. Wir haben einen magischen Flock. Einen Pfähler? Ja. Benutzt ihn! Der ist größer als ich. Okay, eine Frage kurz. Moment noch, ich muss noch kurz die Hunde hier rausschauen. Was habt ihr? Und jetzt seht ihr, wie die einen Schäler. Gesichtsmimik so ein bisschen ernster wird von ihm. Als einen ob er Schäler haben wir. Genau, für meine Füße. Als ob er die Kreaturen, die Wesen, die er eben noch mehr so wie Spielzeug herablassend begutachtet hat, jetzt ernst nimmt und so ein bisschen Panik in seinem Gesicht sich ausbreitet. Wir haben hier einen Wähler und er tendiert dazu die Anti-Vampir-Partei. Ich möchte keinen Gorilla.
Kurze Frage. Ja. Wegen dem Flock, das ist das dann eine Aktion von mir, den Flock zu benutzen? Oder ja. Das ist eine Bonus? Das ist eine Action. Action. Das heißt, und ich kann eine Action und eine Bonus-Action benutzen? Mhm. Ja. Okay. Dann, Ran an den Mann und reingefällt! Okay, ich versuche ihn noch weiter zu fixieren. Ich hole meinen Bogen raus und würde dann Ensnaring Strike benutzen, um den Vampir noch etwas mehr zu fixieren, mit Ranken am Boden festzufesseln, damit Mr. Breit nicht nur die ganze Arbeit hat. Ja. Der Zauber Ensnaring Strike ist eine Bonus-Action. Du müsstest an einem Pfeil schießen, das wäre deine Action. Du könntest den Fehler, diesem Flock, allerdings an wen anders abgeben, damit er das fortführt und dich nur auf deinen Bogen konzentrieren, wenn du das möchtest. Okay. Du siehst, dass Minxie auch schon auf der anderen Seite des Tisches vielleicht so ein bisschen zapplige Füße kriegt. Sich wieder umdreht. Ich habe eine Frage wegen dem Wolfstotem, ne? Muss ich die anderen jetzt daran erinnern, wenn die gleich Damage machen quasi? Oder wissen die jetzt von alleine? Okay. Statt den umschreiben. Also vielleicht als Tipp noch ganz gut, wenn du jetzt den tötest, er halt nicht mehr dran. Genau, also er ist jetzt halt nach dir direkt dran. Ich würde dir sogar erlauben, den Flock um eine Pfeilspitze zu binden oder so. Ui. Das kann ich das einfach kombinieren, den Flock mit diesen Ranken? Du kannst jetzt die Ranken benutzen und dann kannst du einen Pfeil schießen oder du kannst die Ranken benutzen und mit deiner Aktion den Flock um die Pfeilspitze binden. Eins von beidem. Okay, nee, dann würde ich einfach den Flock nehmen und als Pfeil sozusagen und den Pfeil oder den Flock halt in den Vampir schießen mit meinem Bogen. Okay. Wir haben nur den einen. Du darfst nicht verfehlen. Den einen Wähler. Trotz der großen Gorilla-Pranken. Trotz der großen Gorilla-Pranken zappelt er, windet sich und ist sehr kräftig. Ne? Er schafft das sogar einigermaßen, die Teils auseinanderzudrücken. Zusätzlicher Halt wäre nicht schädlich, aber du kannst auch versuchen, den Flock zu benutzen. Oh mein Gott. Ja, ist wirklich kritisch. Wir müssen ihn fixieren. Okay. Fixieren ihn! Minxie, soll ich dir den Pfahl zu... Kann ich mit dem Bogen dann den Pfahl einfach zu ihr befördern? Du kannst ihn einfach durch die Luft werfen. Ich erlaube dir das als Free. Okay. Minxie, hier, nimm du den Pfahl, den Flock erstmal. Ich versuche ihn noch weiter zu fixieren. Warum gibt ihr ihm nicht den Affe? Der ist doch viel später. Der ist ja erst am Ende dran, oder? Ah, der ist nicht Liste. Ah, okay. Ja, der hat keine Hand frei. In dem Moment wurde ich. Stimmt, der hat keine Hand frei. Also, dem kannst du keine Pläne machen. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber mit mir. Alright. Okay, ich werfe Minxie den Flock zu. Mhm. Und danach würde ich dann meine Insane Strike benutzen, um den Vampir zu fixieren. Okay. Cast Spell einfach, ne? Aha. Der Flock wird durch die Luft geworfen. Minxie, macht mal einen Slide of Hand Check als Reaction. Warte. Ja. Er fällt neben dir auf dem Boden. Aber du kannst die Bardic Inspiration benutzen, wenn du möchtest. Ja, das solltest du tun. Du kannst also einen D6 nochmal würfeln. Ja. Du hörst hinter dir die Trommel von Tilion. Wie geht das nochmal? Einfach slash R ein D6. Das reicht. Ja! Mit einer 10 kannst du ihn fangen. Also folgendes passiert. Lili wirft den Pflock in Minxies Richtung. Hinter ihr die Trommelgeräusche. Sie dreht sich rechtzeitig um, fängt den Pflock aus der Luft und die Sporen verschwinden. Lili, du darfst deinen Zug weitermachen. Snaring Strike wurde gecastet. Mhm. Also auf Damage oder was? Du ziehst einen Pfeil. Du
lässt deine Magie in die Pfeilspitze fließen und jetzt darfst du einen Attack Roll machen mit deinem Longbow. Achso. Warum funktioniert das nicht? Moment. Ah. Ui. Oh mein Gott. Wo zielst du hin? Ich ziele auf den Oberkörper, sodass er von den Ranken gefesselt, also durch die Ranken halt gefesselt wird und sich dann auch nicht mehr so gut bewegen kann. Was sind das für Ranken? Ganz normal natürliche oder sind die vielleicht auch so ein bisschen auf dein Theme angepasst, so ein bisschen wie dein Drache zum Beispiel? Ja, die sind halt mit Dornen versetzt auch zum Teil und okay. Grün, dunkelgrün. Du schießt auf seine Brust und du triffst ihn auch. Und im nächsten Moment gelingt dein Zauber, als mehrere Ranken aus der Pfeilspitze schießen und sich um ihn herum aufbauen. Mit dem Boden, mit dem Tisch, überall drumherum mit verankern. Und Dornen sich in sein Fleisch bohren und ihn fixieren. Was fragt ihr? Was soll das? Wow. Voll wichtig, der Treffer. Er wird sich jetzt von deinen Dornen fixiert. Kriegt er auch noch Damage? Ja. Vom Longbow, ne? Du darfst noch auf den Damage bei Longbow klicken und bei Damage von deinem Ensnaring Strike. Ja, gut. Den kriegt er jedes Mal, wenn er dran ist. Solange er von diesen Dornen befallen ist. Oh, wow, eine 11. Krass. Okay, der Pfeil bohrt sich richtig tief in seine Brust. Okay. Möchtest du noch was machen? Ich würde noch. Überleg gerade. Nee, ich glaub, ich bleib da stehen. Okay. Tillian. Ich? Oder war Minx die vorne? Ich glaube, du bist nicht. Nee. Ich dachte, der. Ist erst. Also, wenn ich dran bin, okay. Achso, ist er erst dran? Ich glaube, er ist vor mir dran. Er versucht, sich von den Ranken zu befreien. Schafft es allerdings nicht. Super. Ja! Und jetzt seht ihr, wie sich Hass in seiner Gesichtsmimik ausbreitet. Wie er anfängt, so ein bisschen wie der Gorilla hinter ihm, so ein bisschen unkontrolliert zu sabbern. Ihr werdet mich niemals aufhalten. Ich werde euch alle der Reihe nach abschlachten. Tillian. Ich habe 25 Fuß Movement. Ich schaffe es. Das hier ist ein Tisch wahrscheinlich, ne, in der Mitte? Ja. Okay. Der Affe blockiert diesen Zugang hier, der ist ja riesig. Nee, wir sind zwei Klassen auseinander. Du bist Halbling, ne? Du kannst einfach unter mir durchlaufen. Ah, ich kann unter den durchlaufen, okay. Ja. Willkommen in der Welt der kleinen Charaktere. Ja, ich glaube, es reicht trotzdem leider nicht, um auf Nahkampf zu kommen. Leider nicht ganz. 5 Fuß zu wenig. Deswegen bewege ich mich... Du kannst ihm die Fesseln abmachen. Ich habe leider nichts zum Abmachen. Fußnagel. Ich überlege ganz kurz. So, ich habe eine Idee. Ich gehe runter zum Tisch, beziehungsweise, Moment, ich hole mir kurz meinen Lineal, dann weiß ich, wie viele Fuß das sind. 15 Fuß hierhin. Und zaubere, benutze einen Zauberspruch und benutze Silent Image. Und ich möchte um den Vampir als, also für Style, mehrere silberne Flöcke auftauchen lassen. Oh, das ist gut. Die alle sich um ihn rum bewegen in so einer Art Illusionsmagie, damit er nicht erkennen kann, was der echte Flock ist und er ständig die Bedrohung hat, dass der nächste sein Ende sein könnte. Dafür hole ich meine für diesen besonders tödlichen Zauber
hole ich meine Laute heraus und verzaubere ihn jetzt. Warte, ich poste kurz den Spell. Also ich hole meine Laute heraus und werde in einem Umkreis von... Jetzt kommt, Achtung, nicht erschrecken, kommt, glaube ich, ein Block. Scheiße, ich habe hier gerade... Zack. Und in diesem Umkreis bewegen sich so Flocks um ihn rum. Also so Flöcke, so silberne Flöcke. Und ich hole meine Laute raus und sage, hier, ich hoffe, davon lässt du dich beeindrucken. Und dann kommen überall diese spitzen, silbernen Vampir-Töter vor ihm. Und du siehst, wie sein Kopf anfängt, sich nach links und rechts zu bewegen und versucht herauszufinden, wer ist. Naja, er weiß ja, dass das alles Illusionen sind. Der Echte ist ja noch bei Linksy. Aber er ist trotzdem irritierend. Gut, dann, 15 Fuß bin ich gegangen. Gehe ich noch 10 Fuß nach unten, um den Weg für Minx frei zu machen. Mhm. Damit sie da keine Probleme hat beim Durchlaufen. Okay. Ah. Und für meine Bonus-Action hole ich meine Trommel raus und gebe Minx wieder Bardic Inspiration. Ich wollte es nur, damit der Bardic Inspiration Wurf weg ist. Und bei dem nächsten Attack Roll kannst du dir wieder 1d6 oben drauf. Okay, Minxy. Okay, du Stinke-Vampir, du hast es geminxt. Ja, du musst rumlaufen, also du kannst nicht direkt hinlaufen, leider. Also wenn du nicht durch den Kamin brechen möchtest, musst du um den Kamin. Ja, also ich werde dafür. Okay. Rumlaufen. Dann laufe ich hier und dann einmal unterm Tisch entlang. Okay, ja. Komme ich hier so raus? Oh, das ist gut. Jetzt ist die Frage, wenn ich meinen Staub benutze, ist das eine Bonusaktion? Nein, das ist eine Action. Also du hast jetzt in einer Hand den Flock, den magischen, und in der anderen erstmal nichts. Wenn du den Staub benutzt, ist das eine Action. Wenn du angreifst, ist das auch eine Action. Also kann ich nicht Staub und Flock nutzen? Nee, nur den Flock. Richtig. Oder nur den Staub. Aber ist ja eigentlich eine gute Ausgangsposition. Der wird ja immer nur festgehalten von den Ranken. Das ist eigentlich... Okay, dann komme ich so unterm Tisch hervor und springe ihm schreiend entgegen mit dem Flock Richtung sein Herz. Du darfst wegen dem Totem darfst du auf Advantage angreifen und du hast ein 1d6 obendrauf. Du kannst voll crazy. Und das ist eine Sneak Attack. Lilly? Ja? Möchtest du eventuell, dass Akando das Ganze noch verstärkt? Kann ich das einfach machen? Ja, du kannst Akandos Infused Strikes posten, und wenn du das möchtest, und ihm den Befehl dafür geben. Okay, Sekunde. wo ist denn das? Wo finde ich das? Bei Akando. Einfach den Bogen von ihm öffnen und dann... Ja. Ach, wir dürfen einfach an der Totem und alles erinnern? Ja. Ich dachte, wir müssen halt so RPen halt. Nee. Ist halt cooler, wenn ich es RP, aber ihr dürft das auch so machen. Okay, einfach in den Chat posten, ne? Aha. And another creature with infernal feedbacks. Okay, Akando, hilf Minx, los! Okay. Alter. Ich gestalte das Szenario. Folgendes passiert. Boah, Minx rennt unter dem Tisch entlang. Springt auf den Vampir zu. Und ihr könnt jetzt immer mitmachen, während Dr. Jockel oder Mr. Breit, Entschuldigung, ihn immer noch zusammendrückt und versucht, ihn anzugreifen. Durch Tabbys Weisheit erkennst du sofort die Schwachstelle. Gib mir einen Weapon Attack auf Advantage. Wie geht das? Mit dem Dolch einfach. Mit welcher? Dem Dolch? Ja.
kannst den Dolch dafür nehmen, dass es ein Flock ist, quasi ein Dolch. Auf das Plus drücken bei der 24. Ja. Boah. Wow. Oh mein Gott, Alter. Das heißt, jetzt gibt's noch jetzt 50 du haust, Schaden oder pass so. Auf. Also, Minxi springt hoch, trifft das Herz, findet die exakt richtige Stelle. Und Tabby unterstützt dich so gut, dass der dir mit der Axt von ihm, mit der flachen Seite der Axt, nochmal auf die Rückseite des Pflockes gegendonnert. Hör mal drauf, Tabby, hör mal drauf! Zusammen rammt ihr das Ding rein. In dem Moment, wo ihr das macht, aktiviert sich das. Ihr hört so eine Art komisches, magisches Surren. Und wie ein Torpedo sprießt das oder spießt sich das noch weiter rein. Währenddessen schreit Xato. Von hinten hört ihr die Trommeln von Tilion. Und du darfst noch einen D6 draufwürfeln, Minxi. Der Totem ist vergessen, ne? Hat das sie ist schon? Drin, hat sie ah, schon. Ist schon okay. Sie muss nur noch einen D6 machen. Und noch ein D6 und noch ein D6 von dem Infused Strike. Ja, noch ein D6. Ui. Eine 29. Du triffst ins Schwarze. Du triffst so gut, wie du noch nie getroffen hast. Gleichzeitig, wie hört sich Akando an, Lili? Ja. Oder er so. Wie klingt er so. Und gleichzeitig. Er so ein bisschen tolpert dich auch. Gleichzeitig konzentriert sich Akando auf den Angriff. Hört auf Lilis Befehl und um den Dolch herum siehst du plötzlich eine Art magisch auftauchende Säure um den Pflock herum. Und all das wird in sein Herz gedrückt. Der Vampir zerfällt sofort zu Staub. Ja, genau das finde ich lustig, Herr Vampir. Jetzt rauchen. Genau das. Und der Kampf ist vorbei. Wow. Yay! Yeah, ja, Mann. We did it! Sehr gut, Leute. Das war geil. Nice. Alter, das war ein mega, mega Foto-Finish. Übel geil. Mit allen Support-Sachen. Alter, ja, war komplett gebufft. Oh. Benedikt läuft in eure Richtung. Wir haben nicht viel Zeit. Sie kommen. Es wird dunkel. Es ist dunkel. Oh, shit. Und das Einzige, was übrigens zurückbleibt, ist ein Schlüssel, der auf dem Boden fällt, auf der Asche von Xatu. Der hat ungefähr die Größe wie das Schlüsselloch von Benedikts Halsring. Ui. Ich schnapp mir den. Ganz schnell. Aber wir hatten noch eh Dietrich dabei. Wir müssen diese Halsmanschette aufmachen. Das ist ein Gürtel. Wir müssen uns beeilen. Hey, Benny. Ja. Der stinkt. Kannst du dich mal bücken? Ich bin nicht so groß. Oh mein Gott, das will ich nicht sehen. Ich bin zu alt dafür. Vielleicht gibst du den lieber der Affe. Der Affe. Der rennt von mir weg. Affe, bleib hier. Gib mir den Schlüssel, ich mach das Schloss auf. Ja, bitte. Bitte schön. Macht Mr. Breit die ganze Einrichtung kaputt? Ja, Mr. Breit hat den Amor gemacht, den ganzen Raum kaputt. Der ist komplett auf 180, den kann gar nichts aufhalten. Okay, und die anderen lösen dann den Halsring? Ja. Ja. Ich guck zu. Ah, er löst sich. Und Benedikt stellt sich erstmal vor. Ich bin Benedikt Charim. Ich glaube, euer Gesicht habe ich schon mal gesehen. Und er guckt Lilly an. Ja. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich konnte durch den Ring nicht zaubern. Oh. Und er hebt eine seiner Hände und versucht, eine Flamme zu erzeugen. Und eine kleine Flamme kommt auch. Nein. Oh, macht er Feuer? Ein bisschen, aber nur ganz wenig. Okay, Mr. Breit rennt aus dem Raum und springt aus dem Fenster. Der passt gar nicht durch oh, die Tür. Nein. Ja, er schlägt halt die Tür kaputt, springt aus dem Fenster und ist weg. Mr. Breit, tschüss. Ui. Was ist das jetzt mit Mr. Breit? Mr. Breit springt vom Balkon in die Dunkelheit. Und naja, da ist ja bestimmt irgendwo ein Baum. du fällst sehr tief. Irgendwann hört ihr ein lautes Bruck und dann das Kreischen eines Gorillas, das auf dem Burghof für Unruhe sorgt und in der Schlacht. Der unten alles kurz und klein schlägt, Alter. Geil. Okay, wir müssen gehen, ja. Wohin willst du gehen? Wir sind noch lange nicht draußen. Nach draußen? Eigentlich hätten wir uns an den Gorilla festhalten können und der runterspringen können.
mit uns. Da ist eine Tür. Benedikt, wo müssen wir hin? Oh, wir müssen von der Mauer springen. Auf gar keinen Fall. Wir sind an der Rückseite. Vertraut mir. Mach die Tür auf, schnell. Okay. Oh mein Gott. Du hast doch... Ach, die Tür war auf. Ich komm hier nicht durch. Oh. Kando, komm mit. Darf ich auf dem Drache reiten? Ja, kannst du machen. Bleib stehen, Drache. Ich setze mich hier nach vorne. Oh Gott! Ich bin vielleicht von der Mauer gesprungen. Los, Drache, flieg! Flieg! Ihr solltet alle sterben und flieg mit dem Drache. Snow? Ja? Ihr müsst hier sein, also... Ja, wir sind hier, genau, perfekt. Auf der Mauer. Das ist, ihr kommt hier auf der Unterseite des Turms wieder raus. Okay, alles klar. Kann ich mich dahin bewegen? Ja, glaube ich. Oder? Ja, ihr könnt euch bewegen. Und dann passieren zwei Sachen. Du musst mich bewegen. Achso, wo bist du denn? Sorry. Und jetzt Tabby, der Drachenreiter. Hallo, ich bin auf dem Drachenreiter. Oh, Benedikt. Ich bin schon wieder weg. Benedikt jagt nach vorn. Und los, schnell, folgt mir. Und rennt die Treppe entlang. Humpelt so ein bisschen. Scheiße, ich kann... Ich bin schon wieder weg. Steuern. Ich kann nicht mit. Hilfe. Wo bist du denn? Rechts wieder. Sobald ich mich bewegt habe, wurde ich da hingeportet. So. Kann ich beide gleichzeitig steuern eigentlich? Ja, wenn du Drag and Drop mehrere Token markierst. Ich sitze auf dem Drache, ne? Ja. Ah, okay. Okay. Mach ich mal so. Tabby, der Drachenreiter. Kann dein Drache fliegen? Nee, der ist noch zu jung. Scheiß Drache. Entschuldigung? Runter von der Kando. Oh, nein, das war... Warte mal, das ist der Affe wieder. Gib mir mal einen Athletics-Check, Mr. Prall. Gib mir mal einen Athletics-Check. Okay. Also ihr lehnt euch an die Mauer, ihr guckt da runter und ihr seht diesen Burghof. Bewegt euch nicht zu weit, stopp. Ihr seht den Burghof unten. Und hier unten seht ihr, wie mehrere Leute miteinander kämpfen. Ihr seht so diese kleinen Silhouetten. Und plötzlich bricht Mr. Breit wieder hoch an der Mauer, hat sich wieder hochgezogen. War entweder nicht ganz unten, hat sich irgendwo festgehalten oder ist den ganzen Weg wieder hochgeklettert. Und marschiert weiter. Benedikt erschreckt sich. Oh, da müssen wir sowieso lang. Und dann passiert Folgendes. Bevor ihr euch diesem Mauerstück zu... bevor ihr euch diesem Mauerstück richtig nähern könnt, bevor... Mr. Bryant, bevor ihr... Oh. So, bevor ihr euch dem Mauerstück nähern könnt, seht ihr, wie noch weitere... ich brauche mal eine D10. Von wem auch immer. Was? Lili, gib mir mal eine D10. /R, Leerzeichen 1, D10. 8, okay. Beholder. Ihr seht, wie an der Mauer hier... An welcher? Hier unten. Das ist so ein, also euer Mauerstück, da verläuft eine Treppe nach unten, ist mit einem weiteren Mauerstück verbunden und ist ein bisschen niedriger. Und da seht ihr, wie noch andere Überlebende, 4 Stück an der Zahl, hier entlanglaufen. Einer von denen dreht sich in eure Richtung. Also ihr seid noch ein gutes Stück entfernt. Warte, sehen nicht alle Mr. Breit? Mir wird gesagt, ich sehe Mr. Breit nicht, nein. Okay, mal nochmal neu. Ich sehe mich nicht, bin riesig. Ach, Mr. Breit ist hier! Ja. Ja, er ist doch vorhin hier rumgesprungen, hast du nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. So. Ihr seht, wie die da langrennen. Gleichzeitig hört ihr so ein komisches Geräusch. Ihr blickt nach oben, blickt an den Himmel und seht Dutzende dort fliegende Kreaturen, wie vorhin auch schon. Ihr seht auch immer noch diese absolut riesige dunkle Kugel, die sich weiter ausbreitet an der Turmspitze. Und plötzlich kommt einer dieser fliegenden Köpfe, der über dem Mauerstück entlang fliegt. Ach, Scheiße. Und aus seinem Maul heraus formt sich ein riesiger Feuerball, der auf die Richtung dieser Überlebenden hier geschossen wird. Ach du Kacke. Und ihr seht, wie die Burgseite, die Mauerseite, an der sie stehen, komplett weggerissen wird durch die Explosion. Und die auch. Okay. Okay, cool. Aha. Oh, da, das ist Qualm. Ich sehe da vorne Qualm. Glaube ich. Oh mein Gott.
Wir müssen hier unbedingt weg. Was war das? Das war ein Einschlag. Das war der Affe. Danach fliegt der Kopf weiter in den Himmel und schießt woanders hin. Und ihr seht, dass noch mehr und mehr davon am Himmelszelt sind. Ihr befindet euch allerdings gerade auf einer Außenseite der Burg. Nehmt die kurzen Beine in die Hand. Ja, wir müssen hier unbedingt weg. Schnell! Aber wo lang? Der Affe könnte über die Mauer klettern und dann können wir flüchten. Schnell! Schnell, folgt der Mauer! Ach du Scheiße. Bei mir steht Game Pause. Oh. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ah, jetzt. Okay. Los, Drache, hier ab! Hier ab, Drache! Jetzt geht's, steht bei mir Game Pause. Hä? Jetzt geht's bei mir. Bei mir geht's jetzt auch. Ich beweg dich für dich. Feuer! Hilfe, Feuer! Oh Gott, spring einfach durch! Vertraut mir, aber... Und er dreht sich zu euch um. Es ist wichtig, dass alle gleichzeitig springen. Oh, und ich kann nur 5 Leuten helfen. Also 1 oder 2 müssen klettern. Was denn jetzt alle? Wer springt? Gabi springt aus dem Weg! 2, 4... Ja, ich... Ich kann nicht klettern. Ich kletter. Ich werde klettern. Kann der Gorilla klettern? Ach, bestimmt. Ja. Ja, aber bei dem Drachen weiß ich nicht. Was ist das mit dem Drachen? Ja, der... Ich reite den Drachen weiter. Kannst du den nicht... Kann Tabi auf ihn drauf und können die zusammen springen? Ja, ich versuch's gerade. Versuch's einfach mal. Wird schon schief gehen. Wir haben keine Zeit mehr. Ich halte mich an seinen Brokkoli-Hahn fest. Okay, ich spring runter. Also, ich kann springen, los. Ja, gleichzeitig. Und er springt sofort. Ich kann meine Kreatur nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, wieso. Bei mir steht Paused. I don't know why. So. Und ihr springt. Er castet Featherfall auf 5 von euch. Auf alle außer Mr. Breit. Und Tabi. Ich sitze auf dem Drache. Ja. Oh, wow. Lilly, Akando wird deutlich langsamer. Ihr alle werdet langsamer im Fall. Und ihr seht diese unglaublich steile, nach unten gehende Klippe. Unter euch dieser Dornenwald, der sich ausbreitet. Und ihr fallt langsam, wie eine Feder. Benedikt lächelt euch zu. Und irgendwann landet ihr unten zwischen diesen Dornenranken, zwischen den Bäumen. Guckt die Klippe hinauf und seht das gigantische Schloss, das ihr hinter euch gelassen habt. Als allererstes prallt Akando auf. Bisschen schneller als der Rest, verletzt sich aber nicht, weil Tabi nicht viel wiegt. Und Mr. Breit muss einen Athletics-Check machen, damit wir wissen, wie gut er die Mauer runterklettert. Oder die Klippe. Ui. Okay. Er ist einfach der geborene Gorilla. Findet unterwegs noch einen Bananenbaum. Ja. Sitzt da schon Bananen fressen. So kommt ihr alle unten an und seid entkommen. Und genau in dem Moment ist mein Browser gecrashed. Es gibt noch ein Resümee, ein kurzes. Hauke, wenn du möchtest, kannst du dich sofort ausklinken. Ich weiß, es ist ja, spät bei dir. Ich würde mich gerne ausklinken, es ist 5:30. Ja. Oh. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Guten Tag euch allen. Ich schreibe morgen nochmal. Ich schlafe ja. Schön. Alles gut. Bye, have a beautiful time. Ihr habt das Schloss hinter euch gelassen. Und ihr steht jetzt da in diesem Wald. Ihr habt es nicht nur hinter euch gelassen, sondern ihr habt heldenhaft überlebt. Zu einem späteren Zeitpunkt erfahrt ihr, nachdem ihr durch den Wald gekämpft habt, erfahrt ihr zu einem späteren Zeitpunkt, dass der Angriff auf das Schloss nur zum Teil erfolgreich war. Nach dem Abschotten des Sonnenlichts folgte ein langer Kampf. Auf beiden Seiten gab es große Verluste. Athasios, der Pikenmeister, und seine rechte Hand Graf Radov wurden seit der Schlacht nicht mehr gesehen. Auch Jahre später nicht. Niemand weiß genau, was mit Nostro passiert ist. In den folgenden Schlachten kämpfte er nicht. Manche sagen, er sei gefallen, andere sagen, er wurde stark verletzt und erholt sich in den tiefsten seiner Kammer. Die übrigen Vampirjäger verloren sich ohne Anführer fast in Hoffnungslosigkeit. Doch ihr habt Benedikt Charin gerettet. Der ehrwürdige Magier trat in Athasios Fußstapfen und konnte den Rest unter neuer Führung wieder vereinen.
Er wurde zum Schlüsselelement der folgenden Jahre und ihr an seiner Seite, sofern ihr möchtet. Ihr könnt auch euren eigenen Weg gehen. Nostro war zwar der gefürchtetste Vampir, doch wo er herkam, zeigten sich neue aufstrebende Vampirfürsten, die das Land weiter in Verdammnis trieben. Und mehr als 100 Jahre später kennt man Veligrad nur noch als das Land der Asche. Das Land der Jäger und der Verdammten. Nur wenige können diese Geschichte erzählen. Ein paar von euch können es. Und ein Mann und eine Kreatur. Oh. That's it, das vollendet den One-Shot. Ja, das war voll gut, ey. Mega cool. Wir haben den, ey, das wisst ihr, darum habe ich immer so auseinandergenommen, glaube ich, oder? Nee, das meine ich gar nicht. Der General, der von Lilly, der Chef, der da kam, ist in der Kampagne aufgetaucht, die ich seit 33 Folgen spiele. Oh, und da auch die Person in dem... Ist das ein guter oder ein böser? Das ist ein guter. Küss den doch. Das ist ein Vampir. Das ist Damon Vampir gewesen. Ach, das ist ein Vampir? Das ist ein Vampir geworden. Und der hat immer noch die Figur, diese Kreatur bei sich. Darum habe ich den auch Seskel genannt. Lol. Oi. Wow. Das spoilern das. Haben wir den Vampir, gegen den wir gekämpft haben, auseinandergenommen? Ja. Also so richtig, ja. Wegen dem Pfeiler-Ding. Total. Ne? Ja. Aber dieses ganze Rumgebuffe so, also ich hatte das nicht auf dem Schirm, natürlich nicht. Das ist meine erste Runde, die ich hier gespielt habe. Aber das hat sich schon episch angefühlt. Und dann alles gebufft war und ne, die Zahl immer, boah, das ist schon. Ja. Ja, ja. Schon besser als GTA cool. Cringe RP. Ich hab einfach auch noch eine 20 rausgeballert. Das war richtig krass am Ende. Das war richtig krass am Ende. Lucky, ey. Ja, good job, ne? Das ist so das Geilste, was man machen kann, um so ein bisschen in Dungeons and Dragons reinzugucken. Normalerweise sind diese Sessions, die man hat, immer nur Teil einer ganz langen Geschichte. Das heißt, das wäre jetzt nur so ein kleines Abenteuer gewesen und dann erlebt man das in dieser ganzen Welt. Und das ist krass. Aber ich habe noch mal eine Frage. Wir haben uns ja vorhin dazu entschieden, den zu retten. War das, wenn wir den anderen Weg gewählt hätten? Und wir können gerne einen Aftertalk machen. Ich lege euch gerne mit offenen Karten alles hin, als was wäre, wenn wir. Achso, aber das hättest du geplant gehabt, ja? Hätten wir den anderen Weg genommen? Ihr könnt jetzt gerne alle Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Ja. Was war die erste? Ich gehe ganz kurz aufs Klo nochmal währenddessen. Ja, dann lasst uns kurz eine Pause machen. Ja, okay, machen wir. Ja, das ist aufs Klo und dann können wir. Alter, der Browser bei mir ist vollkommen abgestürzt. Das Spiel lädt. Das hat. Gleich wieder da. Bis zuletzt durchgehalten. Das war crazy. Das war crazy, Chat. Sexy. Ich habe einfach die losten Rolls gemacht, die existieren. Ja, aber da kannst du manchmal nichts machen. Dafür hat es ganz aber am es Ende passt richtig halt so gut zu dem Charakter. Ja. So, wieder da. Das hat ganz am Ende sehr, sehr gut funktioniert. Das ist D&D 5 Edition, genau. Ne, Snow? Also ein bisschen Homebrew auch. Genau, wir spielen 5th Edition, wir spielen mit eigentlich fast allen Regelwerken, die dazugekommen sind und mit ein paar Homebrew-Regeln. Genau. Wie lange haben wir jetzt gebraucht eigentlich? 4 Stunden, ne? 5 fast. Nee, 4 und ein paar Minuten, 4 und 15 Minuten oder so. Das ist geil. Wieder da. Baby. Vielen Dank. Squeeder? Noch nicht. Wieder. Okay, WB. Dann, bevor ihr Fragen stellt, ihr drei, sagt doch mal, wie ihr es fandet. Habt ihr es euch anders vorgestellt, so als First-Time-D&D-Player? Wie sind so eure Eindrücke? Ich find's bisher richtig gut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass wir, glaube ich, manchmal einem anderen dazwischen gequatscht haben.
oder beziehungsweise öfter dazwischen gequatscht haben. Ja, das ist aber in der Dynamik, glaube ich, gar nicht bösartig gemeint gewesen. Okay. Das ist sowas ist besser, als wenn alle immer ruhig sind, dann diese Awkward-Situationen kommen. Ich glaube, manchmal überlegt man, was man sagt, dann redet man los und dann hat der andere auch losgeredet, dann ist das halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja, das muss man lernen. Aber super das ruft sich ein, ja. Super cool, wenn man sich richtig, also dank dir, Alex, ne? Natürlich. So richtig reinversetzen kann. Während du erzählst und die Musik und man kann sich das schon echt gut vorstellen. Das ist richtig cool. Ja, safe. Ich hatte richtig, richtig Schiss irgendwie, aber das ist halt, man ist ja auch in der Gruppe, man ist ja nicht allein. Dadurch wird einem ja auch so ein bisschen geholfen und dadurch kommt man noch besser rein. Das war mega cool. Schiss war jetzt gar nicht so schlimm, oder? Unbegründet, oder? Ja. Jo. Also habe ich jetzt zumindest das Gefühl. Es hat mir auch ultra Spaß gemacht. War so, wie ich es mir vorgestellt habe eigentlich. Wahrscheinlich noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Bin jetzt ein bisschen angefixt auf jeden Fall. Das war das Ziel. Würde, wenn ich euch jetzt die Frage, also jetzt mal so rein hypothetisch, würde jeder von euch nochmal D&D spielen? Ja. Ja. Würde ich. Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich würde mich allgemein mehr noch damit beschäftigen erstmal, weil ich habe halt auch wirklich gar keinen Plan davon. Ich habe auch keine Roleplay-Erfahrung oder so. Aber auf jeden Fall. Ich fand das total geil mit der Adaption von selber Elfe sein und dann einfach mit reinbringen. Ich glaube, das ist der einfachste Einstieg in sowas. Bevor du dann anfängst, irgendwie rumzudoktern und dir irgendwas ausdenkst und dich nicht wohlfühlst, ist das einfach vollkommen mega nice. Ja, ja, vor allem, ich habe ja auch also wirklich auch gar keine Ahnung von der ganzen Welt und alles, bevor ich da irgendwas mache, wovon ich gar keine Ahnung habe. Ich meine, das habe ich ja eh schon gemacht. Ich hatte ja von vielem keine Ahnung, aber... Ja, ich muss euch ein Kompliment aussprechen. Ihr habt das gut gemacht und jeder von euch hatte ja so eigene Infofetzen und ich finde, ihr habt die super cool mit ins Roleplay gebracht und alle genutzt. Ja. Ja, ich glaube, jeder... Ich habe irgendwann gemerkt, dass jeder so seine Story hatte. Aber es war schon geil. Oh ja, ich muss den Zauberer und der heißt so und so. Und wie heißt denn eigentlich der Anführer der Vampirjäger und so? Ah! Nee, ja, das war echt cool, als ihr das zusammen verknüpft habt. Ja, das war nice. Mein Schleifstein kam nur nicht so Dings zum Einsatz. Ja, einiges kam ich den hätte gebrochen können. Aber das ist halt normalerweise, wie Stella schon gesagt hat, im Rahmen einer Kampagne hat man mehr Zeit. Mhm. Da würde ich euch auch nicht so sputen lassen, wie an manchen Stellen jetzt hier. Aber bei einem One-Shot hat man halt einen Timer. Bei einer Kampagne könnt ihr 5 Stunden lang in der Taverne sein und einfach nur roleplayen, wie ihr esst. Und ich würde euch niemals irgendwie Zeitdruck geben, es sei denn, die Taverne brennt oder so. Das ist halt der große Unterschied zu einem One-Shot. Mhm. Ja. Du lernst auch... Also man hat halt auch so Situationen, wo man einfach Charakter über, also diese fiktiven Charakter über Wochen und Monate begleitet. Das ist ganz merkwürdig auch. Da verliert man sich echt drin. Das ist cool. Da hat man wahrscheinlich auch so ein besseres Zwischenspiel und eine Beziehung zwischen. Da nimmt man das, wenn man Gegner hat, vor allem so mächtige Gegner, nimmt man das auch viel ernster, glaube ich, dann. Ja, wir haben schon, also in so unserer großen Kampagne haben wir schon gegen so einen Beholder, was gesagt wurde, gegen einen untoten Beholder, aber gegen einen gekämpft und da ist einer unserer Gruppe halt auch gestorben bei. Oh. Also es ist schon ziemlich krass und wir haben allgemein, ich glaube, von der Ursprungsgruppe ist keiner mehr übrig. Also es sind wirklich super viele Leute gestorben und das ist immer wieder krass. Spoilerwarnung an der Stelle. Ja. Krass. Ja. Also Spoilerwarnung, aber... Halt, daran habe ich vorhin auch die ganze Zeit gedacht. Weil ich saß hier und dachte mir so, soll ich jetzt den Stein nehmen und den Opa bewerfen oder soll ich auf die Knolle werfen? Da dachte ich mir so, mach das besser nicht, vielleicht kannst du sterben. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem Biss dann, ja. So, wenn ihr möchtet, ja, kann ich euch gerne fragen und was wäre, wenn es beantworten. Wenn ihr ja, meine Frage war das, wenn wir nach links gegangen wären in die Halle, wo die Vampire... Ja, das würde mich auch interessieren. Also wenn ihr Benedikt zurückgelassen hättet? Ja, genau. Mhm. Okay, dann werdet ihr auf diesen Burghof hier gekommen. Mhm. Ich platziere eure Token. Oh shit, ich muss das erstmal wieder laden. Oh, das ist mein anderer Token. Süß. Okay, dann wären wir auf dem Burghof, okay. Und dann hätte euch hier eine Vampirin angegriffen. Diese Dame hier, diese Reizende. Mhm. Reizend. Die wäre, während ihr über den Burghof gewandert wärt, auf die Mauer gesprungen, hätte euch angefaucht und dann einfach runter und Instant Combat. Wäre die genauso stark gewesen wie der andere Vampir? Nein, ne?
Nein. Ähnlich. Der Kampf wäre ähnlich gewesen. Aber dann hättet ihr euch halt durch den Burghof kämpfen müssen, da weiter und den Vampirjägern entgegen. Ich sehe auch nichts, Chat. Das tut mir leid, ich kann es nicht zeigen. Bei mir ist auch alles down. Oh, warte mal, vielleicht. Also ich hatte einen Disconnect und auf einmal war alles weg. Jetzt vielleicht? Nee, ich komme nicht mal ins Spiel rein. Foundry ist wieder Katastrophe. Ich mach dir einen Screenshot. Jupp. Ja, das heißt, wir hätten auch gar nicht einen von den Bossen sozusagen, wären wir gar nicht begegnet oder was? Unwahrscheinlich. Okay. Aber wenn ihr es in die Richtung gepusht hättet, wäre auch das passiert. Ja. Wären wir alle gestorben. Jawohl, wir hatten ja die ultimative Waffe dabei, ne? Mhm. Ja, cool. Aber hätte das nicht getroffen, dann hätten wir die auch verloren, oder? Die in den Block. Ja. Ja, der hätte sich zerstört, wenn ihr eine falsche Stelle getroffen hättet. Dann hättet ihr den Kampf weiterkämpfen müssen und dann wäre er deutlich schwerer gewesen. Ja, map-technisch habt ihr alles außer dem Burghof gesehen und einen weiteren Korridor. Das wäre der hier gewesen. Oder nee, da habe ich euch, glaube ich, sogar reingemacht, ne? Hier waren wir drin. Ja, doch, für die Lichtszene, ja. Doch, da habe ich euch reingemacht. Dann habt ihr map-technisch alles gesehen, außer diese Wandszene hier. Die haben wir nicht gebraucht. Die anderen waren schöner. Ach so, ja. Mein Favorit ist absolut das hier. Das ist absolut insane gewesen. Mega geil. Ja, diese Dings, ne? Die fliegenden Köpfe waren auch super. Oh Gott, die waren so verlassen. Ich bin jetzt in deinem Stream übrigens, ich kann das sehen, also alles gut. Okay. Ja, und dann mache ich nochmal den Burghof an. Ja, also größtenteils habt ihr den Burghof nicht gesehen. Ich kann euch auch noch einiges zu den ganzen verschiedenen Räumen sagen. Soll ich euch allgemein sagen, was ihr übersehen habt? Ja. Ja. Okay, also die Tränke, die ihr gefunden habt, hättet ihr natürlich benutzen können. Kam dir jetzt nicht zu, aber ist ja nicht schlimm. War ich auch am Überlegen beim Kampf gegen den Dings, ob ich den erst nutzen soll, bevor ich da hinrenne und dann zu. Das habe ich voll vergessen, ehrlich gesagt, dass wir die haben. Aber die hätten. Mein Trank zum Beispiel hätte mich ja nur größer gemacht und nicht stärker, oder? Doch, der wirst auch stärker damit. Ja, du wirst auch ein bisschen stärker damit. Ah, okay. Also, ihr hattet eine Potion of Growth, damit wäre einer größer und stärker geworden. Die hatte ich. Ihr hattet die Potion of Longevity, das ist das, womit man an sein Alter schrumpft. Was ist denn das mit dieser Longevity genau? Hätte man das dem alten Mann geben können, wäre der stärker gewesen? Nein, das ist einfach nur ein Trank, der da gebraut wurde. Dadurch kannst du einfach dein Alter reduzieren. Das ist um die Vielfalt, die alchemistische Vielfalt dieses Wesens zu verdeutlichen. Ich habe noch eine Frage. Was wäre passiert, hätten wir den Fake Benny nicht übergeben, sondern hätten den mitgenommen? Hätte der dann mit uns gekämpft? Ja, der hätte mit euch gekämpft. Oi. Ja. Auch cool. Ich wollte den mitnehmen. Ihr hättet den mitnehmen können. Oh scheiße, Mann, das ist die zweite Chance, wo ich Seskel nicht mitgenommen habe. Oh. Ihr hättet den mitnehmen können, hätte ich absolut erlaubt. Die grüne und rote Flasche, das eine war Säure, hätte 2d6 Acid Damage gemacht bei Kontakt. Die rote Flasche hätte 2d6 Poison Damage gemacht gegen den Con-Save DC 13. Oh. Die blaue Flasche war einfach nur Potion of Longevity, genau, also Alter schrumpfen. Dann hattet ihr eine Potion of Growth, dadurch hätte einer größer werden können. Den Mondstaub, den sich Minxi gebastelt hat, diese Kräutertextur. Wenn das getroffen hätte, wäre der Vampir zusätzlich noch poisoned gewesen. Das ist eine Condition, zusätzlich genervt, hätte Debuffs gehabt und mehr Probleme. Ansonsten, ich will jetzt nicht zu viel in manchen Sachen sagen, aber wenn ihr zum Beispiel wenn ihr noch ein bisschen nerviger bei Nostrum gewesen wärt oder so, hättet ihr noch ein paar andere Zauber rausgeholt. Okay. Achso, als er die Leute da verbrannt hat und so? Ja. Ja gut, aber ich muss sagen, Hauke war da schon sehr nervig. Ja, aber... Genau. War das, wenn wir das Buch nicht übergeben hätten? Also wenn Dings sich geweigert hätte? Ah ja, stimmt. Dann wäre es wahrscheinlich zum Kampf gekommen. Oh, Leute, so schlimm! Ja. Nachdem wir die Waffen hatten oder bevor? Das war nach denen, ne? Die hätten uns gestompt. Die hätten das platt gemacht, Mann. Ja, ihr müsst Lili auch so ihr müsst, eine alte Petze ist. Ihr müsst euch in die Leute hineinversetzen. Das sind Anführer des letzten Widerstands in ihrem Land quasi. Und diese Forschungen, die greifen nach allem, was die kriegen können, um ihr Land zu retten. Ja. Krass. Die müssten alles sicherstellen.
Man hätte auch noch Ratten finden können und das zu bespielen, weil viele von euch Speak with Animals und so haben. Mhm. Die hätte ich, ich habe mir überlegt, ob ich die mit einbaue oder nicht. Mhm. Habe ich dann gelassen, weil wir uns auf einem Timer bewegt haben und ich weiß, das wären nochmal 15 Minuten gewesen. So leid es mir tut, ich freue mich, wenn ihr alles machen könnt, aber ich muss halt so ein bisschen das Time-Management noch. Ja, klar. Ja, ja. War ja auch perfekt. Ich habe sogar Rattengeräusche versucht zu lernen vorher und ich kann es nicht. Ich kann nur Hamstergeräusche. Können wir da mal eine Aufführung haben? Wie sind auch Rattengeräusche? Oh ja. Das ist halt Hamster oder Schwein. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte einfach das gemacht und gesagt, stell dir vor, das ist eine Ratte. Geil. So. Ja. Wenn ihr noch länger im Turm gewesen wärt, wäre da vielleicht auch noch was passiert. Vielleicht wäre der eingestürzt oder so. Vielleicht hat ihr die Zeichen eines Kampfes mitbekommen. Vielleicht ein Feuerball, der daneben geht. Alles, um so ein bisschen Momentum oder Tempo reinzubringen. Ansonsten, in den Korridoren hätte man sich verlaufen können. Da hätte man auch noch auf die Gnoll-Witherlinge, also so heißen diese Skelette, treffen können. Man hätte auch, und so habe ich das eigentlich gedacht, dass es passieren wird, die zwei Gnoll-Witherlinge in eurer Turmkammer bekämpfen müssen. Ich habe genau, da wollte ich auch fragen. Ich habe die ja relativ relativ solide rausgelockt, aber die hätten wir auch bekämpfen können, ne? Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr die bekämpfen müsst. Ja, aber ihr habt die ich nicht damit gerechnet habe, dass euch was Clevereres einfällt, aber ihr habt es halt ohne Kampf gelöst. Ihr habt die ja komplett auseinandergenommen mit dem Zauberspruch, die Tür aufmachen und so. Ja, das ist auch jetzt auch nicht im Sinne von cleverer einfällt, sondern mehr so im Sinne von, dass ihr halt Bock habt, die einfach anzugreifen. Weil aber ihr habt es anders gelöst und dann sind die halt weggegangen. Und wenn ihr gegen die gekämpft hättet, hättet ihr halt Verletzungen gehabt. Wenn ihr gegen einen Vampir vorher gekämpft hättet und Xato oder so ordentlich verärgert hättet, hättet ihr Verletzungen gehabt. Wenn ihr Verletzungen gehabt hättet, hätte Graf Moldak euch ganz genau untersucht, wegen Bisswunden und so ein Scheiß. Ne? Also der ist Hat er gefragt, ja, genau. Also das hätte sich komplett anders ausgespielt, aber ihr saht unverletzt aus und deswegen hat er euch auch ein bisschen mehr vertraut, wegen der Seske-Sache und allem. Und Lilly war natürlich dabei. Mhm. Das war auch sehr wichtig. Ihr hättet Seskel auch im Turmzimmer zurücklassen können. Da wären auch ein paar andere Sachen passiert. So. Wir hätten den kitzeln sollen. Ja. Hm. Ansonsten. Mal kurz nachlesen. Ja, der Kampf mit Amand Xatu hätte halt ganz anders laufen können. Benedikt hätte sterben können. Oh. Krass. Ja. Das war auch mein erster Gedanke, weil ich rechts an der Tür stand. Ob ich, bevor ich angreife, überhaupt erstmal da hinlaufe und den irgendwie wegziehe oder so. Der hat aber auch gut, das wurde aber auch immer gut gesagt, so von wegen, ja, pass auf, der kriegt jetzt schon wieder aufs Maul. Ja. Und ihr hättet rein theoretisch auch gegen die Gnoll-Skelette, gegen den Flameskull, die brennenden Köpfe und gegen diese geflügelten Köpfe kämpfen können. Wenn ihr es geschafft hättet, Vampire komplett zu meiden, wäre das wahrscheinlich dein Counter gewesen. Oder beides, wenn ihr genug Zeit gehabt hättet. Mhm. Und denen nicht aus dem Weg gegangen wärt. Ihr hättet auch das Ganze ohne einen einzigen Kampf beenden können. Was wäre passiert, wenn ich dem blauen Trank dem komischen Vampir gegeben hätte? Dann wäre der jünger geworden. Also das hätte jetzt nichts dran geändert, weil... Nur wenn du dem ganz Vampir viele gibst... Dann wird er ein Baby. Nee, es kann was Schlechtes passieren, geben wenn er ganz viele trinkt. Ja, that's basically it. Benjamin Button-mäßig, oder was? Okay. Sexy! Alles klar. Dankeschön. Also, gerne. Danke für die XP, danke fürs Erfahren. Cool. Ja, vielen Dank, Snow. War mega cool. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet sehr Spaß. Wichtig, dass alle Bock hatten. Das ist nämlich dafür da. Das ist echt nice. Oh Gott, jetzt bin ich endlich in diesem Server-Ding. Aber das bringt natürlich jetzt nicht mehr. Gut, fantastisch. Ich bin jetzt raus. Ich danke euch fürs Mitmachen und gerne nochmal. Ich danke euch sehr gerne. Ja. Dann. Danke. Und schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Du. Bye. Tschüssi. Bis dann. Danke, Alex. Bye bye. Bye bye. Und du bleibst immer breeden. Für immer und ewig. Tschüss. Ja. Okay. Eieieiei.
Wow, war richtig cool. Danke übrigens für die Subs und Resubs. Ich konnte leider nicht drauf eingehen. Ihr habt gesehen, warum. Nochmal D&D wäre geil. Das hat ey. Wow. Ich meine, klar, war meine erste Runde. Ich müsste noch viel lernen da. Aber ich glaube, wenn du das so richtig auf dem Schirm hast, mit allem, was du so machen kannst, ausschöpfen kannst quasi, wie man beim Hauke gesehen hat, und auch bei Stay, so, die ja schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten, kannst du da richtig krasses Zeug machen und coole Storys erleben. Richtig cool. Ich hoffe, ihr wart trotzdem mit meiner überaus Dings zufrieden, mit meiner Leistung. Hast du ja gestern noch so, ja, das ist einfach, Bruder. Also ich saß hier, ich habe zugehört, die Story so verfolgt, habe versucht, mich einzubringen. Und so wie er rübergebracht hat die ganze Zeit, auch das Ambient Sound, ne? Und auch die Maps. Ich weiß nicht, ob die Maps selber erstellt wurden dafür oder ob das so voll langsam, keine Ahnung. Aber ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Lord, vielen lieben Dank für den Resub im 4. Monat noch und hallo. Und Thanatos, Dankeschön für den Resub im 8. Ich habe keine Ahnung, warum die Dings nicht angezeigt werden hier, obwohl... Doch werden sie, aber die werden da angezeigt. Ja, sind selber gemacht, beziehungsweise Stay und Snow und Artist dafür, okay. Absolut cool. Und das ist halt im Prinzip richtiges EP. Cool, cool. Mal gucken, vielleicht können wir ja irgendwann mal. Ich denke mal, Breeden wird sehr ausgebucht sein. Aber vielleicht besteht, wir hatten ja schon mal vor mit Mila und Lucky und ich weiß gar nicht, wenn noch. Ich glaube, Edel oder Bomfer oder Edel und Bomfer und ich, wir hatten ja soweit auch schon mal vor, wie wir Lust darauf hatten. Vielleicht entsteht das mal in Zukunft noch. Auch für einen One-Shot oder für eine ganze Dings. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat sogar Lucky soweit drauf als Game Master. Ich bin mir nicht sicher. Aber wäre auf jeden Fall cool. War mal was anderes. Ist auch eine coole Gruppe, nicht so verkrampft. Ja. Naja, die XP von Hawkins, die haben halt schon vieles gelockert, ne? Bomfer-Bock, sagt er. Ja, du doch auch, Lucky. Das wäre halt cool, wenn wir so intern eine eigene Kampagne starten könnten. Das wäre absolut insane. Das wäre richtig sexy. Habe nur ziemlich am Ende zugeschaut. Für mich wäre es jetzt kein Game an sich. Aber war sehr interessant zu zuschauen. Hat mich ein bisschen überrascht. Lob geht raus. Biskus. Man muss sich halt drauf einlassen, ne, Nifty? Das ist im Prinzip nichts anderes als GTA, nur dass das so richtig Fantasy-mäßig ist und du halt kein 3D-Game vor dir hast. Ich kannte den Graf von Zeskiel auch schon aus Blind Eyes. Das hat es auch für mich nochmal geiler gemacht. Intern wäre richtig sick. Okay. Hab's leider verpasst, wird die Runde auf YouTube kommen. Die wird mit absoluter Sicherheit auf Alex seinen Kanal hochgeladen. Ansonsten hast du meinen VOD noch, Joker. Wenn du Bock drauf hast. Von Anfang bis zum Ende. Sound das auch an. Hab extra 500.000 Mal drauf geachtet. Weil ich habe hier echt gestern und die letzten Tage alles umgestellt dafür. Ich musste sogar gestern, und das hat mich übel genervt, diese Alerts nochmal neu machen. Extra dafür. So minimalistisch wie möglich, damit er da ins Dings reinpasst, ins Overlay. Was übrigens auch absolut krass ist, das Overlay. Voll schön, voll gut. Jetzt fassen wir mit Tim an. Nee, jetzt essen. Jetzt Duftkerze noch, ein bisschen quatschen, dann essen. Ich hab Hunger. Wir sind ja schon seit 16 Uhr. Sind wir ja schon da. Oh, 5 Stunden jetzt schon. Gute Nacht, Serge, gute Nacht. Das landet auch auf dem... Achso, YouTube, wer es verpasst hat. Ich werde das auf jeden Fall, sobald ich das in die Finger bekomme, im Discord verlinken. Und übrigens, Discord haben wir, Leon und ich, in Kooperation mit allen anderen, die im Teamspeak waren und die in Senf dazugegeben haben. Wir haben mal das Discord aufgeräumt und ein bisschen verschönert und erneuert. Falls es wen interessiert. Könnt ihr, wenn ihr da nicht drauf seid, gerne joinen. Da gibt es auch einen Twitter-Feed für die Leute, die keinen Twitter haben und ich mal dodgen muss. Wird dann alles im Discord angezeigt.
Also, Disco wird komplett überarbeitet. Ich habe auch mal von Da Vinci den YouTube-Feed reingehauen, wenn der irgendwelche Videos hochlädt. Und ein Ticketsystem einfach, für was auch immer. Einfach for the Lulz. Ja, ich hoffe, ihr wart zufrieden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und was GTA-RP betrifft, wiederhole ich nun mal gerne noch. Der Server braucht noch ein bisschen. Da ist momentan einfach noch nichts los. Lohnt sich für mich zumindest und ich denke mal auch für Mila und alle anderen, die da zocken wollen von uns. Lohnt sich das noch nicht drauf zu joinen so richtig und da zu RPen, weil es gibt halt irgendwie noch nichts zu RPen. Ne, für diejenigen, die auf GTA warten. Kuss, Da Vinci, bei Tickets für Dodge? Ja, auch. Tickets wegen falschen Parken. Ne, einfach so. Ich fand das System cool. Ich wollte das einfach haben. Okay, Nifty, bye-bye, viel Spaß. Morgen Battlefield direkt um 9 Uhr, ne? Ich muss jetzt gleich mal irgendwann abchecken, wie das jetzt aussieht mit diesem Xbox Pass oder so ein Shit, den man dafür braucht. Ich habe, glaube ich, sogar einen von Discord geschenkt bekommen, um zu gucken, ob das denn morgen damit funktioniert. Und falls es das tut, werden wir morgen ein bisschen rumshooten gehen. Wenn nicht, muss ich gucken. Aber ich sag Bescheid auf Twitter oder Discord. Da bin ich eh immer mal rein chatten, Alter. Aber der kommt da auch mit auf GTA Live. Wir haben die Whitelist quasi zusammen gemacht nacheinander. Der ist auch gewhitelistet, aber wie gesagt, ist halt noch nicht viel los. Und er ist auf Sektor ja mit Kreuzfeld unterwegs. Ich habe auch gelesen, dass viele oder beziehungsweise so eine Handvoll Leute sich wünschen, dass ich mir auch Sektor angucke. Würde ich auch eigentlich gerne, aber ich bin davon nicht überzeugt. Nicht wegen dem Server an sich oder wegen den Leuten, die da spielen oder die das da betreiben, sondern ich mag die Map einfach nicht. Ich weiß nicht. Mir gefällt das einfach nicht so. Und triggert mich halt. Die Map triggert mich. Und deshalb gehe ich da momentan nicht hin und schaue mir das an. Ja, total gern. Man kriegt EA Play schon mit Xbox Ultimate Pass. Game Pass gibt's, glaube ich, für den Euro 3 Monate aktuell. Ja, ich habe einen Code. Spiel doch auf Grand RP, ja, klar. Auf jeden Fall. Naja, wenn ich GTA RP mache, dann wieder vernünftig. Also Stammserver und alles gut. GTA wirken. Hat echt verdammt viel Spaß gemacht. Okay. Freut mich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Cool. Du auf Sektor Bombe. Ja, ich mag die Map nicht so. Vielleicht gebe ich der Map aber einfach mal die Chance. Ich weiß es nicht. Werden wir in Zukunft sehen. Ich habe absolut kein Problem, dass das Dach hier so ein bisschen einstürzt, weil die Leute, die sich nur GTA-RP angucken möchten, fehlen. Und es ist sehr entspannt, auch mal andere Dinge zu tun und zu spielen. Das macht es zwar ein bisschen schwieriger, das immer vorauszuplanen, aber es ist wie Balsam für die Seele. Ganz egal, was ich dann zock. Ist doch vielleicht gesund. Also für den Kopf auf jeden Fall, das sage ich, bin ich ganz ehrlich. Andere Dinge besser, ja. Das ist für den Kopf echt mehr, das ist echt gesund. Du hast halt, das Ding ist, wenn du kein GTA-RP spielst, und das ist zum Teil auch meine Sache so, du hast halt einen viel freieren Kopf, ja. Du musst dich nicht mit anderen Leuten rumärgern, weder im Support, noch mit irgendwelchen anderen Streamern, was auch sehr oft vorkommt hinter den Kulissen, noch mit sonst irgendwas. Dieses Toxische wird einfach aus dem Körper gezerrt. So. Man sieht es an den Leuten oder an den Streamern, die gerade mit RP angefangen haben vor kurzem, was da abgeht. Ne? Es ist einfach absolut toxisch. Und tut auf Dauer nicht gut. Vor allem, wenn man das sehr lange zockt. GTA RP ab und zu finde ich cool, aber zwischendurch ist dann wieder geil. Naja, ich bin ja nicht vom RP weg oder vom GTA RP. Dafür bin ich da selber als Person zu sehr drauf fixiert, weil es einfach unheimlich viel Spaß machen kann. Ja, Nifty war absolut gut. Da ging im Prinzip nichts ab, aber Nifty war absolut gut. Wir hatten gute Cops, wir hatten eine gute andere Gang, wir haben untereinander RP'd, wir haben mit NPCs RP'd, so. Nur was hinter den Kulissen bei Nifty stattgefunden hat, die Entscheidungen und so, die haben
die konnte ich nicht nachvollziehen. Und war ich nicht großartig mit einverstanden. Weil vieles hing da auch, oder beziehungsweise hing am Ende auch an mir dann. Zum Beispiel, Nick hat da rumgedärft und Nick kommt aus meinem Camp. Und alle kamen immer mit ihren Sorgen zu mir. So Jamar und so. Ja, das läuft nicht vernünftig, das muss da geändert werden, das. Und das möchte ich einfach nicht mehr tragen. Ich will einfach nur noch Spieler sein. Online gehen, zocken, Spaß haben, offline gehen, alles wieder vergessen. Und keinen Stress haben. Deshalb habe ich da wieder aufgehört. Und nicht nur ich habe das so gesehen, auch die anderen, wie Miele und so. Grün siehst du aus, halt, ja, ja. Hepe Beste. GTA-P wird weitergespielt, aber dann, wenn es vernünftig läuft. Wenn wir einen guten Server haben. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Oder, nee, nicht gute Nacht, wir haben ja erst 9 Uhr. Einen guten Abend noch. Wird euch geküsst. Dankeschön für den Support. War gut. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen mit Battlefield. Ein bisschen rumshooten. Da werden auch Demba und so, glaube ich, dabei sein. Also kann lustig werden. Bye-bye. Und später gute Nacht. Bleibt gesund, lasst euch nicht anquatschen. Kuss.